Live aus den Nerd-Studios in Bochum? Warum denn in aller Welt Bochum? Na gut, ist eure Show. Ich werde hier ja nur fürs Vorlesen bezahlt. 3 Bier, 2 Nerds, 2 Chris, 1 Show. Hier kommt Nerdikrismus, die nerdige Labershow mit Last Geek Tonight. Und hier sind eure alten, weißen Nerds. Hier sind Chris und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Nerdikrismus. Das ist fantastisch. Ne? Ja. Ich bin Chris. Ich bin Chris. Er und ist auch Chris und meine Frau ist auch Chris. Ah. Sind wir nicht alle ein bisschen Chris? Ah, ja, ist denn heute schon Christnachten? Das ist eine nachträgliche Christmas. Oh Mann, ey. Jetzt kommt Christmas schon 2-mal im Jahr. Ja, noch nicht mal angefangen. Ja, ja, wir haben noch nicht mal den ersten Schluck Alkohol getrunken, ja. Leute. Und wir werden heute Alkohol trinken. Ja. Das ist eine Grundvoraussetzung, genau. Sonst ertragen wir das nicht. Allerdings. Ja. Ich habe das Wasser genommen, um einen Schluck zu trinken und stelle es wieder weg, ohne zu trinken. Brillant. Fängt an mit dem Wasser. Ja, was haben wir heute vor oder was haben wir grundsätzlich vor bei dieser lustigen Show? Wir haben uns gedacht, wir quatschen euch schlicht und greifend einfach mal voll. Ihr wisst das ja, ein Man mansplain, 2 Männer machen einen Podcast und mansplainen sich dann gegenseitig. Das nennt sich dann eben Podcast. Das haben wir im Grunde genommen vor. Wir werden dabei alkoholische oder wie heißt es so schön, die TNG-Leute werden es wissen, geistige Getränke konsumieren. Ja. Okay. Wir werden unser... Sagen Sie das in TNG, geistige Getränke? Ja, und zwar der Hom, der Diener von Roxana Troy. Okay. Er besäuft sich in einer Folge und dann bedankt er sich am Ende so und vielen Dank für die geistigen Getränke. So, da lacht der Jackie. Ja, sehr gut. Sehr gut. Da ist er. Das heißt, wir werden mit Zitaten um uns werfen. Wir werden Filme zitieren, die der andere nicht kennt. Wir werden dabei ein Ding der Woche haben. Ja, wir werden vielleicht irgendwie so ein Aufregerthema haben. Also heute ist so die Nuller-Folge. Ja. Und wie das so bei der Nuller-Folge ist, es gibt noch kein wirkliches Konzept. Wir machen das so ein bisschen on the fly. Ja. Und das wäre natürlich ganz cool, wenn ihr uns dann auch irgendwie reinschreiben würdet, was euch so gefallen hat und was euch nicht gefallen hat und wo wir irgendwie so mehr von machen wollen. Ja. Ziel ist es, dass wir es regelmäßig machen. Korrekt. Ziel ist, dass wir es regelmäßig machen. Das hängt aber davon ab, ob wir uns heute Abend danach noch ertragen oder wie auch immer, oder ob ihr uns noch ertragt. Wie auch immer. Ich bin moralisch dazu verpflichtet, eine Begrüßungsrunde zu machen. Ich weiß, der Streamer von Welt macht das so. Während du das mal tust, kann ich ja schon mal anfangen. Ich habe ja bei uns im Stream auch immer so die Angewohnheit, schamlose Bierwerbung zu betreiben. Nur zu, da steht ja eh Dauerwerbung. Genau, weil ich mir auch immer gerne mal was Seltenes besorge oder mal, nicht immer, aber manchmal. Und du hast mir jetzt heute hier ein Fokus. Warte, ich mach's hier in der Nebenkamera. So, ja, okay. Genau. Ja. Der hat noch keinen Autofokus, weil wir, das ist eine falsche Optik zu der Kamera. Mhm. Und der Autofokus funktioniert nur, nein, der kommt, wenn wir ihn irgendwann sonst leisten können. Ach so, okay. Weil der Autofokus funktioniert. Ach, da oben haben wir noch eine Kamera. Wir sind ja, ei, Karamba, ne? wir sind ja sowas von sophisticated. Ja, ja. Das ist ein Fliegepilz. Wahnsinn, ein Fliegepilz. Ich habe mir sagen lassen, das kommt hier aus der örtlichen Ecke. Also, richtig, das ist das Bochumer Bier. Vielleicht sind wir auch irgendwann mal Fiege gesponsert, keine Ahnung. Es ist das Bochumer Bier. Ich habe tatsächlich noch nie ein Fiege getrunken, weil ich mag kein Bier. Ich finde Bier ekelhaft. Gut, so, Begrüßungsrunde, Prost. Sag du mal. Ja. Okay. Hallo Astrid, hallo Niki, hallo Elena, hallo Kai, hallo Mona, hallo Claudia, hallo Achim. Pause gleich vorbei, dann wünsche ich dir noch einen ruhigen Arbeitstag. Dankeschön für den Raid an Moni, dicke fette Liebeskartoffel und herzlich willkommen an alle Raider. Hallo Ruth, ich weiß, was ihr gemacht habt, deswegen frage ich jetzt nicht, ich war ja selber vorhin auch noch mit dabei. Und das ist auch Raiders of the Lost Ark. Raiders of the Lost Chris. Ah, ja. ein Festival der guten Laune. Ja, aber hallo. Last Christmas. Das müssen wir eigentlich am Ende noch singen. Nee, nicht. So, was Kai schreibt, finde ich super. Es ist irgendwie komisch. Ich kann gerade gucken, was ich will. Wenn LGT streamt, muss ich dorthin schalten. Das finde ich sehr gut. Fantastisch. Das sollte sich bitte nicht ändern, Kai. Na gut. Hallo Daniel. Hallo Mel. Hallo Schatz. Ralf. Hallo Wolfgang. Hallo Nina. So, hallo Gabi. Hallo Mr. Stocky. Ach, Mr. Stocky ist auch Essen. Hier. Guck mal hier. Direkt in der Ruhrpott. Ja, schön, dass du dabei bist. Hallo Bernstein, Antje. Antje? Ich glaube Antje. Ich bin fest davon überzeugt von Antje. Wenn nicht, dann heißt du für heute Antje. Aber ich bin der festen Überzeugung. So. Hallo Julio. Hat mir gefallen, bis bald. Achim muss arbeiten. Leider.
Hallo Ottmar, die Münchner Trekkies melden sich zum Dienst. Sehr gut. Hallo Rebecca und danke für das Abo. 16 Monate, sehr, sehr cool. Hallo Sascha. Guten Abend aus dem Krankenbett. Dann gute Besserung an dich. Hallo Katrin. Hallo Alf. Und damit bin ich euch. Sehr gut. Wie schmeckt dir Fiege? Wir lesen mal den Klappentext. Ja, lies den Klappentext. Das ist charaktervoll und hopfenbetont. Ja, hopfenbetont, in der Tat. Ja. Das Aroma, der Aroma-Perle und Tettnanger. Wichtig. Was ist Tettnanger? Tettnanger, das ist, glaube ich, irgendwo im Schwäbische oder im Badische, irgendwie sowas. Okay. Da unten ist im Schwarzwald. Das kennst du nicht, gell? Nee. André. Nee. Ja. Was ist denn eigentlich so dein Hausenhof-Dialekt? Ich komme aus Südbrandenburg, also Ostdeutsch. Auch ein Schicksal. Also das heißt, Niederlausitz. Okay. Also aber es ist schön. Ein leichter Hauchberlinerisch, aber nur ganz leicht. Aber das ist hier nicht so hier Müritz, Mecklenburgische Seen. Nein. Sowas. Nee, okay. Es ist, ich bin 10 Kilometer über der Grenze zu Sachsen groß geworden. Und es ist wirklich eine Sprachgrenze dort auch. Es ist tatsächlich, ich fahre über die Grenze und da wird gesächselt. Und das wäre jetzt auch so, also dein Haus- und Hofdialekt? Theoretisch ja. Ich habe aber, liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein sehr musikalischer Mensch bin. Ich gewöhne mir immer sehr, sehr schnell die Sprechweise an von da, wo ich gerade bin. Und deswegen merkt man mir das heute eigentlich nicht mehr an und verortet mich dann doch sehr im Ruhrgebiet. Aber ich bin mittlerweile auch seit 21 Jahren im Ruhrgebiet. Also. Das heißt, du würdest hier also sag schon Watt und Dat. Genau. Ja, absolut. Absolut, da bin ich komplett drin, auch komm mal lecker bei mich bei und so. Das ist wenn du aber zu Hause bist, bei Mutti? Dann falle ich durchaus nach ein paar Tagen zurück. Aber mir fällt mittlerweile auf, wie seltsam die da sprechen. Das ist tatsächlich, wenn ich irgendwie mit Mutti telefoniere oder mit meinem Bruder oder jetzt letztens habe ich mit einem Schulfreund gezoomt und dann höre ich das direkt und muss schmunzeln, weil ich denke, das ist schon eine Häme und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und so, ne, das ist dann schon, das merkt man dann. Ich kann aber, auch wenn ich mir Dialekte sehr schnell angewöhne, ich kann sie nicht auf Kommando nachmachen. Das geht nicht. Okay. Ne, aber ich war mal irgendwie eine Woche am Stück in Sachsen, habe ich dann angefangen, da habe ich nach 3 Tagen angefangen zu sächseln und so weiter. Ja, es kommt. Schatz, du sagst nie, was auf NRW bist. Doch, Schatz, du merkst das nur nicht mehr. Aber ne, zum Beispiel, als ich Krimi-Dinner gespielt habe, die beiden Vorstellungen, da gibt es eine Rolle, die erste Rolle, da habe ich meinen Schauspieler immer gesagt, mach die ruhig mit Dialekt, ein bisschen im Volkstheaterstil, weil die Figur ist so angesetzt. Und da habe ich, so gut ich das kann, ne, hier im Ruhrpott-Slang gequatscht. Okay. Also ich kann relativ gut Dialekte, nicht jeden, wo ich noch nicht, also zum Beispiel Berliner ist schwierig, weil da habe ich einfach nie lange, also habe ich nie gelebt, bin nur ab und zu mal und mehr so als Wese, kennst du, ja. Also, Gott, ich hasse mal, also, ja, bitte nicht mehr. Sonst müssen wir die Show anderslos beenden und du musst abreisen. das kann ich nicht. Ursprünglich komme ich aus Monnem, da redet man ganz anders da, ja, da muss man aufpassen. Das ist jetzt bei uns aber halt auch so, gell, weil du hast ja in Monnem bist ja in Fernem, das ist Hesse, und drüber hast Ludwigshafen, das ist Pfalz. Ja. Monnem ist so in die Kurpfalz, genauso in der Mitte ist Kurpfalz, Leute, gell, das ist nicht Baden. Baden ist wieder was anders. Und mein Vater kommt aus Lautre, das ist keine Lautre, meine Mutter aus Schlesien, wie sie alle aus Schlesien kommen, hast du auch schlesische Vorfahren? Ja. Siehst du, alle haben so schlesische Vorfahren. Also Schlesier müssen ein Riesending gewesen sein, so vor 100 Jahren. Das heißt, Monnemarisch ist so eine Mischung aus Badisch, eigentlich mehr Pelsisch und so weiter, ein bisschen Bergstraße. Das heißt, der Sebastian Vettel, wenn der so loslegt, dann redet er wie ich. Ja, so ungefähr. Ja. Jetzt wohne ich aber auch schon seit 20 Jahren hier. Und ich bilde mir ein, dass ich in Düsseldorf mehr platt rede, in Anführungszeichen, als gebürtige Düsseldorfer. Okay. Kannst du quasi Dialoge mit dir selbst führen und Satz von Satz, Satz zu Satz hin und her springen? Das fände ich geil. Ich glaube schon. Kriege ich hin. Also müsste ich ein bisschen üben, würde ich hinkriegen. Manche Dialekte kriege ich nicht auf Kommando hin. Schwäbisch zum Beispiel. Also es reicht immer, um den nicht dort Ansässigen zu täuschen. Mein Kölsch würde auch reichen, um Schwaben oder so zu sagen. Ja, aber nicht um den Einheimischen zu täuschen. Ja. Bayerisch kann ich ganz gut, wobei der da nicht sagen kann, aus welchem Bereich das jetzt Hauptball, das ist wahrscheinlich eher so Richtung München runter, Freimann, Possing, da links rüber. Verstehst du mich? Ja.
Ja. Ich verstehe dich. So wirklich zutiefstes Bayerisch. Das wird dann schon wieder schwierig. Wir hatten mal eine Gigliothek. Da hat, also Gigliothek ist unsere Buchshow, die ich alle 14 Tage habe, wo wir Buchautoren und Autorinnen da haben und interviewen. Und meine Co-Moderatorin, die Moni, die wohnt auf dem bayerischen Dorf. Und in dem Buch, ich lese immer zwei Passagen vor aus den Büchern der Autoren, und in einem war was Bayerisches drin. Und dementsprechend musste ich halt Bayerisch lesen. Da hat sie sich so tierisch drauf gefreut, weil sie sagte, jetzt, ich bin mal gespannt, wie du Bayerisch machst. Und das hatte natürlich nichts mit Bayerisch zu tun, was ich gemacht habe. Aber Moni hat dann mal ein bisschen Bayerisch geredet im Vorgespräch. Ich habe, und sie ist halt wirklich von einem tiefen bayerischen Dorf. Ich habe kein Wort verstanden. Kein Wort. Zu Studienzeiten eine gute Freundin von mir kam aus dem tiefsten Schwabenländle. Und das war sehr lustig. Ich bin mit ihr Auto gefahren und ihre Mutter rief an. Und sie ging ran und ich habe kein Wort mehr verstanden. Und ich habe mich vorher mit ihr ganz klar unterhalten. Und kaum, dass sie Schwäbisch loslegte, war so, was? Sie hätte Chinesisch reden können, ich hätte genauso viel verstanden. Das ist bei uns, das ist wirklich krass. Das ist bei uns, es gibt so, bei Mannheim ist ja auf der oberrheinische Tiefebene und dann hast du auf der linken Seite hast du halt Pfälzer Wald, auf der rechten Seite hast du einen Odenwald. Und im Odenwald, der ist sehr, der Stammbaum eher so ein Kreis. Ja. Ja? Da sieht man sich immer sehr ähnlich. Stammbaum eher ein Kreis, das ist eine sehr schöne Formulierung. Und da hat sich so eine Sprache gehalten, die ich auch nicht kann, die meine Tante aber gesprochen hat. Wenn die also da mit der Verwandtschaft telefoniert hat, in Ritschweier oder in Mosbach oder so, aus. Das hat auch mit, normalerweise hast du immer so fließende Übergänge. Ne? Das geht ja so ein bisschen dann so vom Kurpfälzer so ein bisschen Bergstraße, dann von der Bergstraße geht es mehr Richtung Darmstadt, dann ein bisschen mehr im Hesse, ne? Und dann geht es irgendwo in Frankfurt rüber und dann hast du die, ne, kennst du, ne? So. Und noch verstehe ich dich. Genau. Und dieses Odenwälderisch, da bist du raus. Also das ist auch mit nichts mehr, das ist wirklich wie platt im Grunde genommen. Ne? Da bist du völlig raus und du kannst auch nicht mehr sagen, ah, das könnte das jetzt. Du verstehst einen Belgier und Holländer mehr als das. Krass. Also es ist wirklich völlig eigene Sprache. Irgendjemand hat auch geschrieben hier, genau, dank der Bundeswehr habe ich nahezu in allen Regionen gelernt, beim Bäcker Brötchen in der jeweiligen Landessprache zu bestellen. Otti, Fanti, da hast du vollkommen recht, weil es gibt wirklich, gerade im süddeutschen Raum, die weigern sich dir, ein Brötchen zu verkaufen, ja, wenn du da nicht das Semmel oder weghaben willst oder sowas. Versuch mal in Chemnitz irgendwie als jemand, der nicht tiefstes Sächsisch beherrscht, ein Brötchen zu bestellen. Das habe ich nachts mal in Dresden gehabt, da bin ich nachts nach Dresden gegangen. Dresden geht noch. Ich bin 40 Kilometer über Dresden. Okay. Groß geworden. Dresden, ich war auf dem Dorf gab es kein Kino. Ich hatte immer die Wahl, wenn ich ins Kino wollte, aber da, wo ich ein Auto hatte. Ne, bis zum 18. Lebensjahr habe ich ein Kino kaum von innen gesehen. Bis zum 18. Lebensjahr war ich 2-3 Mal im Kino in meinem Leben. Ja. Und also außer noch zu DDR-Zeiten, da hatten wir ein Kino. Aber ansonsten ab dem 18. Lebensjahr bin ich entweder nach Dresden gefahren ins Kino oder nach Cottbus. Mhm. Weil das eine war 40 Kilometer drüber, das andere 40 Kilometer drunter. Mhm. Ich bin öfters nach Dresden gefahren, weil es die schönere Stadt. Mhm. Mit den schöneren Menschen. Absolut. Also, ja, Punkt. So. Ja. Da bin ich also nachts um 12:30 oder relativ spät nach Dresden und musste dringend tanken. Also wirklich so auf dem letzten Meter. Hab dann da getankt und es war nur dieser Nachtschalter offen. Ja. Den haben nicht mehr reingelassen. Und dann fange ich gerade und schließe halt das Auto ab, laufe zu diesem Nachtschalter hin, dann kommen da so 4-5 Jugendliche auf ihren Mountainbikes da und holen sich was zu trinken. Außer dem Wort Fettbämme, ja, dass ich mal irgendwann vorher mal irgendwann vorher mal aufgeschnappt habe, habe ich wirklich original auch nichts verstanden. Also null. Eine Fettbämme. Null. Ja. Was war eine Fettbämme irgendwie so, was hier ein Mettbrötchen ist oder? Also eine Pemme ist eine Stulle. Okay. Ne? Also einfach eine Scheibe Brot ist eine Pemme. Und ich würde jetzt mal behaupten, eine Fettbämme ist tatsächlich irgendwie wahrscheinlich irgendwie so mit Schmalz belegt oder so. Ja, kann gut sein. So würde ich jetzt mal vermuten. Also aber das weiß vielleicht Schwester Claudia besser. Die, weiß das vielleicht ein bisschen eher, was eine Fettbämme genau ist. Fettbämme mit Gurke. Ich glaube, genau, das müsste Schmalz mit Gurke sein. Ne? Ja, also eine Fettbämme müsste mit Schmalz sein. Ja, deswegen finde ich es ja immer so schlimm. Und jetzt, du kommst ja aus dem Theater. Wir hatten es, glaube ich, schon mal irgendwann davon. Der Deutsche steht nicht zu seinen Dialekten. Ja, das stimmt.
Warum nicht? Griebeschmalz, genau, Griebeschmalz. Ja, Griebeschmalz ist dumm, ja, ja, genau, okay, das ist, ja, weiß ich. Okay. Warum steht der Deutsche nicht zu seinen Dialekten? Ich weiß es nicht. Wenn du dir so ein Game of Thrones im Original anguckst oder überhaupt so, da darf jeder seinen Akzent mitbringen, dann, ja, ist es halt ein Irre und ein Schotte drauf geschissen. Ob das Sinn macht, dass die, manchmal guckst du ja so wie bei Star Wars, das Imperium das British English hat und dann die Rebellen. Ja. Aber im Grunde genommen darf da jeder sein Ding mitbringen, aber bei uns ein Tatort... Bei uns gilt das dann halt, dass ich habe die lustigerweise diese Diskussion, eine Diskussion. Bayerisch über, darfst du machen, wenn du Meister Eder bist. Nee, pass auf, ich hab lustigerweise durch Zufall eine Diskussion darüber vor ein paar Tagen gehabt. Weil du kannst schon Dialekte in der Bühne machen und so, mhm, aber das ist dann immer Volkstheater. Ja, ja, klar. Das ist dann immer Milovic und so weiter. Das ist dann immer Volkstheater. Boulevard, ja, genau, so immer so Boulevard, Volkstheater. Das ist kein richtiges Theater. Keine Kunst. Das ist keine, ne, das ist keine Kunst. Das ist für den Pöbel. Genau. So, ja, fertig. Ne? Das ist nicht für die Intellektuellen, das ist für den Pöbel. Die Intellektuellen hätten gern ihr Hochdeutsch. Ja. Und vor allem mit viel Tee gesprochen. Im amerikanischen Sprachraum. Immer schön was spritzen sieht über die Bühne. Im amerikanischen Sprachraum ist es ja tatsächlich eher, da ist es ja, ich meine, ist ja fast schon ein Oscar-Nominierungsgarant, wenn du irgendwie als, weiß ich nicht, als New Yorker plötzlich tiefstes Texanisch sprichst, mhm, und das auch noch glaubwürdig machst. In Deutschland hast du halt, da wird viel Wert gelegt auf Bühnendeutsch und auf Akzentfreiheit. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ob sich das mal ändern wird, mal gucken. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Gerhard Hauptmann-Stücke, mhm, Die Ratten, da ist ganz bewusst, hast du, kennst du es? Also ich kenne Gerhard Hauptmann, aber ich kenne jetzt nicht... Gerhard Hauptmann, die Ratten, ein sehr, sehr dramatisches Stück. Da gibt es die Familie John, die sind das untere Volk. Mhm. Und dann gibt es den Theaterintendanten und so weiter. Die sprechen alle Hochdeutsch, mhm, und die Familie John, die sind auch schon geschrieben mit Berliner Dialekt. Mhm. Die spielen halt im unteren Volk, in der unteren Kaste quasi. Ich habe ja mal... Da wird dann ganz bewusst damit gearbeitet und das ganz gezielt so eingesetzt. Ich habe ein Semester was Sinnloses studiert. Ich habe nämlich Kunst... Medienwissenschaften und Anglistik studiert. Ich habe meinen Abschluss in Medienwissenschaften. Ja, also schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt streamt er, früher bist du Taxi gefahren, heute streamt man halt. Ich bin noch nie Taxi gefahren. Ja, heute kannst du ja streamen. Aber vielleicht bald, wer weiß. Uber ist es heute, ne? Uber, ja. Und da habe ich in der Tat auch einmal eine Hausarbeit, jetzt frage ich mich nicht mehr welcher, also es ist eigentlich so, man untersucht ja gerne auch banale Dinge. Ich hatte gerade gestern erst noch mit einer Freundin drüber gesprochen, übrigens heute auch hier, hallo Paula, dass Gender Studies auch so großartige Sachen rausgefunden haben, wie dass 90% aller Männer im Park am Grill stehen und 90% der Frauen den Salat machen. Mhm. Ja, hat man untersucht, jetzt weiß man es halt auch wissenschaftlich. Musste man das untersuchen. Das musste man auch offensichtlich untersuchen. Und man hat dann auch, irgendein Sprachwissenschaftler hat dann sich mal angeschaut im New Yorker, in Londoner Kaufhäusern, wie da eigentlich auch die Akzent- und Dialektverteilung ist. Mhm. Und da ist es nämlich ähnlich. Du hast ja im Kaufhaus, ist ja eigentlich fast weltweit immer unten Lebensmittel, dann kommt so Kurzware, nannte man das früher, mhm, noch, ja. Dann es wird ja immer teurer, je höher du kommst. Und ganz oben ist Spielzeug. Und ja, oder Herrenausstatter. Ja, in der Regel ist eigentlich oben der Herrenausstatter. Neben dem Spielzeug, ja. Vielleicht. Damit du mit den Kindern überall drückst. Je nachdem, wie viel Platz ist. Und auf jeden Fall ist halt, nimmt halt auch der Grad der Dialektfärbung ab, je höher du im Kaufhaus nach oben steigst. Okay. Das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, ist de facto in dem Kaufhaus, in der kleinen Welt, ja, das ist das Einzige, was ich von dem Schüler noch weiß, now you know. Was hast du? Du hast ein Semester. Stimmt nicht, von dem Sprachwissenschaften-Schule. Ein Semester quasi dieses sinnlose Zeug studiert. Ja, und dann haben wir noch ein Semester Filmwissenschaften oder Medienwissenschaften gemacht, was an der Uni Konstanz de facto Filmwissenschaften ist. Und da haben wir treue Podcast-Hörer werden es wissen, weil ich das im Moment Zeitreisefilme war, dann in dem Format. Die Uni Konstanz hat aber eines, gut, heute ist wahrscheinlich eher Sinn, also nichts mehr wert, aber hatte damals in den Anfang der 2000er eines der größten Filmarchive, die es so europaweit gibt. Mhm. Also wurde wirklich da noch eine Kopie von Panzerkreuzer Potemkin und so ein Kram. Das war halt so Prä-DVD, ja, 2001, war schwer ranzukommen an sowas und natürlich auch den ganzen Nazi-Propagandakram und so weiter, das haben die da alles teilweise noch als Originalprints und das war natürlich dann ein Schatz, dass du dann halt mal eben das gucken konntest, um im Grunde genommen dir dann auch klar zu machen, ja, okay, macht der Tarantino halt jetzt auch so, wo hat das her, vom Eisenstein, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, wer Eisenstein nicht kennt, könnt ihr gerne mal nachholen, sind heute etwas sperrige Filme,
aber filmwissenschaftlich sehr, sehr wichtig. Also Sergei Eisenstein. Ihr müsst im Grunde genommen, müsst ihr eigentlich nur 4 Filme gucken. Mhm. Das ist wirklich so. Es gibt eine DVD-Kollektion, da sind alle wichtigen Filme drin. Jetzt gar nicht mehr auf dem Eisenstein, sondern damit du, sag ich mal... So Eisenstein, Tarkowski, sowas alles. Genau, du musst gucken, Panzerpreußer Potemkin. Mhm. Da hast du schon mal locker 5, 6, 7 ikonische Szenen abgedeckt. Mhm. Du musst gucken Nosferatu. Ja, Du musst schauen Metropolis, ganz genau. Der andalusische Hund. Und dann noch das Goldene Zeitalter. So, ja. So, die 5 Dinger, vielleicht noch von mir aus noch mit Birth of a Nation oder so irgendwas, und dann guckst du noch 1, 2 Buster Keaton und Charlie Chaplin. Mhm. Wenn du da, sagen wir mal, 10 Filme aus dieser geguckt hast. Man sollte noch M. Ja, okay, M noch, von mir, also Fritz Lang, genau. Und so. Sagen wir mal 10 Filme aus irgendwas zwischen 1918 und 1935 geguckt hast. Mhm. Dann hast du im Grunde genommen, also ich habe es jetzt nie empirisch erhoben, aber dann hast du wirklich 70% aller Tarantino-Kameraeinstellungen schon abgedeckt. Wenn du diese Filme kennst. Plus Zack Snyder etc. pp. Wenn du diese Filme kennst, dann wirst du ganz viel auch heute noch wiedererkennen. Ganz viel, weil das sind einfach die großen Meister gewesen, die es erfunden haben. Daran wird sich immer noch orientiert. Immer noch. Ja. Das ist sind nach wie vor dann nimmst du noch einen Kurosawa mit, damit du Star Wars besser verstehst. Kurosawa. Ja. Ich liebe Kurosawa. Und das sind halt so. Und das ist auch. Das war für mich, ne, um ganz kurz da rein. Ich hab hier in Bochum studiert. Ich habe angefangen mit Film- und Fernsehwissenschaft als Magister, Nebenfächer Musik und Philosophie. Magister, da ja, Taxi. Also. Ja. Hm? Hab damit angefangen. Wie kam ich zu Musik und Philosophie? Relativ simpel. Kein NC drauf. Korrekt. So, ich kam her, um mich einzuschreiben. Fun Fact: Mein erster Tag in Bochum war der 11. September 2001, als die Türme eingestürzt sind. Das war mein erster Tag in Bochum. Habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, aber dir noch nicht. Ich erzähle es immer wieder gern. Das ist schön, wenn man so neue Leute kennt. Ja, kann super, man so alte Geschichten immer rausholen. Ich packe auch alle meine Witze wieder aus. Sag ich hier. Alle, die so unser Podcast hier ringen, würden so: Boah, jetzt fängt er wieder mit seiner Zeitreisegeschichte an. Da mal erzählen. So, also jetzt habe ich den Boden verloren. Jetzt bin ich raus. Ich habe immer noch ein bisschen Corona-Brain. Was wollte ich? Achso, genau. Magister. Kam hier zum Einschreiben, sagte: Ja, hier Film, hier ist meine Zulassung, möchte mich gerne einschreiben. Ja, was machen Sie denn für Nebenfächer? Ich so: Wie Nebenfächer? Mhm. Na, Sie brauchen 2 Nebenfächer. Ich so: Ach so. Was gibt es denn? Dann hat er gesagt: Naja, also kein NC ist auf dem und dem. Ich so: Und dann nehme ich das und das. Mhm. So bin ich zu Musik und Philosophie gekommen. Dann habe ich mir die Vorleseverzeichnisse geholt von Musik und Philosophie. Bei Musik fand ich so rotzlangweilig, weil es halt wirklich nur Musiktheorie ist. Nur Musiktheorie und nur alte Musik behandelt. Mhm. Nicht irgendwie, was auch nur annähernd mit dem 20. Jahrhundert zu tun hat. Und das wirklich, ne, wenn man jetzt zum Anfang nur das hat, dann sage ich ja noch okay. Und später kann man sich dann weiteres aussuchen. Aber es hat wirklich komplett nur diese Schiene gefahren. Okay, Was wird man denn dann? Wird man dann Dirigent dann damit? Ich habe keine Ahnung. Du lernst ja dann kein Instrument. Nee. Also wäre wahrscheinlich vorteilhaft, wenn du eins kannst, aber... Ich kann mehrere, deswegen war das nicht das Problem. Okay. Aber das war... auf jeden Fall habe ich dadurch gedacht, das ist ja völlig langweilig, da gehe ich nicht hin. So. Und dann bin ich bei Philosophie war ich ein paar Mal da und da hatte ich das große Problem. bei mir, also im Osten zu der damaligen Zeit, als ich in der Schule war, gab es keine Philosophie in der Schule. Mhm. Wir hatten politische Bildung, da war dann so ein bisschen Philosophie mit drin, aber ansonsten nichts dergleichen. Da war es also, gerade eben so ein bisschen, ansonsten. Also ganz kurz mal reingerutscht. Möglich. Aber auf jeden Fall... ich fand Philosophie immer interessant, habe privat einiges dazu gelesen, auch schon vorher, bevor ich das studiert habe, und dachte, ach, das klingt interessant und ich philosophiere und diskutiere sehr gerne, machst du das? Und dann kam ich dahin und vom ersten Tage an sagten alle Dozenten immer, ja, hier, das ist dann so und so, das kennt ihr ja schon aus der Schule, das ist so und so, das kennt ihr schon aus der Schule, und ich saß immer da und dann, ich habe keinen Schimmer, wovon ihr sprecht, ich weiß es nicht, und da ich grundsätzlich ein sehr fauler Mensch bin, hatte ich keine Lust, mich erstmal hinzusetzen und 50 Millionen Bücher zu lesen, um überhaupt dahin zu kommen, dass ich berechtigt bin, die Einsteigerkurse zu machen. Und daraufhin habe ich mir so nach 3 Monaten habe ich mir gedacht, ach, leck mich am Arsch, ich höre mit Philosophie auf. was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich geguckt, habe ich gedacht, ach komm, bewirbst du dich mal für Theaterwissenschaften, vielleicht kommst du da rein. Dann bin ich tatsächlich da reingekommen und bin dann ein Jahr, also habe dann, nachdem ich ein Jahr studiert habe, gewechselt zu Theaterwissenschaften als zweites Hauptfach, weil ich dadurch auch in Film- und Fernsehwissenschaften, das wurde umgewurstelt zu Medienwissenschaften.
in den Bachelorstudiengang. Und dadurch bin ich dann Bachelor Medien- und Theaterwissenschaft mit zwei Fächern. Dann hast du jetzt ja im Grunde genommen mal schauen, ich mansplaine jetzt mal ganz krass rein in den Chat, ne? Und du machst die Lösung, weil die gute Taria 23 verwechselt nämlich in ihrem Zitat was. Da habe ich Gerd Fröbe vor Augen grandios. Vorher stand noch, wenn du mal hochscrollst, ging es noch um einen Film, den wir auch gerade erwähnt haben. Kannst du hochscrollen? Ja. Ja, eine Stadt sucht einen Mörder. Und da ich weiß nicht, liebe Tario, ob du dich darauf beziehst, aber... Wenn du dich darauf beziehst, das ist Peter Lorre. Richtig. Den du meinst. Peter Lorre ist dort der Antagonist. Aber sie hat mit Gerd Fröbe nicht ganz unrecht, weil... Boah, es ist gerade so... Was? Komm, give it to me. Gerd Fröbe ist, der ist dabei, ist der nicht der, der Anführer des Mobs? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er dabei ist, aber ich glaube, sie meint einen anderen Film. Das Versprechen. Ja, heißt es. Mit Heinz Rühmann. Ja, richtig, genau. Ja, genau. Es geschah am helllichten Tag. Das Versprechen ist dann, ist die Verfilmung von Sean Penn mit Jack Nicholson. Richtig, genau. Gerd Fröbe, Heinz Rühmann. Dürrenmatt, exakt, genau. Ist ja manchmal auch so ein deutscher Klassiker, den du durchaus geguckt haben kannst. Jetzt muss man aber, kennst du beide? Kennst du Das geschah am helllichten Tag und das Versprechen? Also ich habe sie jetzt nicht so mega im Kopf, dass ich sie jetzt zitieren kann, aber ich kenne beide grundsätzlich. Es geschah am helllichten Tag, verändert das Ende im Vergleich zum Dürrenmatt-Stück und das Versprechen hält sich sehr an das Ende. Das Versprechen, das hab ich jetzt grad das Versprechen nicht ist ein so übler Film. So übel. Das macht überhaupt nichts, Miriam. Alles gut. Gar kein Problem. Das war auch gar nicht schlimm, weil ich dachte nur so, dass... Aber es führt ja dann zu einem anderen großartigen Film. Ist ja super. Exakt das. Und natürlich warst du im Grunde genommen richtig, weil beides ist schwarz-weiß. Es geht zweimal um einen Kindermörder etc. Also du warst schon... Wer in richtig. M eine Stadt sucht, einen Mörder noch dabei ist, den man da... Theo Lingen, den man da so sieht, wie man... Der ist nämlich Teil dieser Mafia-Dingens. Ja. Und Theo Lingen kennt man ja eigentlich nur als diesen Pauker aus diesen ganzen Filmen und so weiter. Ja. Die sind schrecklich. Nein, die sind großartig. Du trinkst schon die ganze Zeit. Ich trinke noch nicht, das geht nicht. Wir sind bei Dialekten und da erzähle ich eine kleine nette Anekdote, bevor ich das hier öffne. Und zwar, die Mutter meiner Freundin, ihr Honigkuchen-Nerd, das ist mein Schatz. Die Mutter meiner Freundin lebt im Waldviertel. Und also das ist in Österreich, im Waldviertel. Und da wird natürlich zutiefst österreichisch gesprochen. Ich verstehe kein Wort und hatte das tolle Erlebnis dort, dass es an der Tür klingelte, als wir da waren und der Nachbar klingelte, so ein älterer Mann. Und ich war halt da und er redete auf mich an. Und das Zeitschriftblatt hast du heute noch. Ich weiß bis heute nicht, was er erzählt hat. Ich weiß, dass irgendwann Josie und ich glaube tatsächlich auch die Mama dazu kamen und dann irgendwie weiter mit ihm redeten. Und Josie meinte nur, du hast nichts verstanden, oder? Und ich so, nö, kein Wort. Also wirklich nichts. Zutiefst österreichisch in Nordösterreich, auf jeden Fall, also der hatte einen sehr, sehr tiefen österreichischen Akzent, auf jeden Fall. Nordösterreich ist doch, glaube ich, Westslowenien, wenn ich mich recht sinne. Egal, mach weiter. Ja. Wie komme ich jetzt darauf? Ich habe hier Folgendes und das werde ich jetzt trinken. Und zwar ist das aus dem Waldviertel. Waldviertler Obstgenuss von der Familie Meier-Witzmann, ein Rotweinlikör. Fantastisch. Und der ist scheiße gut. Okay. Den habe ich dort, also den kriegst du nur dort vor Ort. Die würden auch liefern, genau, vom Leo, wie Josie das schreibt. Die würden auch liefern, aber kostet natürlich scheiße viel Geld. Ich habe beim letzten Mal 10 Flaschen da gekauft und mitgenommen und habe noch 3. Das ist eine davon. Beim nächsten Mal muss ich wieder kaufen, weil für mich war das Ding, es war im Waldviertel. Das Waldviertelfest heißt das, glaube ich. Schatz, korrigier mich, wenn es Waldfest oder so heißt. Ich weiß es nicht. Du weißt das besser. Und da war ein Stand vom Leo und da konnte man halt kosten. Und dann habe ich mich da ein bisschen durchgekostet und es war wirklich, das war für mich so ein Ding, meine Eltern haben selber Wein gemacht oder sie haben probiert, selber Wein zu machen. Und haben haben mehrere Jahre immer Wein gemacht und waren immer verwirrt. Der hat überhaupt keine Prozente. Der ist ja völlig seltsam. Der ist das ist saulecker, aber es ist ein Saft. Der hat keine Prozente. Und haben das auch immer fleißig als Saft verschenkt. Und alle Leute waren immer verwirrt, weil sie waren betrunken. Nach ein paar Jahren hat mein Opa ihnen erklärt, wie man ein Alkoholthermometer benutzt. Und dann haben sie festgestellt, dass ihr Wein 18% hatte. Also eher ein Likör war. Der war so verdammt lecker und gut.
Und nachdem mein Vater gestorben ist, gab es das halt nie wieder. Ne? Haus verkauft und so weiter und so fort. Und es gibt es nicht mehr. Wir haben dann beim Ausräumen des Hauses haben wir noch die letzte Flasche gefunden. Meine Mutter wusste selber nicht mehr, dass es die gibt. Die haben wir irgendwo im Keller, irgendwo in einem Schrank hinten gefunden. Und die haben wir so genossen. Und dann trinke ich das. Mhm. Und es schmeckt 1:1 genauso. Oh ja, ja, ja. Das war wirklich das, so, du trinkst das und du hast so diese Erinnerung an Family, an deinen Papa und so weiter. Es war so, boah, muss ich kaufen. Das hatte ich letztens. Dann habe ich das mitgenommen, zu meiner Familie, zu einer Gartenparty bei meinem Bruder und gesagt, pass auf, ich schenke euch jetzt was ein, ich verrate noch nichts, trinkt. Dann haben sie es getrunken und es war bei, das ist wie unser eigener. Und davon darfst du jetzt genießen. Da freue ich mich richtig. Das ist fantastisch, wenn du solche Geschmäcker wieder entdeckst. Ich habe tatsächlich einen Lieferservice entdeckt, der aus irgendeinem Grund die gleichen Zutaten benutzt wie die Pizzeria meiner Kindheit, die Lasagne dort. Ja. Die meiner Meinung nach die weltbeste Lasagne ever war, aber seit der Typ dann irgendwann mal hat meine Rente gegangen ist oder so, gab es die natürlich dann nie wieder. Und ich habe ähnliche und gute, aber nie als so eine wieder entdeckt. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Lieferservice entdeckt, der eine Lasagne macht, die geschmacklich, also das war genauso, ich habe da so das Ding reingewiesen, so, Alter, die schmeckt ja früher wie vom Cristallo, ist ja Wahnsinn, ja. Muss ich eigentlich gleich mal 10 bestellen zum Einfrieren. Sehr gut. Spannende daran, es ist Rotweinlikör und man sollte ihn tatsächlich ein paar Minuten ziehen lassen, wie auch einen Rotwein. Ja, man sollte ihn ein bisschen atmen lassen, nur so zum Vorwissen. Nina Banane, ich würde euch gerne einen Schlichersturm mitbringen auf die Magicon. Da kann man die Flasche nicht ganz zumachen, sonst explodiert die. Ja, immer her damit. Ja, also ja. Absolut. Das erinnert mich an den alten Badesalz-Gag. Nein, Theo, hast falsch verstanden. Ja, von Kiosk zu Kiosk. Nee, Tee fehlt. Tee fehlt. Ich glaube, Badesalz. Von Kiosk zu Kiosk, ja. Ich glaube, Badesalz ist was Hessisches. Ich fand Badesalz Mensch, immer. Mensch, Theo, es heißt Lichterkette, nicht 02 Lichterkette. Oder 04. Du musst ja noch fahren, 02, 04. 02, bitte, ja. Badesalz ist auch so ein Ding. Das haben wir bei uns südlich von Frankfurt völlig abgefeiert. Und dann komme ich hier hoch und es kannte keiner. Und dann habe ich das ein paar Leuten vorgespielt und es ging halt so nicht mal ein Mundwinkel, so ansatzweise nach oben. Ja. Aber umgekehrt, die 1Live-Comedy, so hier, Klein Hau mich tot ruft an oder weißt du was, ja. Unlustig as fuck, aber da sind die alle hier steil gegangen. Ja? Gibt es etwas Schlimmeres als Radio-Comedy? Radio-Comedy lebt. Frage an den Chat. Ja. Findet ihr Radio-Comedy lustig? So diese sinnlos Anrufe, diese Scherzanrufe und alles. Es gibt dran. Es, also ich sag mal. Findet so, ihr das lustig? Das Einzige, was ich jemals lustig fand, ja? Ist Satan. Kennst du Satan? Satan war um die Jahrtausendwende rum. Satan in den Staub, Unwürdiger. Genau. Rüdiger? Ja, genau. Also es gab durchaus welche, die ich lustig fand. Im SWR, also SWR 3 damals, gab es ja zwei paar lustige, da gab es, die es auch wirklich so in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft haben. Also zum Beispiel gab es dann einmal so eine Geschichte mit so einem gestressten Manager, der ins Taxi einsteigt zum türkischen Taxifahrer und der Taxifahrer ist halt Elvis-Fan und will halt immer nach Memphis fahren. Das heißt, der Gag an jedes Sketches am Ende war, fahr nach Memphis. Und immer so, oh Gott, nein, ich schon wieder nach Memphis. So. Das war so der Gag am Ende. Und dann war halt so, fahr nach Memphis. Ja, fahr nach Memphis. Genau, fahr nach Memphis war so ein Running Gag. Dann gab es bei Radio Regenbogen, RR, irgendwie sowas, gab es den Heiner Knallinger. Ja, bei uns hast du jetzt Elvis Eifel, habe ich gestern erst wieder gehört. Genau. Und das macht mich aggro. Der Heiner Knallinger, der hat halt angerufen, das war hier wie der Paul Panzer. Ja. Und da muss man natürlich sagen, da gibt es aber schon zwei, drei legendäre Sachen. Hm. Also zum Beispiel beim Paul Panzer ist halt immer noch, wo er bei der Gebäudereinigung Muschi anruft. Eine feuchte Stelle im Katzenklo hat. Und da muss ich halt völlig, also der muss halt schon die ganze Zeit so lachen wie ich jetzt. Und das ist halt so selten dämlich. Und der von der Gebäudereinigung Muschi, der kennt es halt schon, dass die Leute da anrufen. Ja. Und ist halt super angepisst. Ja, super angepisst. Sehr schön. Und der ist wirklich gut. Dann gibt es natürlich die Gewitteroma, aber das war nie ein Fake-Anruf, das war ja ein Sketch von vornherein, aber die ist trotzdem lustig. Die Gewitteroma ist großartig. Das ist fantastisch. Und dann gab es noch den Heiner Knallinger, der hat bei Ferrero angerufen, um nach der Frau Bertani zu fragen. Die Frau Bertani war ja immer die Ferrero-Kirschen da präsentiert hat. Ja? Die haben die immer so als Kirschenexpertin dargestellt. Die war natürlich völlige Fake. Dann hat er bei Ferrero angerufen, hat sich halt so lange durchgefragt, bis wirklich irgendwann einer entnervt da, die Frau Bertani dann mal ausgeredet hat. So, was haben wir hier? Bodo Bach hieß er. Bodo Bach mit Paul Panzer. Oder war das Bodo Bach? War das Bodo Bach mit der Gebäudereinigung oder war das Paul Panzer? Ich weiß es nicht mehr. Einer von beiden. Ich weiß noch, nee, es gab hier die Familie Podolski.
gab es hier im Ruhrgebiet 1 Live, um die Jahrtausendwende rum war Satan. Ja. Da war ich ja noch nicht hier, aber das hat es sogar tatsächlich zu unserem Osten geschafft über MP3s und so. Und Satan habe ich wirklich geliebt. Okay. Satan hatte ich richtig viel Spaß. Das ist auch so ein Ding, wurde nicht hier. Satan ging darum, dass Satan immer kam auf die Erde, um die Weltherrschaft an sich zu erinnern. Mich dunkel. Und er ist immer an irgendwelchen bescheuerten in den Staub, Würdiger. Und dann ist er im IKEA gelandet und Rödiger finden Sie ihn da und da und in Shanghai. Was? Nein, ich meine doch das und das. Das und das finden Sie da und da und tralala. Nein! Und daran ist er immer verzweifelt und dann letzten Endes deprimiert abgezogen. Ganz großartig. Also von daher, es gab auch mal lustige Radiokomödie, aber ich glaube, das sind Kinder ihrer Zeit. Prost. Nicht so auf Ex, um Gott, ich muss genießen. Er ist so geil. Zischt wie Apfelsaft. Aber ist geil, oder? Ist wirklich gut. Also ist unerwartet. Also hätte ich jetzt ein bisschen wie so Amarena-Kirsch, so ein bisschen. Ja. Ne? Du kannst gerne noch ein Schlückchen haben. Nee, ist gut. Der ist lecker. Der ist lecker. Ja. Hat Schwein gekocht. Und so hat das von meinen Eltern geschmeckt. Und das war, ist halt wirklich das. Da ging mir das Herz auf. Verstehe ich. So, ich habe ja, also jetzt haben wir so ein bisschen Free for All gemacht. So eine halb, dreiviertel Stunde fand ich jetzt sehr unterhaltsam. Aber bevor es jetzt zu langweilig wird, ich habe ein Ding der Woche dabei. Bevor wir zum Ding der Woche kommen, der Arschkeks. Okay, das ist ja bei dir hier Pflicht. Wir müssen. Eine neue Packung Arschkeks. Es ist die letzte Packung Arschkeks. Hat sich schon mal wiederholt, weil ich habe ja nur eine Packung. Ich hatte beim letzten Mal ja schon gesagt, ich habe eine Wiederholung hatte ich bisher. Eine Wiederholung? Eine einzige bei mittlerweile 3 aufgebrauchten Packungen. Okay. Eine Wiederholung. Das ist gut. Ja, das ist gut. Spricht für den Gagschreiber. Ja. Vor allen Dingen hatten wir jetzt... Du willst es nicht nochmal umtauschen? Nein. Wir hatten ein paar schlechte, aber ich habe sie ja alle... Sie sind alle gesammelt hier in dieser Arschkeksbox. Wenn wir mit den Arschkeksen durch sind, werde ich eine Auflistung aller Arschkekssprüche machen. Und es waren wenige, die nicht gut waren. Es waren ein paar, die wirklich richtig gut waren, aber wenige, die nicht gut waren. Das Gute an der Sache ist, dass ich dir das immer die Kollegen direkt selber vorlesen kann, kann mir keiner irgendwie was unterstellen. Ja. Sonst kann ich immer selber bleiben. Wenn ich jetzt gerade so blöd hier. So. Bitte den Keks, also bitte nicht jetzt einfach essen, ne? Der schmeckt da. Ist ein Zettel. Ich will niemals essen. Nee, aber das ist auch ein Zettel drin. Ach so. Bezieht sich auf jemand aus unserer Community, die Anna hat letztens im Discord geschrieben. Ich habe meinem Vater einen Glückskeks mitgebracht. Er hat den Zettel mitgegessen. Und da musste ich einfach herzhaft lachen. Ja, soll ich dir helfen oder kriegst du das alleine kaputt? Oh, das ist schön. Soll ich dir helfen oder kriegst du das alleine kaputt? Ja. Wäre so ein Spruch, wäre der aus der. Aus der Elmar Brandschmiede in dem Bud Spencer-Film gewesen, hätte ich wahrscheinlich ihn heute schon mal in meinem Sprachgebrauch. Bist du so Bud Spencer? Ist das so bei dir? Das so drin, ja. Wobei ich immer wieder feststelle, dass es doch tatsächlich welche gibt, die ich nicht kenne. Und dann fange ich mit ihnen an und muss dann feststellen, dass sie ja leider nicht gut sind. Also man muss leider auch... Man braucht die Kindheitserinnerung. Ja, und man muss auch konstatieren, dass manche einfach auch scheiße sind. Also das kann man nicht alle von... Es gibt welche, die sind wirklich gut. Ja. Die sind auch filmisch gut und handwerklich auch gut gemacht. Und es gibt auch welche, die sind einfach Schrott. Und dann gibt es auch welche, wo du auch sagen musst, und ich bin jetzt hier, weiß Gott, nicht jemand, der hier jetzt so die woke Fahne hochhält, wo ich sagen muss, okay, das geht halt auch echt nicht mehr. Also das war schon... Da damals albern und heute geht es halt einfach gar nicht mehr. Ja, zum Beispiel, ich glaube, 2 Asse trumpfen auf, wo sie dann auf so einer Südseeinsel sind, also die Darstellung der Eingeborenen. Die Darstellung der Eingeborenen, die Darstellung des Japaners, die Darstellung also von allem. Wurde echt sagen. Ein, heute, genau, ich mag diesen Film immer noch. Weil ehrlich? Ich, ja, weil ehrlich? Ich, ja, ich fand den noch nie gut. Ich finde den einfach aus Kindheitserinnerung. Ich habe ihn mit, weiß ich nicht, 10 das erste Mal gesehen und fand das saulustig. Ich finde bis heute die Musik großartig. Die macht einfach gute Laune. Aber ich weiß, dass das ein Film ist, den man heute besser, also den muss man vorher in den Kontext setzen. Und ich meine es ehrlich, und ich meine es gar nicht mehr aus dem, also das ist gar nicht mal der Grund, warum ich ihn jetzt nicht gucken würde. Ne? Also überhaupt nicht. Man guckt sich es halt an, denkt so, okay, kannst du einfach so nicht mehr machen heute. Aber also bei aller Albernheit, die im Bud Spencer und Terrence Film immer haben, sind mir diese
Lederpiraten einfach. Ja, ja, das ist ein bisschen too much. Das ist echt too much, ne? Und da habe ich lieber die sich ein bisschen ernster nehmen. Also in Anführungszeichen ein bisschen ernster nehmen. Ich finde halt ihre Western. Ihre Western die sind großartig. Nach wie vor toll. Genau. Ja. Und da merkt man aber auch, ne, der erste hier, die rechte und die linke hat das Teufel. Ist ja nicht eigentlich der erste, aber das erste lustige. Ja. Ja, aber der war ja eigentlich konzipiert und auch gedreht als ernster Film. Ja, ich glaube sogar, und dann, Boys von Hallulia, glaube ich sogar auch. Ich meine. Also rechts und linke Hand des Teufels ist der. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ihr erster Western, den sie gemacht hat. Ja, das ist die Hügel der blutigen Stiefel. So, und der ist aber umgeschnitten worden dann zu einer Komödie. Genau. Und damit haben sie ihren Durchbruch geschafft. Die übrigens überhaupt nicht lustig ist, ne? Ja, aber damit haben sie ihren Durchbruch geschafft. Richtig, ich glaube, der hat auch verschiedene Titel. Zwei vom Affen gebissen, Gott vergibt, Teufel nie und Blase. Der hat unzählige Titel, 3 oder 4 Synchros. Und der ist noch so in der, so wie wir heute Abend, so ein bisschen in der Findungsphase. Ja. Ja. Ich finde, die Formel hatten sie gefunden mit 4 Fäuste für ein Halleluja. Mhm. Dafür auch von der Synchro die Formel gefunden. Ja. Da ging das los. Das ist einer der, also macht Platz, ich bin der Landvogt, ist halt einfach so ein Klassiker. Ja, ja, absolut. Oder da habe ich also wirklich, oder was ist das, Asthma oder Leidenschaft? Oh ja, das ist schön. Oder was mit ihm denn? Ja, genau, der Asthma oder Leidenschaft, nee, ist mit einer Wildsau zusammen. Gekracht, ja, und so Sachen, ja. Sensationell. Das ist auch mit einer der besten Schlägereien, wie ich finde. Ja. Und die Nummer mit dem Wildcat Hendrix, wo er ihm da so. Ja, das ist fantastisch. Das ist so großartig. Und das kann ich auch wirklich regelmäßig gucken und nicht nur szenenweise und von Anfang bis Ende, und auch die Fressszene ist mit der in, ja, ich sag mal, die in Rio mit 4 Fäusten ist auch ganz gut, aber die Fressszene ist eigentlich auch die beste. Mhm. Ja. Ja, machst du das nochmal, mache ich das deinen Ohren Wäschetrockner. kennst du mit Sicherheit, kennst du den Piratenfilm mit Bud Spencer und Terence Hill? Mhm. Den habe ich als Kind das erste Mal gesehen, Ich habe mich gefreut. Es kommt Bud Spencer und Terence Hill Film, den ich noch nicht kenne, juhu. Und dann habe ich diesen Film geguckt und dann siehst du diesen ernsthaften Film, in dem Bud Spencer auch noch stirbt. Und so, und ich war zutiefst verstört. Ne, ja. Bud Spencer war mein Held. Und plötzlich, dann war das, und ich dachte, wann wird der denn mal lustig? Und wann sind denn die beiden jetzt Freunde? Und wann verhauen die jemanden? Ich war als Kind zutiefst verstört. Und dann stirbt der auch noch. Das weiß ich gar nicht mehr. Geht gar nicht. Du siehst ihn dann, er wird dann irgendwie gezwungen, mit dem Boot rauszufahren, da in die Schlacht hinein. Und dann siehst du, wie sein Boot getroffen wird, und dann siehst du ihn noch tot vom Mast irgendwie erschlagen da liegen. What? Ja, du siehst Bud Spencer tot da liegen. Okay. Das ist so. Fuck, das ist Bud. Nein! Der muss jetzt aber aufstehen und jemanden verhauen. Ja. Und das ist nicht passiert, das hat mich zutiefst verstört. So, ich mache hier mal. Ich habe beide übrigens live gesehen. Ich darf mich glücklich schätzen. Ich habe Terence Hill auf seiner Filmpremiere dieses unsäglichen, also wirklich, das war mit der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe. Nee, mein Name ist Thomas. Den kenne ich gar nicht. Grausam. Habe ich mit Sebastian von Treck am Dienstag. Nee, mit Simon. Nee, mit Sebastian. Von Treck am Dienstag. Wir waren beide in diesem Film unabhängig voneinander und waren schockiert, als wir rausgekommen sind, ob dieses. Von wann ist der? Was ist das? 5, 6, 3, 4 Jahre her. Okay. Vor Corona. Unglaublich. Wir haben einen Podcast zugemacht. Schaut bei Nerdizismus einfach mal. Mein Name ist Thomas. Unglaublich. Also, selbst wenn ihr guckt euch den Trailer an, dann hast du eine. Also, es ist einfach schrecklich. Guckt euch den Trailer an, es ist unglaublich. Aber ich bin ja und Bud Spencer habe ich auch mal gesehen, auf der Autogrammstunde. Sehr schön. Hat der Nessie auch das Glück. Ich finde ja sowieso, die Einzelfilme, die sie gemacht haben, die sind wirklich, da gibt es wenige, die funktionieren. Plattfuß-Sachen funktionieren. Der Supercop, den sehe ich tatsächlich immer noch ganz gerne. Der ist ein grottenschlechter Film. Er ist wirklich, also er ist als Kind mochte ich den. Ich auch, aber er ist handwerklich so schlecht und er ist so inkonsequent. Also Supercop, wer das nicht weiß, Terence Hill alleine wird durch irgendwie einen atomaren Unfall oder irgendwie sowas, kriegt er Superfähigkeiten, die aber verschwinden, wenn er die Farbe Rot sieht. Ja. Immer wenn er mit Rot konfrontiert wird, hat er keine Superkräfte mehr. Und eigentlich ja, wo man sagt, so kann man gut umsetzen, so ist auch, hat auch echt witzige Momente, aber ist so unkonsequent, weil dann, ne, du siehst, wie so Wert darauf gelegt wird, dass rote Sachen fehlen, und er rennt durch die Gegend in seiner Supergeschwindigkeit, und dann haben sie nicht darauf geachtet, dass hinter dem Auto, was er gerade verfolgt, oder vor dem Auto, was verfolgt, fuhr ein rotes Auto, was hätte sehen müssen. Es ist wirklich ganz, ganz schlecht. Oder auch ein Film, der wirklich, der ist handwerklich und insgesamt eigentlich schlecht, aber den liebe ich auch, Banana Joe.
Ja, kann ich auch nichts mit anfangen. Ich weiß, feiert den auch ab. Kann ich auch nichts mit anfangen bei mir. Sie nannten ihn Mücke und der Bomber. Ja, aber wobei ich auch letztens den Bomber angefangen habe und festgestellt habe, dass ich ihn nicht kenne, um dann festzustellen, dass es einfach nur nochmal die gleiche Story von Sie nannten Mücke, ja, de facto der gleiche Film. Nur anderer Sport. Und nicht gut. Ja. Und in nicht gut. Also der Bomber ist definitiv nicht gut. Dann in Mücke ist gut. Vier Fäuste für einen Rio ist natürlich sensationell. Also das ist für mich immer noch Mit den anderen, die genauso aussehen. Ne? Richtig, mit den, genau. Ja. Das ist wirklich so für mich mit zusammen. Wo sie auch mal was anderes spielen müssen. Genau, sehr, sehr lustig. Mit Vier Fäuste für einen Halleluja wirklich so der Goldstein. Jetzt hast du hier die ganze Zeit schon dein Klopapier. Musst du mal. Ja, ja. Nee, das ist hier der Klugscheißer-Fakt. Ach so, okay. Der das Wissen. Heute der Klugscheißer-Fakt des Tages. Ich mache es schnell und kurz und knapp. Mhm. Fakt 26, da sind wir schon von 100. In Europa werden mehr als 200 Sprachen gesprochen. Okay, muss ich jetzt erstaunt sein? Ich glaube ja. Okay, erst mal. Also ich hätte jetzt die Zahl nicht gewusst, aber dass es viele sind, überraschend. Vor allem kommt es jetzt damit halt mal locker eine halbe Stunde zu spät. Bei Sprachen und Dialekten waren wir ja am Anfang dieser Sendung. Ja, aber das kann ich ja nicht ahnen. Ja, ja. Einmal mit Profis. Ja. Kann ich ja nicht ahnen. Ja. Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch die Lucky Luke-Filme, finde ich auch allesamt echt schlecht. Ja, und auch Troublemaker ist auch nicht gut. Und du kennst bestimmt dann auch die Bud Spencer-Filme, die er mit Jan Philipp Thomas gemacht hat. Oh, diese RTL-Dinger, die sind ganz schrecklich. Die sind ganz, ganz schlimm. Jan Philipp Thomas heißt er, glaube ich, ne? Hier aus Miami Vice, genau, der nicht Don Johnson. Das sind solche Schauspieler, genauso wie David Hasselhoff, ich habe einen amerikanischen Namensvetter aus Lexington, Kentucky. Ja, Lexington, Kentucky, musst du dir vorstellen, ist so wie das Gallia-Dorf bei Asterix. Das ist so das einzige demokratische County im tiefroten Kentucky. Ja? Das heißt, das ist ein vernünftiger Mensch. Kann auch im Namen liegen. Ist ungefähr so mein Alter. Und der kann zum Beispiel, der kommt überhaupt nicht über die Tatsache hinweg, dass David Hasselhoff halt hier so eine Riesennummer ist. Das ist ja tatsächlich sehr seltsam, ja. Wir waren vor. Aber Baywatch war doch auch in den USA. Ja, aber er ist halt einfach, der würde in den USA beim Dschungelcamp mitmachen. Ja, okay, ja, okay. Ja? Ja. Verstehst du? Ja. Mhm. Auf dem Level läuft er da. Und wir haben ihn gesehen, waren jetzt auf den MTV European Video Music Awards vor ein paar Monaten gewesen. Da war er ja auch als Laudator. Mhm. Ja? Dann war er jetzt bei. Das ist halt der Tiefpunkt. Bei Florian Silbereisen, ja, muss ja vorstellen, da sitzt Jürgen Drews, also beim Durchseppen, ich so, das ist David Hasselhoff, das gibt's doch gar nicht. Jürgen Drews, Florian Silbereisen und David Hasselhoff und Andreas Gabayé sitzen schön auf einer Couch und fangen dann am Ende noch an zu singen, ein Bett im Kornfeld. Es war sehr schön. Ja. Ich meine, David Hasselhoff verdanke ich ja, dass ich überhaupt hier sein darf. Er hat die Mauer weggesungen, das darf man nicht vergessen. Also ich bin ihm auf ewig dankbar. Looking for Freedom, das ist ja der Grund. So, ja, er hat die Mauer eingerissen. Ich muss mir hier was zurecht machen. Ja, mach dir mal was zurecht. Ich liebe Absinth und ihr seht hier im Hintergrund diverseste Sorten Absinth. Eigentlich, ja, also und dementsprechend gönne ich mir heute hier einen Absinth, weil wir haben uns vorgenommen, wir werden in diesen Streams hier immer ein bisschen Alkohol verköstigen. Ja. Und ich habe lange keinen Absinth mehr getrunken. Ich gönne mir einen Absinth und weißt du was? Ich probiere direkt die heftigste Nummer. Ich habe hier nämlich einen Original-Absinth mit 89,9%. Und den gönne ich mir jetzt. Bunny's World schreibt, habe David Hasselhoff beim Dreh von Baywatch mal getroffen. Da war er sehr nett. Ey, niemand wird bestreiten, dass er nett ist. Wobei ich halt ehrlich gesagt, also David Hasselhoff ist wirklich so eine Person, die... da habe ich mehrere ikonische Bilder zu im Kopf. Natürlich als Kind Michael Knight. Ich habe mit Knight Rider nie viel anfangen können. Ja, du kommst ja aus dem Osten. Mein Gott, ich war ja dann auch erst 10, als die Wende war und ich das gucken konnte. Ne? Ja, A-Team zum Beispiel liebe ich. Ja, und ich kann auch mit MacGyver mehr anfangen. Da war das aber schon wieder durch. Knight Rider war so 84, 85, 86. Da war das schon wieder ein bisschen durch. War der Grund, warum wir Kabelfernsehen haben. Egal. Also Knight Rider natürlich, klar. Dann, Baywatch habe ich aber nie geguckt. Baywatch habe ich immer halt nur die letzten 5 Minuten geguckt, weil danach DS9 losging. Hm. Ja, also da habe ich ihn zwar mitbekommen, aber nie wirklich gewusst. Und dann war er ja jetzt, außer I've Been Looking for Freedom, war er ja dann erstmal weg vom Fenster. Ja. Kleine Side-Anekdote bei I've Been Looking for Freedom. Ich war vor... in Nashville, Tennessee gewesen. Irgendwann 2000 schneebe ich hier. Und da
laufe ich also durch Nashville, Tennessee, und ich weiß, warum ich das Zeug nicht mag. Wollte ich gerade fragen, ob du Absinth magst. Durch Nashville, okay. Tennessee, und dann laufen wir bei meinem Bruder, habe ich besucht, und laufen also durch, und dann höre ich so in der Fußgängerzone, die Main Street, ne? Und dann war da so ein Restaurant, und da kam Musik aus dem Restaurant, und dann höre ich so, auf der Straße nach Süden mit den Kranichen ziehen. Das ist die deutsche Version ist von, gesungen von Tony Marshall. Ja? Ich weiß, Tony Marshall hat die deutsche Version von I've Been Looking for Freedom, die auf der Straße nach Süden heißt. Ja. Und ich so, wieso zum Henker läuft jetzt in Nashville bitte die? Und da war das dann ein deutsches Restaurant, Old Heidelberg. Ja? Innen drin, nicht mal ansatzweise deutsch, aber egal. Und die haben deutsche Schlager gespielt. Deutsche Schlager auch so ein Ding, wo der Ami voll drauf steil geht. Ne? So, für die nächste Show, ja. Die nächste Show, die wir machen, bringe ich mit. Ja. Wir gucken uns nicht das Ganze an, dann kriegen wir vielleicht urheberrechtliche Probleme, aber wir gucken uns einen Ausschnitt an. Okay. Denn, Fun Fact, David Hasselhoff und ich, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Als ich 2011 am Theater Oberhausen gekündigt habe und aufgehört habe und mich selbstständig gemacht habe, dann als Regisseur, ich habe da immer noch die Hitparaden mit einem Kollegen zusammen entworfen und inszeniert und habe mit auf der Bühne gestanden. Und ich war eigentlich immer für die Stimmungslieder verantwortlich, weil ich eine relative Rampensau bin. Ich bin als Wolle Petri aufgetreten mit Hölle, Hölle, Hölle und habe einen Stern gesungen und gut, alles drum und dran. So. Warst jung und brauchst jetzt das Geld wahrscheinlich. Ich habe daran auch tatsächlich Spaß, weil natürlich sind das scheiß Lieder. Aber steh mal auf der Bühne, 500 Leute vor dir, rennst bei mir offene Tür. Also, und du hast die in der Hand. Ne? Wenn ja. Du brauchst nur sagen, so und jetzt ihr alle, ne? Und jetzt ja. Nur die Frauen, jetzt nur die Männer. Du kannst die lenken, wie du willst, und sie grölen mit. Und du hast einen Saal von 500, 600 Leuten, die alle mit. Don't tell me. Großartig. Das ist, ja. Das ist, ne? Und da ist mir auch schön. Da ist der Deutsche auch übrigens klassenlos bei sowas. Ja. Ne? Das ist, geht wirklich. Jeder Hassschlager, wenn es auf einer Hochzeit läuft, gehen alle steil. Ja. Punkt. Ja. Punkt. Ja. Aber auf jeden Fall, also ich hatte da echt Spaß dran. Und was habe ich. Ich habe gesagt, pass auf, ich möchte diesmal, ich hab immer die Lieder gemacht, die die Schauspieler nicht machen wollten, weil ne, so Stimmung und dran, ich mache lieber die Kunst. Und ich habe gesagt, okay, dann mache ich halt die Unterhaltung und bringe den Spaß in den Abend rein. So. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich werde etwas machen, was den Leuten Unterhaltung bringt und Spaß macht, aber diesmal suche ich mir das Lied selber aus und thematisch passte es perfekt zu meinem Abschied vom Theater. I've Been Looking for Freedom, David Hasselhoff. Ich als David Hasselhoff verkleidet, I've Been Looking for Freedom. Bringe ich beim nächsten Mal mit, wir gucken uns einen Ausschnitt vor. Oh ja, gerne, gerne. Ich muss mal gucken, ob ich unseren alten Abi-Film noch finde. Wir haben eine Star Trek-Episode gedreht. Ich gucke mal, ob ich den noch finde. Ich war aber eigentlich bei den drei ikonischen Szenen von David Hasselhoff. Also einmal Knight Rider, dann Baywatch, wie gesagt. Und dann war er mit, dann hat man das Lied und dann war er ja weg vom Fenster. Und dann habe ich den das erste Mal wirklich wieder wahrgenommen, als er seinen Tiefpunkt hatte, nämlich als er rotzvoll mit dem Hamburger bei sich im Schlafzimmer liegt und seine Tochter, glaube ich, oder ja. Und seitdem muss man ja ehrlich sagen, ging es eigentlich zumindest in Deutschland irgendwie, hat ihm hier nicht geschadet. Ich glaube, die meisten können sich daran gar nicht mehr dran erinnern. Wir hatten Harald Juhnke, ja, also komm. Ja, das ist aber. Und wir haben ein Idol, ja, Harald Juhnke. Ja, keine Termine und leicht einen Sitzen, mein Traum vom Glück. Aber das bringt mir das, wo ich gerade eben noch sagen wollte, weil du gesagt hast, so, da sind sich dann die Schauspieler auch zu fein für. Wir haben, und das ist jetzt zwar so Old White Man Gequatsche, aber jetzt mal ohne Witz. Nimm mir doch mal bitte einen klassischen deutschen Entertainer. Also der noch aktiv ist und lebt. Peter Kraus zum Beispiel. Der lebt noch. Der ist immer noch aktiv mit seinen 80 Jahren. Ich habe vorgestern erst einen Bericht über ihn gelesen. Ja? Ja. Aber der macht Peter Alexander, lebt der nicht auch noch? Nee, Peter Alexander ist lange tot. Echt? Ja. Ja, sicher. Dann verwechsel ich den gerade mit Peter Kraus. Gottschalk, ja. Aber Gottschalk ist... Aber der singt ja nicht. Gottschalk ist Moderator. Es ist kein Entertainer. Und wenn Gottschalk singt, wird es wirklich immer peinlich. Jürgen von der Lippe, ja, aber der moderiert dann wieder zu wenig Shows. So einer wie, weißt du, der Schauspieler, der Samstagabend kann, der singt. Mein Idol war früher Kuhlenkampf. Ich mochte, einer wird gewinnen und hat sich auch einen Kuhlenkampf. Das habe ich mit meiner Oma auf der Couch immer gut. Ich habe es geliebt. Und wenn du dir mal auf YouTube Fragen anschaust, von einer wird gewinnen, das ist richtig heftig. Steht gerade im Chat hier Harald Schmidt, auch so lustig. Habe ich letztens ein Video gesehen, könnt ihr mal suchen bei YouTube. 50. Geburtstag von Thomas Gottschalk. Anwesend sind Günther Jauch
und Harald Schmidt. Ja. Günther Jauch ist 43 in der Aufnahme und Harald Schmidt ist 10 Jahre älter, würde ich sagen. 42. Harald Schmidt ist 8 Jahre jünger als Thomas Gottschalk und der Jauch ist 7 Jahre jünger. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass Schmidt. Wenn du die drei da siehst, denkst du, der Jauch ist 35, der, ja. der Gottschalk irgendwie 42 und der Schmidt 55. Nee, ich war völlig platt. Ich musste es dreimal nachgucken. Harald Schmidt ist mit Abstand mit 8 Jahren jünger als Thomas Gottschalk. Ja. Didi Hallervorden steht im Chat. Ja, Didi Halle, ja, schon. Jetzt singt er auf seine alten Tage, aber es ist halt auch so. Ich bin kein Didi Hallervorden-Fan, nie gewesen. Es geht. Also ja. Zwei, drei Ausnahmen. Rache der Enterbten ist großartig. Doch, Didi und die Rache der Enterbten ist großartig. Doch, wirklich. Der ist wirklich gut. Otto Walkes, aber Otto Walkes ist ja auch kein Moderator. Und vor allem bei Otto ist für mich immer das Problem, ne? Also ich mag Otto hat Otto. Seit 30 Jahren die gleichen Gags. Und Otto ist immer Otto. Sogar ja. Als Catwiesel ist es Cat Walkes. Ja. Ne, also der Catwiesel-Film war Harpe überraschend. Harpe Kerkeling ist in Multiplayer. Harpe Kerkeling, absolut richtig. Ich liebe Harpe Kerkeling. Ja. Gibt es irgendjemanden, der Harpe Kerkeling doof findet? Bitte jetzt outen. Ist völlig okay. Es ist völlig in Ordnung. Wir zeigen nur mit dem Finger auf dich genau. Und lästern. Mehr nicht. Aber gibt es irgendjemanden? Wo ist das Rechtsklick-Ban? Ja, weil nämlich Harpe Kerkeling nämlich auch legendäre Sachen. Hurz wird natürlich sofort geschrieben. Wobei mein Lieblingssketch von Harpe Kerkeling ist einer, der so, klar, der Klassiker, lecker Mittagessen und so weiter, ne? Aber mein Lieblingssketch ist eigentlich der, wo er iranischer Schachweltmeister ist und der Schachabteilung des FC Bayern 5 Partien gleichzeitig spielt. Er hat so einen Knopf im Ohr mit der irgendwie der deutschen Meisterin oder Europameisterin im Schach. Ja. Hat einen Knopf im Ohr und spielt halt dann gegen dann diesen ersten Bundesliga. Die sind also nicht schlecht. Ne? Ja. So. Und er spielt halt 5 Partien gleichzeitig und mischt die halt A auf. Ja. Aber statt er das natürlich dann irgendwie so ein bisschen mit Understatement macht, rotzt er das halt raus. Er hat auch so richtig so, er hat dann so eine weiße Strickmütze auf, so ein Schnauzbart, so einen dunklen Dreitagebart, so ein Strickpolunder, ja, so eine graue, also wie halt so ein arabischer Großvater aussieht, wenn er hier so ein bisschen vor der Shisha-Bar hockt, ne? So, und dann spielt er halt dann da eben, wird dann so oh vorgestellt. Oh Gott, ist der heftig. Boah. Ja, Prost, Miljo. Prost. Heilige Scheiße. Boah, willst du einen Schluck kosten? Der ist wirklich. Ich finde das ekelhaft. Und dann spielt er halt diese 5 Partien gleichzeitig. Ich bin ja absolut einiges gewohnt, aber der brennt. Der brennt. Eieieiei. Bah, Chateau de la Domestos. Oh, um zu zitieren. Auf jeden Fall spielt er diese 5 Partien gleichzeitig. Wenn ich endlich mal weiter erzählen will. Ja, ich muss über diesen Absinth. Ich habe Absinth in der Hand, da es hat Priorität. Ja. er spielt halt diese 5 Partien gleichzeitig und entnervt die natürlich alle, weil er den einen macht, glaube ich, so wirklich ratzefatzen. Dann den einen fragt er die ganze Zeit, ob er Schwede ist. Das ist so, immer kommt immer zum Tisch, der läuft halt dann von Tisch zu Tisch und macht halt seinen Zug. Sind Sie Schwede? Nein. Nein. Spielen wir ein Schwede. Oder so, was? Kennen Sie schwedische Eröffnung? Nein, sollte sie spielen. Das ist so sensationell, ja. Also ganz, ganz, ganz großartig. Kennst du den Sketch, wo der Trainer von dieser österreichischen ja, auch Fußballmannschaft ist? Ja, auch sensationell. Und du siehst diesen Reporter, dem immer mehr so und denkst, der bringt den gleich um. Der bringt den gleich um. Und wie hat die Spieler die Spieler drehen ja auch mit diesen Dingern da durch die Gegend tanzen lassen. Also es war brillant. So herrlich. Genial. So genial. Herrlich, herrlich. Und ich habe... Und vor allem für mich... Immer noch eine oder die beste deutsche Mediensatire, kein Pardon. Ich weiß. Kein Pardon ist so genial. Und Fun Fact: Ein paar von euch dürften das vielleicht schon wissen, du definitiv noch nicht. Ich kann ja heute alles wieder erzählen. Ich habe das Original-Hasenkostüm getragen, in dem Harpe Kerkeling in diesem Film durch die Gegend gehüppelt ist. Fantastisch! Und das. Aber mein Kopf hat nicht reingepasst, weil das. Ich bin deutlich größer als Harpe Kerkeling. Stierst du mich aber trotzdem immer wieder so an hier, ja? Aber ich hab ihn so draufgestimmt. Ich bin damit über den Parkplatz gehoppelt. Meine Kein-Pardon-Geschichte ist folgende. Habe ich nämlich auch eine. Ich habe nämlich 2 Jahre lang mit einem Tänzer zusammen gewohnt, der in Kein-Pardon getanzt hat. Ah, schöne gut. Grüße an Tom. Ja. Wir hatten 2 Jahre lang eine wunderbar lustige WG. Er kommt aus Belgien. Was ist sehr lustig. Wir haben
sehr viel. Das Musical war cool. Ich war ja noch nie so oft in einem Musical wie da, weil er halt dauernd Freikarten hat, ja, und so weiter. Der Pressechef von der Firma ist ein guter Freund von mir, mit dem ich studiert habe. Ich habe die erste Folge, die erste Show gesehen, die letzte und nochmal 3-4 dazwischen. Es war großartig. Vor allem natürlich, Dicky war natürlich sensationell. Ich hätte es gerne mit Dirk Bach gesehen, leider nicht. Ganz ehrlich, es war mir vergönnt, es zweimal mit Dirk Bach zu sehen. Ich durfte ihn auch dann kennenlernen, er war auch dann abends mal bei uns und war ein toller Mensch, also sensationell. Dann kommt dann diese kleine, dicke Person bei uns dann in die Wohnung rein, hatte so einen Super Mario Hoodie an, der in Himmelblau mit so Super Mario World drauf. Und hatte ich so überlegt, ja gut, komm, es war so nach der Vorstellung und das Ensemble war noch ein bisschen bei uns, weil wir hatten eine große Wohnung relativ in der Nähe vom Theater. Und wir hatten dann viel belgisches Bier und Käse besorgt. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, Dirk Bach lebt in einer WG mit Hugo Egonbalda, Hella von Sinnen und ich glaube, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, Pastewka oder irgendeiner so, weiß ich nicht, das war auf jeden Fall so eine WG, ja, also sensationell. Und ich hatte noch überlegt, ich habe natürlich noch hier das Hörbuch. Captain Blaubeer von ihm vorgelesen und die ganzen Mörs-Sachen und so, und fragst du nach und ich habe nicht mal eine Sekunde mehr dran gedacht, irgendwie nach dem Autogramm zu fragen, weil es völlig unpassend gewesen wäre, ja, und weil es so ein normales Ding einfach war. Und dann hat er am Ende, ist dann rausgelaufen und ich hatte noch so zwei Master, oder hab immer noch so zwei Master-Replika Lichtschwerter, ja. Hm. Und dann, darf ich das mal anfassen? Ich sage, ja klar. Und das Foto habe ich heute noch, ja, wo er so mit dem Lichtschwert dasteht, und wirklich happy ist. Ja. Das war die Dirk Bach-Episode. Auf jeden Fall, Dirk Bach als Heinz Wäscher, großartig. Sie mussten ihn irgendwann einbremsen, weil seine Improvisation, er hat das immer improvisiert, ja, die war irgendwann eine halbe Stunde lang, aber dass die Menschen lagen auf dem Boden verlachen. Wir haben Tränen gelacht. Es war sensationell. Hat dann später Roberto Blanco gemacht, war auch okay. Und dann hat es Thomas Hermanns gemacht, war ein Ticken besser als Roberto Blanco, weil er mehr das Verständnis für die Rolle hatte. Ja. Interessant war aber bei diesem Musical, wie viel sich doch bei so einem Musical verändert, wenn das mal so 2 Jahre läuft. Also du hast so deine 4, 5 Hauptnummern, okay, die sind dann auch meistens die auf dem Soundtrack dann drauf sind. Und dann gibt es vielleicht nochmal 5 andere Lieder. Mhm. So, davon fliegen auch mal 2 raus, dann kommen mal 2 rein, dann mal hier und dann mal da. Also du hast de facto eigentlich, ich war dann 5 oder 6 Mal drin, ich habe nie das exakt gleiche Stück gesehen. Mhm. Nie das war mir nicht bewusst. Ich dachte gerade, diese Musicals sind so ist es. Ich glaube, das war auch eine Ausnahme. Ich glaube, das war auch eine Ausnahme dadurch, dass man halt Leute dabei hatte, die auch so viel... Nein, es waren auch ganze Szenen, die dann rausflogen. Ne? Hm. Zum Beispiel die Hardy Lopmann-Szene war am Anfang drin, ist dann rausgeflogen. War so dann wie Hardy Lopmann ja auch. Ja. Ja, die war dann nicht mehr drin. Dafür wurden andere Sachen verlängert. Es kamen andere Songs wurden gekürzt und so weiter. Das war schon ein lebendes Konstrukt. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Musicals so ist, aber es war interessant. Ja. Ist das im Theater auch so? Oder ist meine Inszenierung fertig? Oder merke ich irgendwann so, funktioniert doch nicht. Das hängt davon ab, wie die Regie drauf ist und wie das Haus irgendwie, wenn das Haus dann irgendwie sagt, das funktioniert leider nicht und Zuschauer bleiben aus, wir verändern mal ein bisschen was. Normalerweise ist es, wie es ist und so bleibt es. Mhm. Ich persönlich bin bei meinen Sachen immer sehr offen. Ich sage meinen Schauspielern immer eine Weiterentwicklung endet nie. Heute ist nur leider Premiere. Ich darf nicht mehr weiterarbeiten, ihr schon. Also wenn ich irgendwie in einem halben Jahr komme und gucke mir das mal wieder an, dann wäre ich echt enttäuscht, wenn das noch genauso ist wie jetzt, weil ich bin mir sicher, dass nicht alles, was ich hier gemacht habe, funktioniert. Ist also das so ein bisschen wie Stille Post? Ja, so ein bisschen. Also ich sage mal so, bitte findet heraus, was von den Gags und so weiter, die ich mir ausgedacht habe, funktioniert. Das könnt ihr beibehalten und was nicht funktioniert, werft da weg. Wenn Leute partout auf Sachen nicht reagieren, die wir hier gemeinsam lustig gefunden haben, dann finden auch nur wir die lustig, dann sollten die weg. Ja. So, und dann probiert einfach rum, bis ihr was anderes findet. Oder ist auch manchmal gut, wenn es einfach keinen Gag gibt. Mhm. Ist ja auch okay. Ne? Pausen zwischen den Lachern. Und ich will immer, dass das lebt und sich weiterentwickelt. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich kenne es nicht so, dass man wirklich komplette Szenen rausstreicht oder so. Das habe ich sehr. Ich habe es einmal als Regieassistent noch bei einem Stück miterlebt, wo wir dann wirklich im Nachhinein noch massiv in das Stück eingegriffen haben und wirklich ganze Szenen rausgestrichen haben, weil die Originalversion dauerte 4,5 Stunden. Okay. Und es kam niemand bei einem eigentlich garantierten Publikumsgarant. Aber das weiß ich doch erst, wenn ich drin war, dass es scheiße ist. Ne, es ist tatsächlich für viele, für Otto-Normalverbraucher ist es abschreckend, wenn ein Stück so lange dauert. Ah, okay.
musst ja auch bedenken, ne, wenn du mittwochs, du sollst mittwochs ins Theater gehen um 19.30 Uhr, dauert das Stück 4,5 Stunden und am nächsten Tag musst du um 6 auf Arbeit. Mhm. Ja, sagst du da auch so, ich tausche mein Abo gegen ein anderes Stück. Mhm. Und so war es da. Die Leute riefen an, um das Abo zu tauschen und da haben wir noch massiv eingegriffen. Gegen den Willen des Regisseurs, das ist mein Lehrmeister gewesen, bei dem ich ganz viel gelernt habe, der war auf Jahre hinaus genatzig, dass wir da Sachen verändert haben. Aber nicht zu ändern. Inwiefern greife ich denn, also ich habe jetzt gerade eine Diskussion mitgekriegt bei Warten auf Godot, wo ja Beckett gesagt hat, darf nur von Männern gespielt werden. Genau, und jetzt ist der Shitstorm wieder da an irgendeiner Bühne. Ja, weil in Holland, ja. In Holland, in genau. Holland. Also Holland, pass auf, ich weiß nicht, wie involviert du bist. All I know. Ich habe just vorgestern darüber gesprochen mit den Kollegen. Also ich kenne das Stück, ich habe das irgendwann mal auch im Theaterabo mal gesehen. Ja, genau. Also was ich jetzt mache, gefährliches Halbwissen, weil ich es auch nur erzählt gekriegt habe, ich habe es sonst nicht mitverfolgt. Also was da wohl passiert ist, ist... dass es gab eine Förderung, ein Stipendium, eine Kulturförderung, Warten auf Godot zu machen, für einen Verein, der sich für Diversität einsetzt und diverse Besetzung und so weiter. Und dann haben die es gemacht und haben sich entschieden, wir machen Warten auf Godot. Was halt jetzt eine dumme Wahl ist. Richtig, und das ist, und da Beckett verfügt hat, dass Warten auf Godot nur von Männern gespielt werden darf, sonst von niemandem, ist das halt mit einer diversen Besetzung schwierig. Wirklich schwierig und deswegen dürfen die das gerade nicht machen. Reicht auch eine männlich gelesene Person? Ich habe direkt die Frage gestellt, die konnte mir der Gesprächspartner aber auch nicht beantworten. Was ist denn mit Transpersonen? Ja. Ne? Was ist denn da? Ist das dann okay? Haben die sich das Stück ausgesucht, weil es diesen Terz ist, oder haben sie da einfach nicht dran gedacht? Ich glaube, die haben einfach nicht dran gedacht. Vielleicht. Okay. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das auch erst jetzt erfahren. War mir bis jetzt auch völlig neu, weil meine Reaktion war sofort, dann machst du halt Warten auf Godot mit Frauen, ist doch kein Problem. Darfst du nicht. Das ist ja, weiß nicht, wer das weiß, aber Urheberrecht ist so geregelt, dass bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, nach dem Tod des Schöpfers, muss das Werk so umgesetzt werden, wie diese Person es verlangt hat. Veranlagt hat. Also wenn es keine Verlangen, wenn es nichts gab, dann kannst du es verändern. Das ist ja immer auch die große Disney-Debatte und die große Brecht-Debatte. Brechts Urheberrecht endet nächstes Jahr. Dann ist Brecht 70 Moment. Jahre tot und Brecht ist freiwillig. Das wird sehr spannend. Moment, das wusste ich nicht. Das heißt also, es gibt auch ein Urheberrecht auf Inszenierungen? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich hab auf alle meine Theaterstücke habe ich das Urheberrecht. Ich habe das Nutzungsrecht abgetreten an die Theater. Okay. Und zwar das unbedingte Nutzungsrecht. Das heißt also, wenn es vom Wagner was gibt, dass halt Siegfried immer einen Flügelhelm tragen muss. Gut, der ist jetzt schon länger als 75 Jahre tot, aber sagen wir mal, dieses Recht würde. Wenn die Katharina Wagner macht ein Stück. Genau, so, ja, so. Das heißt, dann muss ich als Regisseur dem Siegfried einen Flügelhelm aufsetzen. Ich kann nicht anders. Ist ja zum Beispiel Rocky Horror Picture Show. Ja. Liebe ich abgöttisch. Ja. Wäre eigentlich ein Traum, das als Regisseur selber mal zu machen. Aber das darfst du nicht mit Space-Nazis machen. Es wäre ein Albtraum, weil du hast nur Vorgaben. Du musst es so und so und so. Du hast eigentlich, deswegen ist Rocky Horror Show immer sehr, sehr gleich. Ja, ich hätte jetzt halt bei der Rocky Horror Show gesagt, das macht keiner anders, weil die Leute das so sehen wollen. Ist wahrscheinlich auch in dem Fall gut so. Ne? Ja, also manchmal gibt es Sachen, die sind... Ne, die aber du, das hast dich ja, du hast dich ja auch so ein bisschen dran... Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Da hatten wir es in dem Podcast, als wir eingeladen waren im... ganz kurz, Mr. Stocky. Ja, ich habe nur an meiner Inszenierung das Recht. Ja. Nicht an dem Text an sich oder so, sondern wirklich nur an meiner Inszenierung habe ich das Recht. Also ich kann zum Beispiel, ist auch schon öfters vorgekommen, dass dann irgendwie Theater sich mit den Regisseuren gestritten haben und der Regisseur dann gesagt hat, dann ziehe ich meinen Namen von zurück. Oder was auch vorkommen kann, ich könnte einem Theater verbieten, meine Inszenierung weiterzumachen, wenn sie verändern wollen, wenn sie sie umbesetzen wollen oder wollen was streichen, dann könnte ich sagen, nö, dann dürfte es nicht mehr zeigen. Das wäre karrieretechnisch Selbstmord, wäre total unclever. Man kommt sich da immer irgendwie entgegen, aber das ist etwas, wo man Kompromisse eingehen muss. Das Theater hat das unbedingte Nutzungsrecht. Das heißt, die können das zeitlich völlig frei verfügt nutzen, wie sie wollen, ohne dass ich da irgendwas gegen machen kann. Mhm. Die dürfen auch bestimmen, wann es abgespielt ist und wann sie es nicht mehr nutzen. Aber die Inszenierung, wie es gemacht wurde, gehört mir. Meine Omel aus dem Eis-Inszenierung, die gehört mir. Deswegen könnte ich zum Beispiel auch, ich habe einen sehr, sehr bestimmten Stil an vielen Punkten und ich habe auch ein paar Sachen gemacht, wo ich hundertprozentig weiß, die sind noch nie weltweit so gemacht worden.
wenn die irgendwann mal nachgemacht werden wollen. Ne? Zu einem Queen-Song habe ich mal was gemacht, wo auch die Presse hinterher schrieb, ein Geniestreich und so weiter und so fort. Da wüsste ich einfach, wenn das mal irgendjemand nachmacht, dann könnte ich denjenigen verklagen, weil er offensichtlich meine Idee klaut. Selbst wenn er es nicht gemacht hat, war er der Erste. Ich habe das Urheberrecht, auch wenn es ein Queen-Song ist, habe ich aber zu diesem Queen-Song etwas inszeniert und etwas spielen lassen, was noch niemand gekommen ist. Und die Gesamtinszenierung gehört also quasi da mir. Ach, guck an, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay. Das heißt, und darauf wollte ich nämlich hinaus, wir waren vor einem halben Jahr oder so, waren wir eingeladen, haben über Herr der Ringe und also Rings of Power und House of the Dragon bei Glotz und Gloria, dem 1 Live Podcast, gesprochen. Und Cosmo. Und da hatten wir auch, war dann immer in der endgültigen Aufgabe nicht, weil wir da ein bisschen abgeschweift sind. Hier können wir ja abschweifen ohne Ende. Ja. Da sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen und deswegen war das in der ursprünglichen Aufnahme nicht mehr drin. Aber da hatten wir nämlich auch ein bisschen so das Thema, dass es ja im Theater, ja, jetzt nehmen wir natürlich die Stücke, bei denen halt das Urheberrecht so ausgelaufen ist, ja, dass es da natürlich durchaus üblich ist. Du gehst zwar in AIDA, Götterdämmerung, whatever, La Traviata, egal, aber als Theaterzuschauer, okay, sagen wir es mal so, ich habe meine Vorlieben, ich persönlich mag halt so eine klassische Inszenierung, der Siegfried muss gefälligst eine Ritterrüstung haben, mag ich halt lieber, ja, aber ich weiß, wenn ich da reingehe, kann es halt auch sein, dass der Siegfried halt jetzt Nazi ist. Die klassische Werktreue Diskussion. Genau, so. Das wird im Theater ja durchaus akzeptiert. Du gehst da rein, natürlich kann man dann sagen, die Inszenierung war jetzt scheiße, warum muss da schon wieder einer mit dem Kruzifix masturbieren? So oder so irgendwas. Okay, Haken dran, aber du akzeptierst es irgendwo. Wohingegen du jetzt halt eben nicht sagen kannst, hier, ich nehme Star Wars oder Herr der Ringe oder Harry Potter und verleg das halt mal eben in die Nazi-Zeit, in Weltraum oder sonst irgendwas. Außer ich spiele halt die klassische Heldenreise nach und dann habe ich natürlich das grundlegende Trunks. Weiß ich nicht. Was suche ich überhaupt? Jetzt weiß ich nicht. Es gibt hier gar nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Nein. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, anscheinend. Ich habe eine Ausgabe hier. So. Und zwar, für mich... Ich habe ein Buch und ich werde es benutzen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nein. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, bei vielen Theatern, aber du hast keine Chance, weil Disney die Hand drauf hat. William Shakespeare Star Wars. Okay. Ja. Gibt es auch auf Deutsch. Das ist jetzt die englische Version. Zu Hause habe ich auch auf Deutsch. Und das ist wirklich Star Wars in Shakespeare-Versmaß geschrieben. Es ist brillant. Ne? Hier, C-3PO. Now is the summer of our happiness, made winter by the sudden fierce attack. Our ship is under siege, I know not how. Oh, hast thou heard? The main reactor fails. We shall most surely be destroyed by this. I warrant madness lies herein. Und so geht das ganze Ding. Es ist brillant. Es ist absolut brillant. Und dass es das noch nicht auf die Bühne geschafft hat, ist einfach Disney. Vielleicht, wenn George Lucas noch das hätte. George Lucas war immer ein bisschen freier, hat immer gesagt, fragt mich einfach. Dann konntest du ganz viel machen. Dann hätte man das vielleicht machen dürfen. Unter Disney wird es das nie auf die Bühne schaffen. Leider ist es schon eine Leistung, dass es das Buch aber überhaupt geschafft hat. Es gibt alle drei Teile. Sensationell. Aber weißt du, was es auf die Bühne geschafft hat? Zumindest auf YouTube. Es gibt, nennt man das Kabuki-Theater? Kabuki-Theater? Ja. Und es gibt eine Kabuki-Version von Star Wars. Die ist aber noch vor Disney entstanden. Richtig, ja. Genau. Ja. Die ist noch vor Disney entstanden, das ist richtig, ja. Aber das, lieben. Ich weiß, aber das läuft ja dann eher unter, Gag. Sag ich jetzt mal so. Es ist ja nicht so, dass es reihenweise Star Wars-Inszenierungen auf der Bühne gibt, die alle im Prinzip sich die Freiheit nehmen, irgendwas anderes zu machen. Ja. So. Wie sind wir drauf gekommen? Weil wir natürlich darüber gesprochen haben, Rings of Power etc., wie weit kann sich überhaupt jemand die Freiheit nehmen, von den ikonischen Jackson-Filmen überhaupt abzuweichen? Ja, weil das halt nun mal ist, was die meisten Leute im Mainstream-Publikum dazu gebracht hat. Also inwieweit kann ich denen erwartungstechnisch in den Arsch treten und sagen, Ella Badge, ich mache das jetzt halt anders. Den Implikationen aufs Lore und Hardcore und so weiter. Und das Gleiche natürlich auch halt bei Star Trek oder bei Star Wars eben auch. Kann ich einen Film machen, bei dem Star Wars draufsteht, der aber komplett anders ist? Oder Star Trek?
Ja. Nee, du hattest jetzt in gewisser Weise Andor mal etwas, wo Star Wars drauf stand, was aber echt komplett anders war als. Ja, aber kann ich praktisch die gleiche Story hier nehmen und die halt jetzt praktisch in Strumpfhosen rumrennen lassen und trotzdem noch Star Wars draufbappen? Was ich im Theater ja könnte. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja Siegfried machen und kann den in die Zukunft legen. Ich kann den nackig rumlaufen Absolut. Lassen, etc. pp. Die Oma geht rein und sagt, ich habe das Siegfried gesehen und es war so schön. Ja. Das kannst du mit einem Film nicht machen. Ich habe meine geht ja schon bei Star und geht ja schon bei James Bond los. Ja. Also, ja. Nee, ich bin zum Beispiel auch wahrscheinlich, weil ich vom Theater komme, finde ich immer diese ganzen... Nacht, Bunny World. Ciao und weiter gute Besserung. Weil ich vom Theater komme, bin ich immer relativ irritiert darüber, dass beim Film immer diese Riesendiskussion ist, jetzt zum Beispiel auch Indiana Jones, ja. Mit das darf nur, wie heißt der, Harrison Ford spielen, das darf nur Harrison Ford spielen, immer sagen, ist doch Blödsinn, ne? Weil ich bin's halt gewohnt, ne? Hamlet, von wie vielen verschiedenen Leuten wurde der brillant verkörpert, warum soll nicht auch Indiana Jones von jemand anderem brillant verkörpert werden? Ne, also ich persönlich hätte da wenig Probleme mit. Wir sind halt im Moment in einer Zeit, weißt du, es gibt ja Charakter, James Bond haben wir gerade gesagt, da ist das so etabliert. Mhm. Trotzdem muss ich dir ganz ehrlich sagen, hätte ich ein Problem jetzt mit einem farbigen James Bond und mit einer Frau als James Bond. Mit einer Frau, so, wenn ich auch, dann sollen sie einfach so einen anderen Film machen. Umgekehrt. Farbiger würde mich nicht stören. Ja, ich brauche aber auch keinen weißen Chef, um mal die Konsequenz zu machen. Hm. Ja. Why? Ich brauche keinen weißen Chef. Und Bond hat gewisse Tropes, die leben davon, dass er halt der britische Gentleman ist. Das kann natürlich auch ein farbiger sein, ist schon klar, aber ganz ehrlich, dann muss es auch einen weißen Chef geben oder dann müsste es kein Problem mit dem weißen Chef geben, fände ich genauso dumm. Mhm. Weil ein Chef lebt davon, dass er in Harlem ist und so weiter, dann müsste ich den da rausnehmen, müsste ihn irgendwie nach in die Hillbilly-Stadt, dann ist er aber nicht mehr Chef. Weißt du? Dann nehme ich ihm ja Dinge, die da fehlen. Ist eine Argumentationsweise, die kann ich nachvollziehen, muss ich tatsächlich aber ein bisschen länger drüber nachdenken. Klar, also das ist so im Grunde genommen meins. Ich weiß, dass man das auch anders sehen kann und so weiter, aber das ist so just me und so. Das hat auch nichts deswegen bin ich egal. So, und dann hast du aber das da ist ein Charakter, da ist das so ein bisschen etabliert, ein Haken dran. Wir sind aber jetzt in einem Zeitalter des Kanons. Und in einem Zeitalter, alles ist connected. Und jetzt versuchen sie natürlich, gerade bei James Bond, lose Geschichten irgendwie krampfhaft ineinander. Das heißt, die Theorien unter den Fans ziehen ja ins Kraut. Ist es ja doch nur ein Codename? Oh, dann könnte es ja doch ein bla 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 bla. Das natürlich völliger Quatsch ist, weil es natürlich nie so gedacht war. Auch viele alte Star Trek Folgen waren ja nie groß. Natürlich gab es einen großen, mal das eine oder andere, aber sie widersprechen sich ja innerhalb TOS von 5-mal selber. So, natürlich machen wir in unserem Podcast bei den Trek Nerds natürlich auch manchmal das Lore-Fass auf. Mhm. Klar. Weil es aber halt dann auch Dinge sind, die dann auch elementar gegen die Funktionsweise eines Universums verstoßen. Mhm. Und das ist dann für mich ein Problem. Mhm. Ja, wenn ich nämlich anfange, etablierte Dinge, die ich in einem Universum ja brauche, damit ich mich darin zurechtfinde, plötzlich zu negieren, ad absurdum zu führen oder sonst irgendwas zu machen, dann finde ich diesem Franchise ja ein Teil seines, das, was es ausmacht. Mhm. So. Und damit habe ich dann ein Problem. Ja. Lustigerweise hatten wir das auch just am Mittwoch in der Con-Show beim Thema Harry Potter mit dem Cursed Child. Ich bin ja kein Potterhead. Ich habe diese Bildungslücke mal nachgeholt, jetzt Ende letzten Jahres, habe mir tatsächlich die Filme mal angeguckt. Ansonsten habe ich mit Harry Potter nichts zu tun. Ja. Und fand das da ganz interessant, dass auch unsere Potterheads da sagten, Cursed Child bricht die Regeln, die Harry Potter eigentlich, also die dieses Universum hat, bricht die Regeln und deswegen ist es schwierig. Und da gehört das ja genau in diese Linie. Ja, aber das ist halt jetzt genau das, was man halt dann auch wieder, jetzt richtet sich unser Podcast ja schon eher an die Hardcore-Fans, sag ich mal, oder an diejenigen, die drin sind. Und es gibt ja auch verschiedene Meinungen. Wir sind dann das eine Ende des Meinungsspektrums und es gibt auch andere Podcasts, die sind am anderen Ende. Boah, ich bin richtig heiß durch den Scheiß, ey. Blühe hier vor mich hin. Ich bin auch schon ein bisschen rot, oder? Boah. Aber wo du es jetzt gerade sagst, ich bin auch kein Potterhead. Ich habe einmal die Hörbücher einmal durchgehört, habe die Filme jeweils vielleicht zweimal gesehen und war auch in London, weil wir da waren, in dem Cursed Child-Ding. So. Ich könnte dir jetzt überhaupt nicht sagen, an welcher Stelle jetzt der Lore so gebrochen wurde. Das Thema Zeitreisen ist wohl irgendwie etwas, was nicht übereinstimmt mit dem, was im dritten Teil oder so irgendwie als essentiell für Zeitreisen. Okay. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es natürlich dann auch Dinge gibt, über die wir uns tierisch abledern und sagen, Untergang des Abendlandes, ja, die halt ein normaler, nicht, der das einfach nur casual guckt,
gar nicht wahrnimmt und weißt dann du, unter Umständen auch überhaupt nicht dran stört. Ja? Weißt du, wann ich mich das erste Mal, wann ich so genau so einen Punkt das erste Mal wahrgenommen habe und mich selber gefragt habe, was soll denn das jetzt? Da muss ich mich natürlich auch selber hinterfragen an manchen Sachen. Ne? Das, okay, war, ja. Das war tatsächlich Star Wars, ja? Episode 2, mhm. Als Boba Fett auf, der Vater von der Boba Django, Fett, ja. Auf, Django und Boba Fett tauchte auf. Mhm. Und ich dachte, hä? Ich habe doch da das Buch gelesen, diese Kopfgeldjäger-Geschichten, mhm. wo auch von Boba Fett erzählt wird, wie er aus dem Rancor rauskommt und was sein Hintergrund ist, ne, Jester Mareel, wie er eigentlich mhm. heißt und wie er an die Rüstung gekommen ist und bla bla bla. Und ich war völlig irritiert, dass das so, so das Buch war irgendwie von 97 oder 98 ja, oder ja. so. Und dann, als sie angefangen haben oder als Lucas angefangen hat, Episode 2 zu schreiben, also er hat dann irgendwie schon... 2 Jahre oder so, wahrscheinlich sogar 1 Jahr, nachdem er dieses Buch genehmigt hat, hat er eigentlich diese gesamte Geschichte schon wieder genommen und gesagt, das ist unwichtig, ich mach's jetzt anders. Das hat mich damals sehr, sehr irritiert. Sehr irritiert. Das hat mich so lange irritiert, tatsächlich. Ja. Das hat mich, beziehungsweise habe ich nie vergessen, so dass ich letztes Jahr, als wir die Boba Fett-Besprechung hatten, mhm. hier, da habe ich das auch wieder angebracht und habe auch nochmal ein Buch rausgesucht, mir die ganze Geschichte nochmal durchgelesen. Dark Horse Comics ist sogar die Geschichte von Boba Fett, wie er von Sarlacc ausgespuckt wird, nochmal eine andere. Und das ist schon irritierend, oder? Ja. Das ist schon irritierend. Ich meine, gut, jetzt haben sie es bei Star Wars natürlich, seit Disney haben sie es ja mit den Legends und dem Kanon und so, haben sie es ja irgendwie, und bei DC gehen sie ja jetzt auch irgendwie den Weg mit, DC alles verknüpft und dann gibt's die, Gott, wie nennt James Gunn und sein Kollege das jetzt, ja, DC Elsewhere oder irgendwie sowas. DCU, es wird jetzt offiziell... Ja, aber es gibt Stories wie zum Beispiel die Joker und Joker 2 ist dann DC Elsewhere, glaube ich. Ach so, okay. Werden dann diese Extra-Geschichten okay, genannt. Okay, da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Ja. Aber das ist halt, ich sag mal so, das ist ja auf der einen Seite ganz nett und natürlich habe ich das auch immer so ein bisschen abgefeiert und natürlich freut man sich bei einem Marvel-Film am Ende auf die Endkönig-Szene. Ich warte seit 20 Jahren auf Galactus. Ja, kommt nicht. Ja, aber... du stößt natürlich dann auch irgendwann an seine Grenzen. Mhm. Und der Punkt ist halt, dass es aber, dass man sich so ein bisschen selber ein Ei gelegt hat. Mhm. Dadurch, dass man sich so wichtig nimmt und sich so ernst nimmt in diesem Tun, ja, macht man natürlich auch legt man auch eine gewisse Schwere auf diese Konnektivität. Mhm. Und wenn die dann halt nicht passt, wo du dir natürlich denkst, okay, pass mal auf, ich mach das nicht beruflich, ich guck das 1-2 Mal und dann sehe ich das und denke mir so, Moment mal, das habt ihr doch im letzten Film noch genau anders erzählt. Mhm. Und ich mir halt auf der anderen Seite, ich mach das jetzt mal so auch beruflich, dass ich denke so, ja, da sind Leute, die kriegen Hunderttausende von Dollar dafür, dass sie eine Geschichte schreiben, ja. Ja. Das packt mich zum Beispiel auch bei den Craig Bonds so ab. Das waren immer die 2 gleichen Dudes, die Story geschrieben haben, von Casino Royale bis No Time to Die. Okay. Immer die 2 gleichen Typen kommen jetzt gerade den Namen. Und es passt hinten und vorne nicht zusammen. Es passt hinten und vorne nicht zusammen. Und das fuckt mich halt ab, weil ich denke so, ey, jetzt sind immer die 2 gleichen Typen. Aber so, ich bin kein Bond-Mensch, nie gewesen. Ich habe 2 der Craig Bonds gesehen. Den ersten fand ich gut. Und dann habe ich den mit Dave Bautista gesehen. Als Wrestling-Fan musste ich mir natürlich angucken, was macht der Ex-Wrestler da. Spectre, den fand ich furchtbar. Ja. Ganz, ganz schlecht, aber die hängen ja zusammen, ne? Die sollen zusammenhängen. Ja, sie hängen zusammen. Also im Grunde genommen, du hast Casino Royale und Quantum Trost geht direkt nach Casino Royale weiter. Ja. So. Dann wird aber in Casino Royale so ein bisschen halt Spectre angeteased, da hatten sie aber noch nicht die Rechte für, deswegen mussten sie das dann Quantum nennen. Mhm. Dann machen sie in Quantum of Solace halt so irgendwie. Quantum weiter. Ist der mit Javier Bardem, ne? Nee, das ist der, wo es um diesen komischen Plot geht, um den Mr. Green, der irgendwie das Wasser hortet und bla. Okay. Ganz komische Geschichte. Der bringt dich aber story-wise im Grunde genommen nur die ersten 5 und die letzten 5 Minuten weiter. Und das, was dazwischen ist, hat mit Casino Royale dann gar nichts mehr zu tun, nur ganz, ganz, ganz entfernt. Mhm. Dann kommt Skyfall, glaube ich. Bin ich gerade recht in der Sinne? Genau, dann kommt, glaube ich, Skyfall. Der ist dann zwar der klassische Bond, der hat aber dann mit den anderen beiden wieder gar nichts zu tun. Das heißt, der macht so das klassische Bond-Adventure einmal um die Welt und so, hat aber dann gar nichts mit zu tun. Dann kommt der Spectre, der krampft dann diesen Skyfall wieder dann da rein. Mhm.
weil man dann gemerkt hat, oh, jetzt haben wir irgendwie so einen Bond, der so gar nichts mit dem anderen Kram, den müssen wir jetzt aber noch schnell connecten, das macht dann 0,0 Sinn, dann wird dann Blofeld, das ist dann ganz schlimm, wird dann der Halbbruder von James Bond, das ist dann also so. Ja, das war, oh, Gott, das war das Gott, mit ja. dem Inspector, so, wo ich dann dachte, Vollkatastrophe, Vollkatastrophe, und dann hast du am Ende No Time to Die mit dem Ende, wo ich halt im Kino gedacht habe, Alter, ihr habt doch jetzt einen Arsch offen, ja, so, und so, das ist so, und das ist, wie hier Schwester Claudia schreibt, das klingt anstrengend, das ist auch teilweise anstrengend. Und dann eben nochmal, wo du dir halt so denkst, okay, ich kriege dafür kein Geld, ich konsumiere das als Fan und gucke mir so einen Film ein, zwei, dreimal an, mhm. bin aber da und trotzdem fallen dir Dinge auf, wo du denkst, Moment mal, ihr habt im letzten Film literally oder bei der Serie, ihr habt letzte Folge exakt das Gegenteil behauptet. Mhm. Wie kann sowas sein? Das frage ich mich halt immer, ja. Und auch so inszenatorische Schwächen. Zum Beispiel regt mich der erste neue Star Wars von den Sequels, mein Gott. Erwachen der Macht? Genau, Erwachen der Macht. Neben dem Beat für Beat in New Hope und alles nur noch mal größer und jetzt haben wir halt kein Todesschmerz, haben wir halt einen Todesplaneten und bla, okay, von mir aus. Regt es mich halt wirklich einfach inszenatorisch einfach auf, dass dann mir gesagt wird, also erstmal, ich kriege kein Gefühl für diese ganze Neue Republik, weil sie mir nicht gezeigt wird. Ich kriege halt überhaupt kein Gefühl dafür. Sie muss ja nicht gezeigt werden, ja. Sie ist ja dann so schnipp weg. Ja, genau, aber wen interessiert? Ich soll dann für diese, sehe ich dann diese eine Frau, die dann da guckt, wie das Ding dann, okay, soll ich jetzt mit der Gefühl haben? So, und dann greifen halt irgendwie 5 X-Wings und 2 A-Wings und ein Y-Fighter greifen diesen Planeten an. Dann ich mir so, hä? Um es dann in Rise of Skywalker wieder mit dieser Flotte am Ende völlig over the top zu machen. Ja. Weißt du, das ist so inszenatorisch einfach schlecht. Dann nicht mehr, gibt's da niemanden, der mal sagt, du, hey, wir könnten da noch ein paar X-Wing mehr reinkopieren, sieht besser aus. Ich finde einfach, du merkst den drei Star Wars Teilen da, den merkst du einfach an, dass da wirklich kein großer Masterplan bestand, wo sollen das hinführen, sondern sie haben nur sie haben von Film zu Film gedacht und das ist mir auch ein völliges Rätsel wahrscheinlich. Sie geben es auch noch zu, es heißt, wenn du dann den Behind-the-Scenes-Kram hast, dann sagen sie, wir haben keinen Masterplan, wir haben mal angefangen. Nein, das Ding ist, das hat ja George Lucas damals auch, der hatte Ideen irgendwie. Da haben wir schon Outline gehabt für neuen Sachen. Mehr oder weniger, das ist auch mehr Legende, die er da im Nachhinein draus gemacht hat. Er wusste, okay, ich hätte davor Sachen zu erzählen, und ich hätte auch danach noch Sachen zu erzählen, aber der erste Star Wars ist ja als abgeschlossener Film auch durchaus gedreht. Er funktioniert ja auch in dem Sinne. Funktioniert. Natürlich hast du Darth Vader, der weggeschleudert wird, ne? Spoiler-Alarm. Ja. Aber, aber im Großen und Ganzen funktioniert das als abgeschlossener Film. Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ach, das können wir jetzt wieder machen. Und bei Star Wars, es heißt ja immer so, Star Wars hat halt keine Geschichte, ist halt nur Piu-Piu und Bang-Bang. Das ist es halt nicht. Das ist es nicht. Star Wars hat ganz viel Geschichte, ganz viel geklaute Geschichte, ja. Aber wer erfindet schon was Eigenes? Das bringt alles mich jetzt zu meinem Ding der Woche. Ja. So, lass mich ganz kurz einführen. Und die haben sich gedacht, das wird dort auch reichen. Nun haben sie, was sie nicht bedacht haben, ist, dass bei Star Wars, aber bei den ersten Teilen, beziehungsweise bis dahin, war immer George Lucas, der das Ganze aber überblickt hat, der alle Entscheidungen getroffen hat und der dann doch das gesamte Mastermind war. Und das hatten sie jetzt plötzlich nicht mehr. Sie hatten J.J. Abrams, den ersten machen durfte, der wollte dann nicht mehr. Dann haben sie halt Ryan Johnson. Ryan Johnson, eigentlich ein wirklich starker Regisseur und Geschichtenerzähler, haben den geholt und haben den einfach machen lassen, völlig losgelöst von J.J. Abrams. Wenn J.J. Abrams da vielleicht noch hätte das Sagen gehabt und er einfach das ausführende Organ gewesen wäre, hätte das vielleicht funktioniert. So nicht. Und dann haben sie wieder J.J. Abrams zurückgeholt und damit entstand ein riesengroßes Kauderwelsch. Ist für mich immer, und ich frage mich halt, wie bei so einer Multimilliarden-Dollar-Produktion, wo so viel... Sie haben gedacht, für Star Wars reicht das. Für Star Wars ist ja nur Piu-Piu, wir haben Piu-Piu, reicht. Obviously. Es reicht nicht. Reicht eben nicht. Für mich ist immer, ne, also ich finde immer dieses, oh Gott, sie haben meine Kindheit versaut. Nein, das ist Quatsch. Das ist der Schwachsinn. Ne, ich fühle mich halt als Konsument verarscht. Ich gebe mein Geld aus und fühle mich halt veräppelt. Also, ich will ein Qualitätsprodukt haben. Die neuen Filme machen mir die alten nicht kaputt. Die alten Filme sind immer noch geil und ich kann die neuen ganz gut ignorieren und ich kann auch akzeptieren, wenn Leute die neuen mögen. Ne? Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Nee, das kann ich nicht. obwohl ich die Filme nicht mochte, war ich in jedem neuen Star Wars Film zweimal. Ich war auch, ja, klar. Ich war in der Premiere. Genau. Und meine Neffen haben am 16.12. Geburtstag. Mhm. Und die waren als der erste rausgekommen war, sind, glaube ich, 12. Und ich wusste, meine Cousine geht mit denen nicht ins Kino.
Interessiert sie einfach nicht und da hat sie keinen Blick für. Und das sind die wichtigsten Filme ihrer Generation. Die ganze Schule wird drüber sprechen. Die Kinder müssen diese Filme sehen. Und dann habe ich ihnen das immer zu Weihnachten geschenkt. Dann ist Onkel Christian mit denen, als ich dann bei meiner Mutter war, habe ich die eingepackt, bin ins Kino gefahren, habe mit denen mir das zweite Mal das angeguckt. Mhm. Obwohl ich die doof fand. Einfach nur, um diese leuchtenden Kinderaugen zu sehen und zu wissen, so, die haben jetzt das Erlebnis, was ich mit Star Wars hatte, haben die jetzt und ich bin dabei, fand ich schön. Und unter dem Aspekt kann ich das auch verstehen, also, ne, ist das für mich auch okay, es hat eine neue Generation von jungen Menschen an Star Wars rangeführt, die haben dann auch später die alten Teile gesehen, finden die bedeutend besser, die fanden auch Rogue One ist der beste von allen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht in dem Alter dafür waren, aber so 13 und so. Also, und da bin ich ja froh, dass sie das erkannt haben. aber es war mir einfach wichtig, dass sie das sehen und dafür habe ich die auch das zweite Mal ertragen. Und für mich das Tragischste an den neuen Star Wars Filmen und an dem, was wie ja da noch immer der letzte beworben wurde, das Ende der Skywalker. Das ist der einzige Punkt, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, weil ich immer sagte, verdammte Scheiße, es ist nicht mehr die Skywalker-Saga. Die kompletten neun Teile sind zur Palpatine-Saga geworden. Ja. Skywalker ist vollkommen unbedeutend. Er hat nichts erreicht, weil alles war von Anfang bis Ende der große Masterplan von Imperator, der zuerst so als einfacher Senator anfängt, immer sich hocharbeitet bis zum Imperator, sich dann irgendwie todesmutig darunter stürzt, überlebt und an einem Kleiderhaken dann zum Schluss zurückkommt und immer noch macht. Ja. Der große Masterplan des Imperators. Und von wem wird er vernichtet? Von seiner, Achtung, Spoiler, Enkelin, also Palpatine vernichtet Palpatine, einfach weil der Imperator seinen Dödel nicht unter Kontrolle hatte, Kinder gezeugt hat, die dann weitere Kinder gezeugt haben, hat er sich selbst vernichtet. Skywalker hat nichts erreicht. Und deswegen kann es nicht die Skywalker-Saga sein. Ist es nicht mehr. Das ist eine Lüge. Du hast natürlich recht, Mr. Stocky, das Tragische sind immer die Shitstorms auf die Schauspieler, klar. Das ist Schwachsinn. Das ist halt Quatsch. Also natürlich kann man an der Figur eines Finn oder so oder auch hier diese eine Asiatin, diese dran spielen, einfach Dinge aussetzen, aber an der Figur, nicht an der Schauspielerin, weil es halt sinnlos nämlich die Charakter sind. Als ich den ersten Trailer gesehen habe und der Stormtrooper die Maske das abhebt und darunter ist der John Boyega, dachte ich, geil. Finde ich gut, ich bin gespannt. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wer da, also da die ethnische Herkunft war beim Stormtrooper für mich über null. Ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, aber in dem Moment, so, wo das passiert, habe ich gemerkt, dass ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe und das hat was ausgelöst. Und deswegen fand ich das spannend. Und deswegen finde ich es so wahnsinnig schade, dass diese Figur so völlig unbedeutend wird. Ja. So völlig irrelevant. Ja. Das merkt man ja John Boyega in Interviews auch deutlich an, dass er alles andere als glücklich war damit ist. War halt auch ein Karrierekiller für den einen oder anderen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Ja. So, ich habe ja... Rogue One ist klasse. Ja, Rogue One ist... Ich hab ein Ding der Woche dabei. Ein Ding der Woche. Eigentlich habe ich zwei Dinge der Woche dabei. Okay. Ich hole jetzt mal nur eins raus. Ja? Ich hoffe, pack dein Ding aus. Ich pack mein Ding aus. Ich habe nämlich Original... Sie mal doch selber mal in die Kamera. Nice. Ja. Das ist Chris Ding. Original 1984 Kaufkassette. Geil. Hi-Fi Stereo. Ja. Fängt noch an mit dem klassischen Libivio, Freunde, jetzt wo sie sich das Aufprogramm ihrer Wahl angeschaut haben. Das ist ja noch Pre-Special Edition. Pre-Special Edition, unaltered everything. Und wenn du dir die Helligkeit am Fernseher hochdrehst, siehst du noch die Rahmen von den, um die TIE Fighter, wie sie auf den Film geklebt wurden. Da schießt auch Han noch zuerst. Sehr, sehr nice. In 4:3. Sehr cool. Ich hab keine Ahnung, wie der Zustand überprüft es nicht, ist egal. Ist nach über 30 Jahren. Sag bloß, du hast einen Videorekorder hier. Nein, natürlich Ach so. Nicht. Aber das wäre jetzt natürlich sensationell gewesen. Was ich einfach hier habe als Vergleich dazu, weniger spektakulär. Damals, aber auch, als Star Wars noch Krieg der Sterne hieß. Ja, die hatte ich natürlich auch. Die habe ich hier und zwar Englisch und Deutsch VHS. Das ist die englische und das ist die deutsche.
Krieg der Sterne. Herrlich, ich lese mal den Klappentext. Ja. Vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, bla bla. Krieg der Sterne, ein sensationeller Film, der perfekte Kinounterhaltung repräsentiert und zum größten Erfolg in der Geschichte des Films wurde. Mit Hilfe von atemberaubenden Spezialeffekten und einer unglaublichen Schar den Weltraum bevölkernder Geschöpfe wurde die Begeisterung von Regisseur und Autor George Lucas für Weltraummärchen, Abenteuer und Romantik, der Satz ist noch nicht zu Ende, auf die Leinwand gebracht. Punkt. Prinzessin Leia, die Herrschaft über das galaktische Imperium übernehmen will. Ach, wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Ich habe den Klappentext bei The Way, glaube ich, noch nie gelesen. Wusste ich auch nicht. Ja? Also das ist eine völlige Neuigkeit. Ja, wird von den verbrecherischen imperialen Truppen gefangen genommen. Der furchtlose Luke Skywalker und der draufgängerische Pilot Han Solo machen sich nun auf, um zusammen mit den... mit dem drolligen Roboter gespannt. Drollig, ehrlich. Mit dem drollig, ich hab drollig lange nicht mehr gehört. Oh Scheiß, mit dem drolligen Roboter gespannt, R2-D2 und C3PO die Gerechtigkeit im Imperium wiederherzustellen. Okay, ihr habt halt literally keine Ahnung von dem, was da abgeht. Ja. Ihr hatte zwei Sätze Synopsis, die ihr irgendwie zusammengepackt habt und that's it. Ja. Das drollige Robotergespann, das ist sehr schön. Aber Prinzessin Leia, die Herrschaft über das galaktische Imperium übernehmen soll. Nope. Einfach nein. Aber weißt du, was ich sehr lustig finde? Mir ist noch nie aufgefallen, dass wenn ich die beiden zusammenfüge, dass ich einen kompletten, Darth Vader-Kopf habe. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das habe ich gerade durch Zufall gemerkt. Das habe ich noch nie gesehen. Wenn du die DVDs oben drauf legst, wird der Helm noch komplett. Wahrscheinlich, ja. Das habe ich noch nie gesehen. Rückseite auch, jetzt gespiegelt. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das finde ich sehr lustig. Jetzt durch Zufall hier in diesem Stream. Ja, schön. Ach, herrlich, wieder was. Na gut, komm, ich habe mein zweites Ding der Woche. Sehr schön. Schatz, du bist so ein Honk. Danke, Schatz. Ja. Als ob dir das aufgefallen ist. Und das zweite Ding der Woche ist dann auch Star Wars related. Ich habe es mal, weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich es mitgebracht. Halt den auch mal in die Kamera. Ein altes Kenner-Ding? Ein alter Kenner, R2. Ja. Und der ist. Der hat sogar noch das Lichtschwert. Ah, ach, das ist ja witzig. Wäre der noch Mint, wäre der richtig, richtig was wert. So, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas. Das ist ja richtig witzig. Schick hier drin, kann man rausspringen lassen. Wäre der Mint original verpackt, ist der ein paar tausend Dollar wert. Krass. Wir waren ja bei der Norris Force Con letztes Jahr. Und das ist ja eine Star Wars Convention und da haben die... Warum heißt die eigentlich Norris Con? Habe ich nicht verstanden. Weil die bei Nürnberg stattfindet und Norris ist der alte Name für Nürnberg. Ach, okay. Ja. Ich kenne nur die Norris Bank und ich dachte, mir wird das Ding davon gesponsert. Hat tatsächlich durch Nürnberg halt. Ah ja, okay. Und Norris. Mhm. Ja. Weiß ich aber auch nur, weil Nessie mir das erzählt hat und Nessie wurde das auch einfach nochmal erzählt. Ich weiß. jetzt habe ich ihn vergessen. Achso, da waren halt sehr, sehr viele Exponate ausgestellt, die den Veranstaltern und so weiter gehörten. Und da war ein Yps-Heft dabei mit einem Stormtrooper. Noch Mint. Ja. Alles drum und dran. Der Stormtrooper ist nicht mal ein Special Stormtrooper, sondern ist einer, den du normalerweise gerade mal gekriegt hast. Aber es war halt ein Snowtrooper. Aber es war, ja, Snowtrooper, genau. Aber es war halt ein Yps-Heft mit diesem Snowtrooper drin. Und noch Mint. Und der ist halt mehrere tausend Euro wert. Krass. Ne? Mehrere tausend. Weil ich mir und das teuerste Exponat, ich habe vergessen, was er mir da gezeigt hat. Ich habe auch den Namen vergessen. Sorry, Entschuldigung, falls du das irgendwie sehen oder hören solltest. Ich habe deinen Namen vergessen. Was er da gezeigt hat, das teuerste war, glaube ich, sogar im fünfstelligen Bereich. Das teuerste Exponat, was er da eine einfache Star Wars Figur, aber halt noch im Mint-Zustand. Ja, das ist jetzt natürlich wieder so ein Stich in mein Herz, weil dieses Yps-Heft habe ich mir bestimmt, ich glaube, der war zweimal drin. Und dieses Yps-Heft habe ich mir, glaube ich, fünf oder sechs Mal gekauft, weil es einfach die billigste Art und Weise war, an so eine Stormtrooper-Figur zu kosten. Okay. Weil das Yps-Heft kostete, ich weiß es nicht mehr, 2, 3 Mark, 2,99. Vielleicht war das sogar ein Ticken teurer, aber eine Figur kostete halt 12 Mark. Mhm. Da war halt super billig. Ja? Mhm. Da hast du halt locker deine Armee mit aufrüsten können, indem du halt mal 5, 6 Mal dieses Heft kaufst. Ja, aber du hast keinen davon mitbehalten. Natürlich nicht. Ja,
Siehst du, da ist der Fehler. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, das brauchst du heute auch nicht mehr machen. Hm. Also jetzt auf die Idee zu kommen, ich kaufe jetzt hier irgendwas für sich, irgendein Jurassic World Dinosaurier und lass den eingepackt. Hat mir mal irgendeiner gesagt, vergiss ja, da wird inzwischen so 100 Millionenfach produziert. Ist Massenware, ne? Das ist einfach, also auch die Dinger wurden natürlich 100.000-fach produziert, aber immer noch nicht in den Stückzahlen, in denen sie heute kommen. Und du hattest damals ja noch nicht, eigentlich noch gar keinen Sammlermarkt, die das ist ja Zufall, wenn du so ein Ding hast, ist ja Zufall. Ja. Wenn du es heute mit Absicht kaufst, bist du halt einer von 10.000 Deppen, die es mit Absicht kaufen, was de facto keinen Markt mehr ausmacht. Hast du einen theoretischen Wert, den du aber real nirgendwo erzielen wirst. Das sind wie so viele eBay-Angebote, wo der will einer halt 5.000 Euro für irgendwas haben. Okay, kann er ja verlangen, aber es bietet halt einfach keiner drauf. Es ist wie Punkt. Ich bin Überraschungsei-Fan habe fast alles an Überraschungseiern. Also ich habe alles aus den 90ern und frühen 2000ern und etliches aus den 80ern. Aber aus den 80ern bei weitem nicht alles. Also so bis 1988 oder so habe ich fast alles. Und da ist halt auch alles, was in den 90ern, also alles, was ab den 90ern kam, ist effektiv wertlos. Okay. Weil es Massenware ist. Ja. Also wirklich, es kam in so dermaßen Massen, weil Ü-Ei so gehypt wurde, dass es nichts mehr wert ist. Also wer heute noch Ü-Ei sammelt, ist eigentlich albern. Wenn, dann brauchst du irgendwie die Biene-Maja-Reihe aus den 80ern oder die ganz frühen Schlümpfe von 83 und so, aber wenn, dann auch immer mit Originalzubehör. Die sind sogar, ne, die müssen nicht mal Mint sein, wenn das Zubehör original ist. Ja. Und das kann ganz speziell geprüft werden. Dann, ne, es gibt so einen Eierlauf-Zwerg, so einen Eierlauf-Schlumpf. Die Olympiade der Schlümpfe hieß das, von 83 oder so war die Serie. Und da gibt es einen Eierlauf-Schlumpf. Und wenn du da noch den Originalstab und das Original-Ei hast, dann ist der, ich glaube, so um die 5.000 Euro kannst du dafür schon kriegen, für so einen blöden Schlumpf. je nach Zustand. Ja. Also im vierstelligen Bereich ist auf jeden Fall, aber wenn er wirklich auch noch einen richtig guten Schuss ist und wenn du auch noch einen Original-Beipackzettel dabei hast, so, jetzt, dann hast du mehrere Urlaube. Um den nochmal rauszuholen, den R2, ne? Ich hab im Vergleich dazu hier den Weihnachts-R2. Ah, ja. So, ne? Schön, zack. Gut, ihr könnt den jetzt nicht sehen, wenn wir den auf den Tisch gestellt. Aber ich habe den ja eigentlich mitgebracht, weil ich ja mal von dir wissen wollte, du bist ja, wie alt bist du? Ich bin 42. Okay, ich bin ein Klugscheißer, ja. Also gut, bist du okay. Ich bin ein bisschen älter als du, aber nicht viel. Wir sind ungefähr gleich groß geworden. Ich hatte ein traumatisches Erlebnis als Kind in deiner Heimat. Also das war halt mein Spielpunkt. Ne? Ich war nicht so der He-Man-Typ, Star Wars, ein bisschen He-Man, bla. Und dann haben wir irgendwann mal, hatte das Jahr, glaube ich, sogar 86, die Paketverwandtschaft drüben besucht. So. Jetzt war ich es halt gewohnt als Kind, egal wo man war, man hat immer, und da haben sich auch Italien und Griechenland und Spanien immer angeboten, weil die hatten immer sehr absonderliche Actionfiguren. Von irgendwelchen obskuren spanischen Serien, die es bei uns nicht gab, da hast du immer so eine Figur halt im Urlaub gekriegt, so als Spielzeug des Urlaubs, ne, mit dem dich dann beschäftigt hast, und hattest dann zu Hause halt irgendeinen komischen Roboter, wo du nie wieder irgendeinen anderen Kram von gekriegt hast und so weiter. So, und jetzt war ich natürlich auch irgendwie so ein bisschen, da ich ja die politischen Umstände nicht so ganz genau kannte, ich wusste, meine Mutter hat tierisch Angst, als wir dann nach drüben gefahren sind. Okay. Und ich war halt dann so auf der Suche nach, naja, irgendwo wird ja wohl ein scheiß Spielzeugladen sein, um bei irgendwas zu kriegen. Nix, nicht mal in Ostberlin. Womit habt ihr denn so gespielt? Weil Actionfiguren können es ja nicht gewesen sein. Jein, sagen wir es mal so, jein. Ich habe sie tatsächlich noch und Schatz, du kannst das bestimmt bestätigen, habe ich meine Cowboy-Stadt mitgenommen oder steht die noch bei meiner Mutter? Habe ich sie bei meiner Mutter erstmal gesichert, bis wir den Keller aufgeräumt haben? Hatte eine aus Holz, eine richtig großartige Cowboy-Stadt. Mit der hat jetzt viele Jahre mein Neffe gespielt. Der ist jetzt aus dem Alter raus und ich habe gesagt, dann wieder her damit. Weil mein Spielzeug bin ich weggeschmissen. Und die habe ich wieder. Weil ich will die hier irgendwann mal im Stream präsentieren. Vielleicht mache ich das mal in der Show von uns gemeinsam. Ne? Mein Bruder hat so eine Cowboy-Stadt, ich kenne das. Ja. Und die ist wirklich großartig. Die finde ich auch immer, also vielleicht, natürlich bin ich durch meine Kindheit erklärt drin, logisch. Aber da auch relativ viele Cowboy- und Indianerfiguren und sowas gab es. Also da hatten wir schon einiges, aber nicht viel. Es gab wirklich nicht viel. Woran ich mich erinnere, also ich
ich habe relativ, wir haben eigentlich ziemlich viel selber gebastelt. Okay. Mein Onkel war Tischler. Mhm. Und dementsprechend war unten im Keller immer eine ganze Menge an Holz und so weiter. Und wir sind immer runtergegangen, haben selber gebastelt. Und haben uns alles Mögliche an Pistolen und so weiter selber gebastelt. Okay. Selber gemacht. Wir hatten auch Westverwandtschaft. Dementsprechend hatte ich das große Glück, dass wir hin und wieder mal ein Paket gekriegt haben. Da war ein Ü-Ei drin. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich hatte immer eine Figur drin. Deswegen hatte ich Dorette Duck. Mein Bruder hatte Dagobert Duck. Ich hatte den habe ich auch immer noch den Schlafwandler-Schlumpf drin und so. Und ich hatte ein paar Kartenspiele so aus dem Westen gekriegt. Direktes DDR-Spielzeug war ganz viel. Wir hatten Pebe, das war unsere Lego-Version. Okay. Das waren, oder Klemmbaustein-Version. Man darf ja nicht mehr Lego sagen. Klemmbaustein. Klemmbaustein, ganz wichtig, genau. Und Aufkleber sind schlecht, es muss bedruckt sein, habe ich gelernt. Ja, genau. Unsere Klemmbaustein-Version, Pebe hießen die. Die sind größer als Lego und andere Klemmbausteine, die kompatibel sind. Das war, glaube ich, jetzt gut genug ausgedrückt. größer, aber damit haben wir sehr, sehr viel gebaut, weiß ich. Und ich kann nicht für andere sprechen, aber in unserer Familie, es wurde wirklich viel gebastelt. Ich habe sehr viel Spielzeug selber gebastelt. Okay. Mit Pappe und so weiter. Oder wenn ich einen Superhelden haben wollte irgendwie, dann habe ich meine Cowboy-Figuren genommen und habe den mit Pflaster abgeklebt und habe das Pflaster bemalt. Und dann war das meine Batman-Version. Dann habe ich den kompletten Cape geklebt aus Pflaster und so weiter, habe das dann angemalt. Und habe mir so meine Figuren gebastelt. Ich weiß, einer meiner besten Freunde. Und deswegen hat für mich He-Man nochmal eine Bedeutung. Okay. Obwohl ich noch nie eine He-Man-Figur besessen habe, bis auf diese Minis, die da stehen, die mir die Moni und Tom haben mir das geschenkt. Von Fantasie und Raum haben es geschickt und mir geschenkt, weil ich stand da so fasziniert davor. Einer meiner besten Freunde hatte He-Man-Figuren. Mhm. Der hatte einen He-Man, einen Skeletor und was nicht noch alles. Ja. Weil er auch Westverwandtschaft hatte und er hatte diese Figuren und die durfte ich mir ein paar, die habe ich halt gesehen und damit durfte ich auch immer wieder spielen. Mhm. Und das war so der heilige Gral. Mhm. Deswegen hat He-Man für mich auch diese Figuren immer noch sowas, wenn ich die sehe, ist das so, boah, das ist das Heiligtum der Kindheit irgendwie. Okay. Weil okay. Die hätte ich echt, also da war ich neidisch drauf. Die waren mega, wirklich mega. Aber ich verbinde meine Kindheit tatsächlich weniger mit konkretem Spielzeug, sondern viel mit Basteln. Okay. Viel mit der Familie, basteln. Klar, das ist natürlich was, also kenne ich jetzt natürlich nur für meine Kinder. Westernstadt kenne ich auch von meinem Bruder. Mein Bruder ist 7 Jahre älter als ich. Das heißt, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Das war natürlich auch so teilweise bei der Kinder so, ja, das ist aber jetzt ja alles schon das 10 Jahre alt, der Kran so. Auch modisch irgendwie so, okay, wie laufen die denn da rum? Das war alles ein bisschen seltsam. Aber natürlich, klar, war bei mir dann schon Actionfiguren. Ich hatte auch mit das erste Telespiel, also mein Bruder hat es eigentlich gekriegt, der fand es aber doof und hat ihn nicht interessiert. Mein Telespiel habe ich mir von meinem Begrüßungsgeld gekauft. Hab ich's halt selber, ist hingegangen, ja, gegangen hier, ja. Ja, natürlich. Ich sag dir, das ist ihr als Wethys, ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Weißt du, wir haben ja ein paar Ossis ja auch im Chat, ne? Schwester Claudia zum Beispiel. Ja. Als ihr das erste Mal im Westen war, meine Erinnerung als Kind, ich war 9 Jahre alt. Das ist ein schönes Thema. Machen wir das fast mal auf. Meine erste Erinnerung, als wir im Westen waren, wir waren Onkel Willi und Tante Elvira besuchen. Ja. Fragt mich bitte nicht mehr, wo die gewohnt haben. Ja. Ich war 9. Wir waren die besuchen. Und ich weiß noch, wie wir, meine Familie, wir standen im Aldi. Das war jetzt nach der Wende dann. Nach der Wende, okay. Ja. Vor der Wende, um Gottes Willen, wir wären erschossen worden. Ja, weiß ich nicht, manche dürften ja rüber, wenn es so. Aber wir doch nicht als Kinder, hätten ja. Warst du Bonzenkind? Nein, absolut nicht. Nein. Also ihr habt Trabant gehabt, kein Wartburg. Ja? Wir haben Trabant gehabt, und mein Opa war Polizist zu DDR-Zeiten, er war ABV, für den wir das wirklich ABV ganz abschnittsbevollmächtigt. Ja. Also das wäre wirklich dramatisch geworden. Ich bin immer davon ausgegangen, dass mein Opa in der Stasi war, um Polizist zu sein und ABV zu werden, und bin immer davon ausgegangen und habe das auch nie als schlimm empfunden, weil es gehörte, es war zur damaligen Zeit durchaus normal. Ja, weswegen ich immer diese Verurteilung von Menschen, die das waren, ein bisschen schwierig finde. Ich finde, man muss da Grenzen setzen, wen man jetzt verurteilt. Ja, okay. Ne? Und ich habe immer gedacht, mein Opa war in der Stasi. War er tatsächlich nicht. Er war in der Partei natürlich, klar. Er ist bis heute auch sehr, sehr pro, was das betrifft. Aber Stasi war er nie.
Und ich weiß, als wir das erste Mal, ne, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und ich, wir standen im Aldi vor den Joghurts. Mhm. Und es war so verwirrend, weil es gab so viele verschiedene Joghurts und da war auch noch Geschmack drin. Es war für mich als Kind wirklich, und wir haben eine ganze Palette voll Joghurt mit allen möglichen Maracuja und was nicht, mit diesen ganzen, diese ganzen Danone oder Zott oder was es war, mit diesen verschiedensten Joghurt gekauft. Das war völlig, völlig, heute sagst du, um Gottes Willen, wart ihr bekloppt, aber in meiner Verbindung, ja, da dürft ihr mich auch korrigieren, für die, die ein bisschen eine ältere Generation sind, in meiner Verbindung, wenn ich in der DDR Geschmack im Joghurt haben wollte, dann habe ich mir Joghurt gekauft und Kompott dazu und habe das zusammengemischt. Mhm. So, dann standen wir bei Aldi und da gab es das in einer Packung. Ja, Obstgarten. Oder ja, so. Ja. Es war, und dann haben wir das natürlich gekauft, weil hätte ja sein können, dass wir nie wieder dahin zurückkommen. Ja. Sehr, sehr seltsam. Claudia, nein, wir hatten kein Telefon. Sondern mein Opa hatte natürlich Telefon als ABV. Er musste Telefon haben. Wir hatten kein Telefon. Wir haben im Neubaublock gewohnt und es gab in jedem Neubaublock immer eine Familie, die Telefon hatte. Das war bei uns Familie Fessling. Die hatten Telefon und da wusste der ganze Block, Familie Fessling ist in der Stasi und wenn du dieses Telefon nutzt, wird mitgehört. Das war bekannt. Das war kein Geheimnis. Krass. Ja. Also das sind natürlich Dinge, die weiß ich natürlich jetzt qua historischer Nachbildung. Ich bin dankbar, dass ich noch die DDR noch live erleben durfte in einem dreiwöchigen Rundreiseurlaub. Drei Wochen, okay. Ja, drei Wochen. Mhm. Meine Mutter, wie gesagt. Was heißt Rundreise? Naja, meine Mutter, wie gesagt, kommt ja aus Schlesien. Die sind halt von Russen ganz klassisch geflohen, die klassische Fluchtgeschichte. Und unterwegs hat sich dann aber so über Oschatz, Breslau und so die Familie so ein bisschen zerstückelt, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Beziehungsweise man hat dann immer noch eine Verbundenheit gepflegt zu Menschen, die gar keine Verwandten waren, die aber damals halt aufgenommen hatten. Mhm. Ja? Und niemand mit denen hat man heute noch Kontakt und ich weiß auch die Namen ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Aber ich kann mich an diese, ich war dann, das war 86, da war ich also 9 Jahre alt. Ja. Und ich kann mich also an die Dinge, also meine Mutter hatte richtig, richtig Angst vor der Grenzkontrolle, sowohl rein als auch raus. Ja, die hängen uns was an und blauen überhaupt so. Ja. Da hatte sie also richtig Angst und ich weiß auch, dass das im Gegensatz zu einem Skiurlaub, wo du in der Schweiz dann einfach durchgewunken wurdest oder so, oder die bestenfalls vielleicht mal eine Sekunde länger reingeguckt haben, hat das auch, ich kann dir nicht mehr sagen, die haben jetzt unser Auto definitiv nicht gefilzt. Ja. Wir hatten so ein Ford Kombi, schon eine klassische Westschleuder, jetzt kein Mercedes, war ein Ford, aber war halt schon als eindeutig als Westauto zu erkennen. Und ich weiß so, dass mein Vater sich über die Autobahn halt beschwert hat, die aus diesen Platten bestanden, oder halt alle 10 Meter. Und das machen wir im Trabi mit. Das war also schon mal so. Dann haben wir. Stimmt, Leckermäulchen. Jetzt, wo Claudia steht. Leckermäulchen. Ja, das war ein Joghurt mit Geschmack, ne? Den fand ich aber total eklig, weil der war so extremst flüssig. Den mochte ich nicht. Okay. Ja, Leckermäulchen. Dann haben wir eine Rundreise gemacht. Ich kriege jetzt vielleicht nicht mehr alle Stationen zusammen, aber es war auf jeden Fall dabei halt Eisenach, Weimar, Dresden, Leipzig. Bei Leipzig weiß ich gar nicht mehr, aber Dresden auf jeden Fall, Ost-Berlin und dann in Ost-Berlin noch Schloss Sizilienhof. Und ich weiß gar nicht, war Bellevue, war das im Osten oder im Westen, weiß ich gar nicht genau. Okay, das war also heute eine echt schöne Tour. So war auch so, war halt so, da war halt immer, haben wir da jemanden besucht. Und ich weiß das, und wir hatten natürlich so das übliche Package dabei, ob wir das geschmuggelt haben, den Kaffee, weiß ich, kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß, dass mein Vater sehr viel im Intershop gekauft hat, wahrscheinlich, weil er es vielleicht nicht schmuggeln wollte. Also haben wir Westmarkt dabei gehabt und haben halt dann im Intershop immer für die Paketverwandtschaft dann was geholt. Ich weiß, ich stand mit großen Augen vor dem Intershop. Was ich als Kind so schon pervers fand, dass dir sozusagen, dass es dir auch noch gezeigt wird. Ja? Das wird dir sogar noch wie gezeigt. Und eine Sache werde ich wirklich nie, und das fand ich als Kind richtig unangenehm, und ich fühle mich auch heute, ich kann damit kann ich heute noch nicht richtig umgehen, war, als wir in Weimar waren und wir haben übernachtet im Hotel Elefant. Und wir parken halt vor diesem Hotel. Und meine Mutter wollte unbedingt dieses Hotel Elefant, weil er hat auch der Goethe drin gewohnt. Überhaupt, das ist das bekannteste Laden da. Und dann kamen Kinder an, so mein Alter, vielleicht auch ein bisschen älter, also irgendwo zwischen 6 und 12, 13, 14 Jahre alt, und bestaunten natürlich dieses Westauto. Ich kann heute noch schlecht mit so
Staunen umgehen. Ja. Also ja, das fühle ich mich heute irgendwie noch unwohl. Ja, manchmal ein bisschen wie der Affe im Zoo. Ja, ja, auch egal, ob ich jetzt irgendwie was gekauft habe und das, auch wenn ich mir das ehrlich erworben und verdiene, was auch immer, ich kann damit schick umgehen. Ja. So. Und meine Mutter holte dann Hanuta raus, um den Kindern dann jeweils so ein Hanuta zu geben. Das jetzt muss man halt ehrlich sagen, dass Hanuta halt für ein Westkind aus den 80ern halt no big deal ist. Ja, ja, ja? Aber das, da so. Hast du einen Schatz rausgerückt. Exakt. Und die Reaktion von diesen Kindern, wie die steil gegangen sind auf diese, waren vielleicht 50 Kinder, ja, ja. Wie die steil gegangen sind auf diese Hanutas, werde ich nie vergessen. Ja. Ich war peinlich berührt irgendwo, weil es auch so, es war halt für mich so, hä? Also ich, natürlich wusste ich vorher, wie so die Grundgemengelage ist, ohne jetzt Details, also Stasi und so kann ich nicht, aber ich wusste, dass die haben da nicht so viel und wir müssen das mitbringen und da ist, läuft alles ein bisschen anders. Aber dass man halt, also ich kam mir halt wirklich vor, und sorry, wenn ich das jetzt sage, wie bei so einer Abendspeisung, und das war sehr unangenehm. Das ist schon und ich fühlte mich als Kind extrem unangenehm und weil ich wirklich und klar gibt's so die Bilder, mein Vater wird genauso gewesen sein, als die Amis kamen und dann nach dem Krieg Schokolade und Dings verteilt haben und auf einem anderen Level. Aber trotzdem ähnlich war es natürlich, als ich zum ersten Mal in einem, und das war dann für uns normaler Superlativ, in einem amerikanischen Supermarkt war. Mhm. Da war ja dann unser Wertkauf ein Scheiß dagegen, gegen den amerikanischen Walmart. Das war ja dann, da bin ich durchgelaufen, wie blöd. Oder als ich dann zum ersten Mal in so einem amerikanischen Pizzaglamm war, gesagt, G.I. Joe, was ist denn G.I. Joe? Ja? Und warum hat er drei Regale? klar, auf einem ganz anderen Level natürlich, ne? Ja. Und dann haben wir also da diese Rundreise gemacht. Ich glaube übrigens, G.I. Joe war meine erste Actionfigur, die ich besessen habe. Da ich ein bisschen älter bin, war das meine letzten. Das war so der letzte Ausläufer mit 12,5 oder so, wo ich dann nochmal... Stimmt nicht. Meine erste Actionfigur, die ich mir gekauft habe, war Dino Riders. Die gab es auch. Dino Riders, und da habe ich mir eine Figur gekauft, wo auch so ein Flugsaurier mit dabei war, und die habe ich noch. Ja. Kaffee war natürlich im Paket und so weiter. Also mich wirklich wenige Reisen so präsent, deswegen bin ich meinen Eltern auch dankbar, dass wir das gemacht haben. Auch die Tatsache, dass man vor Restaurants Schlangen stehen musste, dann reinkam und da saß da keiner drin. Mhm. Völlig absurd, ja. Völlig absurd. Und wie alt warst du? Ja, 86 war das, da war ich 6, 7. 6, 7 Jahre alt. Okay. Da ist 88 gewesen, da war ich vielleicht, also war so unmittelbar vor der, jetzt nicht einen Tag davor, aber so ein bisschen irgendwie davor. Und das waren wirklich so, und dann kam man nach Ostberlin und hat bei Ostberlin das schon gemerkt, das ist dann nochmal eine Spur anders. Mhm. Vor allem, weil Ostberlin einfach nicht so kaputt war. Mhm. Das war halt das, was mir als Kind sogar aufgefallen ist. Dresden wurde so, ey, alles kaputt. Mhm. Alter, das ist ja alles. Warst du mal wieder in Dresden? Ja, ich liebe Dresden und Leipzig als Städte. Das ist eine der schönsten Städte überhaupt. Und auch die, muss auch ganz ehrlich sagen, das sind... Die Menschen an sich sind ein freundlicher Mensch. Ja, so. Absolut. Ich habe zwar vom Dialekt her immer so, der geht auch Montag spazieren, Vibes dabei, die kriegst du halt nicht grundsätzlich los, aber ich bin noch nie durch die Bank weg von Taxifahrern, so nett und freundlich und vor allem in Leipzig, wir waren ja jahrelang immer in Leipzig, der Games Convention damals noch, was immer viel besser war als in Köln. Jeder schwärmt von der Leipzig-Zeit. Ich noch ganz einfach zu sagen, warum, weil da jeder aus dem Büro raus war. Ja, jeder hat sich diese Woche Zeit genommen, um nach Leipzig der Games Convention zu fahren. Ein paar Tage vorher zum Aufbauen hast du diese 3-4 Tage da gehabt, dann hast du noch ein paar Tage. Ach, du hast da sogar gearbeitet. Ja, genau. Also, okay. Gearbeitet. Und das war ein Ritual und jeder, EA, Sony, Ubisoft, whoever, hat sich einfach, das war eine Familienfeier, eine übergroße, man hat sich darauf gefreut, jeder war aus dem Büro raus und man hat dann die Nacht zum Tag gemacht, eine Woche lang. Sensationell. Das hast du heute in Köln nicht mehr, weil Ubisoft hockt in Düsseldorf, die werden dann morgens hingekarrt und abends wieder zurück, EA hockt in Köln, da pennt dann auch jeder zu Hause und so weiter. THQ damals auch in Krefeld, es ist halt sehr viel hier um die Ecke oder Frankfurt. Da fahren viele mal abends Tag hin und gehen dann auch wieder. Das war halt in Leipzig nicht möglich und dadurch war das auch ein ganz anderes Spirit. Mhm. Was ich aber eben sagen wollte, also das war wirklich ein Ding und das ich nie vergessen werde und deswegen kann ich mir auch nur erahnen, wie das natürlich dann gewesen sein muss, wenn du dann in so einen Supermarkt reingekommen bist und 20 Geschmacksrichter hast. Weil was mir halt aufgefallen ist, war nämlich dann als Westkind, ja, kommst halt zum Frühstück ins Hotel und denkst, wo ist denn hier die Auswahl? Ja, das
Also für mich. Und das ist mir halt hängen geblieben. Ich kenne die DDR selber eigentlich hauptsächlich aus Anekdoten. Ja. Weil, ne, für mich war das. Bist du geboren? 80. 80. Ja, gut, okay. Natürlich habe ich das noch wahrgenommen, ja. aber es hat mich als Kind nicht interessiert. Ich habe das als Kind nicht als irgendwie schlimme, doofe Welt wahrgenommen. Das glaube ich dir sogar. Mir hat nichts gefehlt. Ne? Ja. Natürlich war das irgendwie, wenn ein Westpaket ankam oder mein Vater hin und wieder auf Arbeit, gab es bei denen mal Bananen irgendwie beim Mittagstisch. Da hat jeder eine Banane gekriegt. Mein Vater hat das nie selber gegessen. Er hat das immer eingepackt und uns Kindern mitgebracht. Und dann haben mein Bruder und ich jeweils eine halbe Banane gekriegt. Das war großartig. Ne? Oder als meine Oma dann schon, Oma väterlicherseits, die ist, glaube ich, 85, ist die schon Rentnerin geworden. Und Rentner durften rüber zur Westverwandtschaft. Weil da haben sie dann gehofft, dass die Rentner flüchten und nicht wiederkommen. Dann sind sie ein paar kostenlos. Meine Oma kam immer wieder und meine Oma hat uns dann immer was mitgebracht. Hat dann immer irgendwie ein paar Bananen dabei oder irgendwie ein Überraschungsei, irgendwas in der Art. War immer dabei. Und das war natürlich schon irgendwie so, yay, ne, es gibt eine Banane, geil. Das kann man sich tatsächlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Oder was ihr euch, glaube ich, auch überhaupt nicht vorstellen könnt, ist, wir haben relativ nah an der Kaufhalle gewohnt. Und das hieß also, wenn man aus dem Fenster geguckt hat bei uns und gesehen hat, oh, da ist eine Schlange, da gibt es irgendwas Besonderes. Und dann war es durchaus so, dass Mutter gesagt hat, so auf die Schlange ist bis dahin, geh dich mal anstellen, ich komme eine halbe Stunde dazu. Bis dahin wusste sie dann ungefähr, bei der Schlange bin ich vorne. Also wurde ich als Kind runtergesteckt. Das heißt, auch als Prinzip angestellt. Richtig. Man wusste nicht, was es gibt. Dann bin ich als Kind da hingegangen mit meinen 6 Jahren, habe mich da angestellt, stand dann da und wusste nicht, was es gibt. Dann hat man das vielleicht mal irgendwann durch Nachbarn, die vorher schon da waren, erfahren. Und irgendwann kam Mutter dazu und dann kam man vorne an. Und dann hatte man entweder noch Glück und es gab noch was. Oder es gab nichts mehr. So, es war einmal der Fall, kenne ich nur aus Erzählungen, ich selber kann mich daran nicht erinnern, da war wohl tatsächlich eine Nachbarin aus unserem Haus, die stand hinter mir, die hat sich hinter mir eingereiht und meine Mutter kam zu spät, ich hatte aber das Geld dabei, ich hätte einkaufen können. Meine Mutter kam zu spät und ich war dann schon dran und die Nachbarin hat mich weggeschoben und hat die letzten Bananen weggekauft. Weil es gab wirklich nur noch ein paar. Mich weggeschoben, hat die weggekauft. Ich bin heulend nach Hause gelaufen. Meine Mutter ist zum Tier geworden. Die Nachbarin hat diese Bananen dann rausgerückt. Meine Mutter ist wirklich komplett ausgerastet. Weil sie es halt gewagt hat, dieses Kind da wegzuschieben. Das ist wirklich absurd. Das ist eine absurde Geschichte. Und eine Geschichte, ich kann nicht garantieren, dass sie stimmt, aber ich wüsste nicht, warum mein Opa das erfinden sollte. Mein Opa, wenn, dann war's eine schöne Geschichte. Beziehungsweise es gibt insofern Belege, dass er was mitgebracht hat. Und zwar mein Opa war Jäger. Ja. Also als Nebenbeschäftigung Jäger und dementsprechend war der viel im Wald unterwegs. Und das war irgendwann auch in den 80ern. Hockte er im Wald auf Jagd und merkte auf einmal oder sah auf einmal, da kommen LKWs in den Wald gefahren. Was ist denn da los, hä? Hat das beobachtet. Und da haben die LKWs mitten im Wald unfassbar viele Apfelsinen ausgeschüttet. Haben die einfach in den Wald geschüttet und sind wieder gefahren. Mein Opa denkt, das kann doch nicht sein, was ist denn da los? Ist hingegangen, hat festgestellt, oh, ein paar davon sind schlecht, aber der Großteil davon ist super in Schuss. Und dann hat er das ganze Auto vollgepackt, von oben bis unten mit Apfelsinen, hat die Jagd abgebrochen und ist wieder aus dem Wald rausgefahren. Und fertig. Der hat das niemandem erzählt, aber die Familie war erstmal versorgt mit Apfelsinen. So, er hat dann alle, die er kannte, irgendwie mit Apfelsinen versorgt und gut war. Ja. Also deswegen, es gibt halt diese, dass Opa mit einem Auto voller Apfelsinen aus dem Wald rauskam, das ist halt belegt, was da genau passiert ist. Aber das kenne ich noch von meinem Opa und ich wüsste nicht, warum er da lügen sollte. Aber das sind und dann fragst du dich, warum sind die in den Wald gefahren und haben die Apfelsinen weggeschüttet, anstatt sie den Bürgern zu geben. Das ist weil diese abstruse Geschichten, eine Geschichte kann ich mich wirklich erinnern, auch weil mein Vater sie dann immer wieder auch als Anekdote vor seinen Kumpels wiederholt hat, aber ich war ja live dabei, als sie erzählt wurde, Stichwort Apfelsinen. Wir waren also in Leipzig gewesen. Da haben wir halt wieder irgendeine Paketverwandtschaft zum Essen eingeladen. Und die haben gearbeitet in einer Saftfabrik. So, und jetzt musst du dir mal vorstellen, und korrigiert mich, wenn das eine Urban Legend ist, aber ich habe es jetzt nie nachvollzogen, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ja viele Firmen in der DDR haben produzieren lassen, Ikea, Klassiker, aber halt eben auch Granini. So. Deine Apfelsine, kommt also in die Fabrik, dann wird die ausgepresst, ganz normal, der Saft geht rüber zu Granini. Die gleiche Apfelsine wird nochmal ausgepresst, der Saft gegen nach Russen. Ich zitiere nur, was die gesagt haben. Und dann pressen sie die gleiche Apfelsine, ich nochmal Eis und das trinkt er gerade.
Deswegen sah der O-Saft in dem Hotel beim Frühstück auch eher wie Capri-Sonne aus. Okay. Ja. Und hatte nur so eine leichte orangene Farbe, aber sehr viel dünner und war halt natürlich de facto eher Nektar als ein Saft. Und daran erinnere ich mich doch, wie der erzählte, dass sie halt eine Orange dreimal auspressen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, ja, kommt halt dann am Ende nur noch ein. Da kommt dann eigentlich eher so die Pestizide, die man reingedrückt hat, die kommen dann eigentlich eher wieder raus. Die hat man dann so in Flüssigform, so ein Glas Pestizide. Ich kann nicht sagen, ob es stimmt, aber ich sag mal so, für mich würde es irgendwie so zum Sinnbild irgendwie passen, weil das, was da als in dem Restaurant als Orangensaft präsentiert wurde, war halt de facto einfach nur wie eine Capri-Sonne. Und das ist halt faktisch sehr durchsichtig mit so ein bisschen orangefarbenen Schwebstoffen drin. Und eher Zucker. Und eher zuckerhaltig. Ja. Und so schmeckte das ehrlich gesagt auch der O-Saft. Ich weiß nicht, ob es... Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, O-Saft zu DDR-Zeiten getrunken zu haben. Ja, ja, aber wir hatten halt auch immer Garten und haben selber, wir haben selber Sirup gehabt. Die waren ja, die sind ja auch steil gegangen auf dieses Restaurant, wo wir da drin waren. Aha. Das war halt das Restaurant vom Hotel, vom Wessi-Hotel halt. Ne? Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt in andere Hotels gedurft hätte als Wessi. Weiß ich gar nicht. Und dann waren wir natürlich in diesem Hotel, auch weil sie da nicht Schlange stehen mussten und wir natürlich dann da reservieren konnten. Und trotzdem, aber diese Leere auch in den Restaurants, ihr müsst euch das mal vorstellen, Leute, da stehen Menschen anderthalb, zwei Stunden vor einem Restaurant, in dem de facto zwei Tische besetzt sind von 20. Das ist schon sehr absurd. Ja? Ich brauche jetzt ein Stück Schokolade. Ja? Ich brauche ein Stück Westschokolade, merci. Together. Ja. Und das war natürlich auch so ein Ding. Jetzt haben wir auch schon so ein zwei Stunden ziemlich genau voll. Ich frage mich immer so, wie lange wollen wir das A eigentlich machen und B... Ich dachte so bis 10, aber ich brauche Schokolade. Ja, und hört ihr uns überhaupt noch zu, ja, wenn zwei alte Säcke da jetzt sich solche Geschichten erzählen? Also ich habe zumindest Spaß. Ich habe auch Spaß. Das ist auch kein Aufbruch, kein Signal zum Aufbruch. Ja. Einfach eher nur so eine Frage an den Chat, ob ihr überhaupt noch bei uns seid. Ein paar haben sich unterwegs verabschiedet. Was? Ach, das ist... Weißt du, ich zähle ja eigentlich Kalorien und es funktioniert sehr gut. Jetzt habe ich hier schon eine Pizza gefressen, bei dir getrunken. Boah, ey, das ist wieder echt. Wir wurden immer mit ganz unauffälligen Zufallsleuten zusammen an einem Restauranttisch gesetzt. Echt? Katrin, ganz kurz, du bist selber auch aus dem Osten, richtig, wenn ich mich recht erinnere, oder hast du den Osten besucht? Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich glaube, du bist selber auch aus dem Osten, ne? Nö? Ne? Aber Ostbesuch, okay. Also. Nein, Ostbesuch, okay, alles klar. Okay, das kann ich, also keine sagen, weiß ich nicht, ob das so war, kann ich jetzt nicht berichten. Also da war ich auch dann zu jung für, falls das so gewesen sein sollte. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, also ne, da dürfte mich jetzt auch korrigieren, wenn ich da falsch liege, weil wie gesagt, für mich war das damals alles nicht relevant. Mhm. Ich weiß nur, dass ein großer Aufschrei damals dann war, als es dann um das Geldtauschen ging nach der Wende. Mhm. Weil ja irgendwie, es gab ja nur bis zu einem gewissen Alter wurde 1-1 getauscht, ab einem gewissen Jahrgang dann 1-2 und ich weiß nicht mehr, mein Jahrgang dann irgendwie 1-4 oder so, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Auf jeden Fall wurde das Geld, was ich als Kind schon hatte, echt deutlich, deutlich runtergesetzt und mein Bruder und ich, wir hatten jetzt nicht allzu wenig, weil meine Eltern haben jetzt, die haben nicht gut verdient, also die haben eigentlich eher normal verdient, aber auch also für DDR-Verhältnisse nicht schlecht, sondern wirklich eigentlich hat einen guten Verdienst zu DDR-Zeit. Wenn ich da kurz reingrätschen darf. Und man konnte das Geld ja für nichts ausgeben. So, genau, aber wenn ich da kurz reingrätschen darf, Verdienst, ich habe es ehrlich gesagt, das ist eine Sache, das fällt mir jetzt gerade ein und ich habe das eigentlich nie recherchiert, verifiziert oder sonst irgendwas, aber eine Sache, wo meine Eltern so auch mit den Unterschied zum Kommunismus erklärt haben. Also meine Mutter ist natürlich, da sie aus Schlesien geflohen ist, der Russe ist natürlich immer schlimm, ne? Also war nie gut und never ever und bloß nicht der Russe. Also das war natürlich, von daher war das auch permanent, also Punkt, das war bei uns immer Feindbild. Punkt. Das gab nicht mehr ansatzweise irgendeine Art von jetzt kein Hass, aber... Habe ich gleich eine Ergänzung dazu, aber... Ja, jetzt kein Hass, aber... Der James Bond hat die auch platt gemacht und so weiter. Also es macht einfach alles Sinn. So. Aber eine Sache, wie das immer so erklärt wurde, jetzt muss man dazu sagen, also ich komme aus dem selbstständigen Haushalt, meine Eltern waren Optiker, wir haben dort drei Geschäfte gehabt. So. Also Handwerk halt. Und eine Erklärung für mich als Kind war halt immer, ja guck, also da drüben darfst du vielleicht nicht frei reden, das war aber gar nicht der Punkt, sondern ein Hauptpunkt war immer,
Hier, also im Westen, bei uns, wirst du halt für Leistung belohnt. Mhm. Und da drüben, ob du Leistung bringst oder nicht, ist wurscht, kriegst eh dein Geld. Deswegen schafft da keiner was. So, mhm. Und alle kriegen das gleiche Geld, egal was sie machen. Mhm. So. War das eigentlich wirklich so? Also wenn du sagst, der Vater, gut, wer hat denn dann besser verdient? Also oder hat der, dein Vater machen können, was er wollte, er hat eh das Geld gekriegt, weil keiner rausgeflogen ist? Mein Vater war Elektriker. Aha. Und zu den DDR-Zeiten sogar Elektromeister oder Elektrikermeister. Der Meistertitel wurde ihm vom Westen nicht anerkannt, deswegen war er nach der Wende wieder ganz normal Elektriker, was völliger Schwachsinn war. Auch ein Riesenfehler. Riesenfehler, ja, das hat so viel verbrannt. Absolut. Das war auch eine Riesensauerei, weil die Prüfungen zu DDR-Zeiten, die waren nicht einfach. Ja. Auf jeden Fall war er nach der Wende wieder ganz normal Elektriker. Und kenne ich ja natürlich auch nur aus Erzählung, ich kann mich nicht daran erinnern, aber mein Vater und meine Mutter hat es vor allen Dingen mal gesagt, so, mein Vater hat sich auf Arbeit zu Tode gelangweilt, weil das Synthesewerk hieß das damals, wo er gearbeitet hat als Elektriker, das ist jetzt das BASF. Ja. Die hatten halt eine unglaubliche Menge an Elektrikern und die saßen halt in ihren Schichten rum, weil so viel gab es nicht zu tun für so viele Leute, die da waren. Und dann saßen die halt rum und dann haben die sich irgendwelche Saufspiele und so weiter ausgedacht. Dann haben die halt auf Arbeit gesoffen. Mein Vater kam regelmäßig von Arbeit wieder und war betrunken. Ja. Weil die halt auf Arbeit gesoffen hatten und weil sie sonst nichts anderes zu tun hatten. Und das hat da hat auch jeder gleich verdient. Ja. Das ist natürlich, je nachdem, welche Position du hattest, hast du unterschiedlich verdient. Und ich glaube auch nach Zugehörigkeit und so weiter war das gestaffelt. Aber Leistung, es gab aber Leistung war, also ich, so wie ich es immer verstanden habe, bitte korrigiert mich dort, so wie ich es immer verstanden habe, war Leistung jetzt nicht unbedingt das Relevanteste. Da war viel relevanter, dass du in der Partei bist und die richtige Parteilinie führst, dann. Wenn ihr euch, das mag ich jetzt komisch anhören, aber wenn ihr euch sowas noch mal heute noch live anschauen wollt, ganz ehrlich, dann kratzt mal ein bisschen Geld zusammen und fahrt mal eine Runde nach Nordkorea. Das habe ich mir 2011 mal geleistet. Und da hast du das heute noch exakt genauso. Und mit diesem Wissen, was ich halt von den Geschichten, die ich dir jetzt so gerade erzähle, plus Nazi-Führerkult, das ist Nordkorea. Exakt das. Das, was Schwester Claudia schreibt, ne, viele Arbeiter waren nur bezahlte Deko, es gab nicht wirklich Arbeitslose, genau. Es gab keine Arbeitslosigkeit. Es gab zwar Asoziale, Säufer und so weiter, die gab es so, die waren aber wirklich in Verruf, aber Arbeitslose. Ich erzähle dir jetzt mal. Aber du hast dir den Job halt auch nicht ausgesucht, wurde dir vorgegeben. Ja. Ganz kurz dazu, auch noch, wenn man sowas auch noch ein bisschen miterleben will, ich habe zweimal Theatergastspiele gehabt in Belarus, Weißrussland. Das hat mich ganz extremst an die DDR erinnert, Minsk. Okay. Ganz extremst an die DDR. Ja. Das ganze Verhalten dort. Also Vollbeschäftigung hast du in Nordkorea ja auch. Das sieht dann folgendermaßen aus. Da ist dann der Hotelsupermarkt. Also da bist du natürlich auch in so einem Westsupermarkt. Ich schließe darauf, du warst in Nordkorea. Ja, genau. Ja, warum? Weil ich ein Faible für bekloppte Länder habe und das einfach in der Liste der bekloppten Staaten ganz oben steht. Ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht. Ich könnt das gleich mal raussuchen, dann kann man das ja mal verlinken. Ist leider nie fertig geworden. Die letzten 10 Minuten fehlen, aber das könnt ihr euch gerne mal angucken. Eine Anekdote nur, dann schließen, weil es ist wirklich, da können wir eine ganze Folge mal zu machen. Aber eine Anekdote ist, Stichwort Vollbeschäftigung, die haben die ja da auch, ist halt, wie ich dort eine Flasche Wasser gekauft habe. Ich gehe also runter in den Hotel, Supermarkt, kaufe eine Flasche Wasser oder möchte eine Flasche Wasser kaufen. Gehe an die Kühlschränke, die da so stehen, statt Flasche Wasser, sogar relativ viel vorgegaukelte Vielfalt. Möchte mir eine Flasche Wasser rausnehmen, gehe an diesen Kühlschrank, möchte ihn aufmachen, sofort kommt eine asiatische Schönheit angebackelt und sagt, keine Ahnung, eine komische Variante in Englisch gesprochen, man versteht sie meistens nicht, macht mir den Kühlschrank auf, nimmt die Flasche raus und nimmt sie mir ab. So, jetzt, yes. Und ich so, ja, möchte diese Flasche haben? Ich so, ja, möchte ich haben? Ah, okay, follow me. Okay, also dann folge ich ihr. Das ist Verkäuferin Nummer 1. Verkäuferin Nummer 1 tritt an Tresen Nummer 1, dort ist Verkäuferin Nummer 2. Ihr gibt sie die Flasche. Die Verkäuferin Nummer 2 begutachtet die Flasche, füllt irgendeine Art von Zettel aus, dreht sich um, gibt sie an Verkäuferin Nummer 3. Den Zettel stempelt sie ab, dann kommt Verkäuferin Nummer 1, nimmt den Zettel, geht 2 Tresen weiter an Tresen Nummer 2, dort steht Verkäuferin Nummer 4, der gibt sie diesen Zettel.
Ja? Derweil hat Verkäuferin Nummer 3 die Flasche in eine Plastiktüte eingewickelt, läuft um Tresen Nummer 1 rum zu Tresen Nummer 2, um Verkäuferin Nummer 4 jene Tüte mit dem Plastik und der Plastikflasche zu geben, in dem meine Flasche Wasser drin ist. Ja? Dann bekomme ich die Flasche noch nicht ausgehändigt. Nein, denn ich werde von Verkäuferin Nummer 4 gefragt, wie ich denn bezahlen möchte, in Dollar oder in der örtlichen Währung. Ich sage dann in Euro, in Euro oder Dollar bezahlen möchte, weil du kannst nur als mit Devisen bezahlen, logischerweise. Kleingeld extrem beliebt, also die stehen auf richtig, kannst du deine ganzen 1, 2, 5 Cent Stücke, kannst alle loswerden. Sag dir, nimm die mit nach Nordkorea, kannst du loswerden. Zahle also meine Flasche, sage also, dass ich sie gerne in Euro bezahlen möchte. Dann kommt Verkäuferin Nummer 5 mit einem Taschenrechner, um den Umrechnungskurs sehr zu meinen Ungunsten umzurechnen. Ja, war dann irgendwie 50 Cent oder sowas. Ja. Und dann sagt sie, dass Verkäuferin Nummer 4, die tippt das in die Kasse ein, ich bekomme meinen Bon, die nimmt die Tüte, gibt sie Verkäuferin Nummer 5, die gibt sie Verkäuferin Nummer 6, die sie mir freundlich überreicht und mich zur Tür bringt. 6 Leute sind also damit beschäftigt, mir eine Flasche Wasser zu verkaufen. Also so schlimm ist es in Belarus nicht. Absurd. Das ist sehr großartig. Absurd. Aber gleichzeitig auch Service, muss man ja sagen. Da ist für alles gesorgt. Wir haben da einen armen alten Mann gesehen und der hat die Hoteltür geputzt. So eine große Hoteldrehtür. Als wir morgens mit dem Bus losgefahren sind, war der unten links einer normalen Hoteldrehtür. Als wir abends um 18 Uhr wiedergekommen sind, war er ungefähr 10 Zentimeter weiter an der gleichen Hoteldrehtür. Und unser Guide war ein bisschen offener. Er hat gesagt, das muss für eine Woche reichen, diese Aufgabe. Schön, was Sascha da schreibt, hier, der kleine Modellbauer. Erstaunlich, dass der Kühlschrank nicht nur aufgemalt war. Ich hätte gerne diese Flasche. Okay, ich gehe mal ins Lager und suche sie. Also das ist mal, wenn euch das mal interessiert, können wir gerne eignen. Das ist ein Quell von Anekdoten, ein beklopptes Land. Ich bin mir völlig bewusst, über die Menschenrechtsverletzungen brauchen wir nicht. Also können wir gerne drüber reden, aber damit bin ich mir... Ich war auch in China. Ich habe drei Wochen Tour in China gehabt. Ich war in Venezuela, was auch alles andere als aber, das Land ist. Ne? Also. Ich bilde mir schlicht und ergreifend ein, kleine subtile Nadelstiche gesetzt zu haben, aber wie gesagt, das würde heute jetzt... Ich habe China, und ich habe damals auch überlegt, machst du China wirklich so? Ich höre dir zu, ich hole mir noch was zu trinken. Ja, das war 2007, wo ich auch überlegt habe, machst du China, machst du es nicht mit, und dann dachte ich, ach komm, du lässt dir das nicht entgehen. Zum einen war es mit dem Orchester zusammen, ich musste es nicht bezahlen, ich war Orchesterwart zu dem Zeitpunkt. Nee, ich hätte mir einfach nicht leisten können. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Student, ich hätte mir das nicht leisten können. Und dementsprechend war so, auch ich kriege es bezahlt, alles klar, dann bin ich mal dabei. Nachricht davor ging, welche bekloppten Länder haben die Chrisse noch nicht besucht. Reisegeschichten sind das eine andere Folge. Auf jeden Fall, China und für mich war China damals 2007 eine unglaubliche Erfahrung in Demut unserem eigenen Land gegenüber. Ja. Die habe ich bis heute irgendwie behalten. Bis heute kann ich mir China abrufen, weil das erste Erlebnis war Peking, diese unfassbar gigantische Stadt, damals noch mitten in den Bauarbeiten für Olympia. Und so also das ist wirklich eine Stadt, die niemals schläft und auch mit Zuständen. Ich werde nie vergessen, dieses Bild von den Bauarbeitern vor unserem Hotel, die irgendwann ein Bild, das kann ich im Kopf abrufen. Mhm. Du hast so ein Verkehrsschild, die Stange, wo das dran ist, und da stand einer oben drauf. Ja. Einfach nur, der stand dort einfach nur ungesichert, balancierte und schweißte mit einem Schweißgerät das alte Schild rübergebeugt unten ab. Der balancierte einfach nur oben auf diesem kleinen Rund, balancierte der mit Schweißgerät und schweißte das ab. Und unten standen drei Leute. Mhm. Und du wusstest, wenn der runterfällt, dann klettert er den Arbeit, nicht. Der Arbeitsschutz beim Imperium ist halt auch eher chinesisch geprägt. Deswegen haben die keine Geländer. So. Ja? Und du wusstest halt einfach, wenn der runterfällt, klettert der nächste hoch. So, dann war ein Erlebnis, das war auch noch in Peking. Also beziehungsweise eigentlich waren die furchtbarsten Erlebnisse, waren allesamt in Peking. Am einen Abend waren wir unterwegs, da waren wir in einem studentischen Viertel und wir saßen dort bis nachts umsonst da waren und haben gequatscht und chinesischen Wein getrunken. Und es war so herzlich. Chinesischer Wein, klingt schon fies. Widerlich, kann man nicht anders sagen. Widerlich. Ich habe mir damit auch eine ganze Weile, ich konnte ein paar Jahre kein Wein mehr trinken, weil das wirklich alles versaut hat, aber es war spottbillig. Ja. Und das Schlimme daran war, wir saßen da nachts um 2 noch und dann kamen so 4-Jährige.
vierjährige Kinder und bettelten um Geld. Und wir wussten, wir dürfen denen nichts geben. Wenn wir denen was geben, sind 20 da, das ist das eine Problem. Und wenn man geguckt hat, hast du gesehen, an der Ecke hinten, da stand ihre Aufseherin, die das Geld einkassiert hat. Verstehe. Die auch wieder Aufseher hat, die das Geld einkassieren. Das haben wir von unseren Guides erfahren. Und diese ganzen Leute, die kriegen dann, also die Kids und die Frau, die kriegen, je nachdem, was sie sammeln, die kriegen dann Schälchen Reis pro Tag. Und das bricht einem so das Herz. Ja, glaube ich. Wenn du diese Kinder hast, also wenn du einen Erwachsenen hast als Bettler, damit kannst du irgendwie noch umgehen. Ja, vor allem, wenn man sich noch ein bisschen so als Bettler. Also, ja, ja. Und dann gerade so dieses Alter. Und du weißt, du darfst nichts geben. Darf nicht, weil du damit dieses ganze System auch irgendwie... Und dann habe ich auch ein Bild gesehen, das war dann vor unserem zweiten Hotel. Vor unserem zweiten Hotel. Hallo, Niki. Das werde ich auch nicht vergessen. Wir standen abends draußen und irgendwann kam ein Chinese, trug ein Kind, legte das ab, deckte das zu, kniete sich daneben und betete und bettelte. Wir sind dann irgendwann gegangen, aber wann war das? 2007. Okay, so. Wir konnten uns alle nicht erinnern, dass sich dieses Kind auch nur einmal bewegt hat. Wir wissen bis heute nicht, ob dieses Kind noch gelebt hat. Wir wissen es nicht. Oder aus der Puppe war, who knows? Ja, okay. Na, zu dem Zeitpunkt glaube ich mir noch nicht. Okay. Also, das sind auch so Bilder, die kann ich abrufen. Ich verstehe das absolut, ja. Und das hat mich unglaublich demütig gemacht, unserem Land gegenüber. Wie gut wir es hier haben. Also, ne, zum einen das, die Rechte, die wir hier haben, und den Luxus, den wir hier haben. Werd mal krank im Ausland. Reicht schon. Und es ist auch, ne, wir können meckern, so viel wir wollen auf Hartz IV. Ich selber habe mehrfach Hartz IV gekriegt in meinem Leben. Wir können meckern, so viel wir wollen darüber, aber es gibt es immerhin noch. Ja. Ne? Es gibt es immerhin noch. Und jetzt sage ich ja... Im Kontext, Niki, ist gerade, wir reden gerade über Länder, die wir besucht haben. Genau. Wir haben gerade über Korea, Nordkorea geredet, wo Chris war, und reden jetzt gerade über China, wo ich war. Und ich war nur auf der Durchreise in China nach Nordkorea. Das heißt, ich kenne den Flughafen von Beijing. Und wir hatten auf dem Rückflug und jetzt so die Story dazu. Und dann, wie gesagt, brechen wir hier diesen Teil mal ab, weil das ist wirklich, da können wir eine eigene Frage. Ist auch ein bisschen deprimierend. Ja, ist ja nicht schlimm. Man kann auch mal über ernste Themen reden. Genau, also pass auf. Wir fliegen also zurück, wir haben extra Air China gebucht und nicht Air Koyo, die Nordkorea Airlines, haben wir da irgendwie nicht getraut. Und dann fliegst du dann nach Peking, musst dann da, hatten wir glaube ich 6 Stunden Aufenthalt, bevor es dann mit der Lufthansa zurück nach Frankfurt ging. Und es gibt, du kannst hier da ein Kurzvisa holen für 50 Euro oder so, irgend so ein Kram. Und das reicht, damit du mit der S-Bahn in so eine Mall fahren kannst, die so eine halbe Stunde vom Flughafen weg ist. Da kannst du dann 3-4 Stunden da rumrennen und fährst wieder zurück. So, das haben wir halt gemacht. Ja. Jetzt haben wir in Nordkorea schon, jetzt musst du natürlich dazu sagen, in Nordkorea sind die halt alle schlank und rank. Klar, die haben wir nichts zu fressen. So. Das Witzige ist ja, das haben wir uns die ganze Zeit schon gefragt. Dass die aber das kann doch nicht sein, der Ding hat doch die Burger erfunden. Das ist ja, der hat ja alles, allein das könnte ganz. Wieso haben die nichts zu essen? Aber was wir uns auch gefragt haben, die einzigen Dicken sind halt die Kims. Ja. Das sind halt wirklich die einzigen Dicken. Ja. Ja. Sonst sind die alle halt alle schon, also wenn man es positiv will, schlank und rank. Ja. Unterernährt, ja. Auf dem Land eher in der Stadt geht's, aber auf dem Land. Ja, aber die einzigen Dicken sind halt Kim und so weiter. Auch die Statuen von denen sind ja dick. So. Egal. Und Chinesen. Ja, also Chinesen. Also ich habe keine gute Gesichtserkennung für asiatische Gesichter oder. Ist einfach Macht der Gewohnheit, habe ich halt nicht. Okay. So, ja, aber Chinesen erkennst du sofort, weil das sind die Dicken. Und die hässlichen, by the way. Also, man muss es so pauschal sagen. Du erkennst sofort, dass ich Chinesen. Sofort. Ja, sofort. Sofort. Egal. Also kommen wir zurück nach Peking, haben da diese paar Stunden Aufenthalt, nehmen diese S-Bahn in diese Mall und fahren dann in diese Mall. Ich kann nicht sagen, ob diese Mall repräsentativ für China ist und so weiter. Das ist alles, was ich von China jemals gesehen habe. So, außer dem Flughafen. Und nach 14 Tagen Armut. Und sicherlich aber halt auch irgendwo eingerichteter, familiär. Also ich glaube schon, dass es ein besonderer
Spirit war in der DDR und auch in Nordkorea, weil man halt nichts hat und weil man irgendwie zusammenhält. Ich glaube, dass das ein Spirit ist. den ich nicht kenne, weil es den bei uns einfach schlicht und ergreifend nicht geben musste und nicht gab oder nicht in dieser Ausprägung. So. Habe ich einen kleinen Einschub dazu, als ich studiert habe. Und mit Freunden, mit Studienfreunden gemeinsam trinken war, habe ich irgendwann, da hatte irgendjemand irgendwas Besonderes dabei und schenkte das so ein. Und ich meinte dann irgendwann so, ja, aber hier, der fehlt ja noch, der kommt dann später. Sollen wir das nicht erst später machen, dann kriegt er auch noch was ab. Und er guckte mich an und sagte, du bist so ein verdammter Ossi, warum musst du immer an alle denken, dass jeder was abkriegt? So, kleiner Einschub dazu. Gut, Höflichkeit könnte man es halt auch nennen. Egal. Der hat das im Spaß gesagt. Ne? Gut, der fand das cool, dass ich das so denke. Du kommst ja, also klar, die hatten nichts zu futtern. Klar, du als Tourist wirst natürlich von vorne bis hinten bepempert. Und so, ja. Bist ja nicht dumm, du kriegst das ja mit so. Und du bist natürlich auch 14 Tage lang markenlos. Es gibt da ja keine Marken. Natürlich gibt es eine gefakte Gucci und so weiter in dem Intershop. Da kriegst du alles, aber de facto siehst ab und zu mal, ja, das gibt es mal Mercedes oder auch mal ein Porsche auf der Straße, ein Cayenne. Das gibt es also schon, aber das ist natürlich einer von. Ja, also du siehst halt einfach keine Werbung, du siehst keine Marken etc. So. Und jetzt kommst du in diese chinesische Mall. Nach 14 Tagen Konsumentzug. Und kommst in diese chinesische Mall, die halt aus durchgefakten Stores besteht. Da war ein gefakter Starbucks, da war ein gefakter Apple Store, da waren halt nur Fake-Läden. Mhm. Ja, knapp am Starbucks vorbei, aber war halt kein Starbucks. Mhm. Überall durchkonsumierende Menschen, alle übergewichtig, alle konsumgeil. Der Kontrast kann nicht krasser sein, sodass du dich auch selber nochmal, nicht, dass es jetzt sonderlich lang nachgehalten hätte, ja, ich bin bezählender Amazon-Käufer und da kannst du mich jetzt für dissen oder nicht. Cancelt mich, ja. Dito, ja? Ich bin bei, das ist eine Schlacht, die ich nicht führe, da bin ich ganz banal zu bequem für. Genau, aber und sodass wir beide, also ich war mit dem Kumpel da, sodass wir beide irgendwie gesagt haben, ey, also wir wünschen diesen Nordkoreanern schon Freiheit, ja, aber ihr könnt die nicht so, wie sie China oder wie sie jetzt halt hat, weil das würden diese Menschen dort nicht überleben. Mhm. Das würden die geistig, weil das nochmal eine Spur verschärfter zum Konsumkapitalismus ist, den du dann in den 90ern erlebt hast. Das ist nochmal zwei Spuren drüber. Das glaube ich sofort. Ja, das ist praktisch, wie wenn man den Ossi sofort in den Walmart gesteckt hätte. Der war auch überventiliert und gestorben. Ja. Das kannst du nicht machen. Das kannst du einfach nicht machen. Diese Leute bringen dich und es gibt ja sehr viele Nordkoreaner, die, wenn sie es rüber geschafft haben nach Südkorea, die sich dann das Leben nehmen, weil sie das nicht ertragen können. Okay. Ja, okay, die Selbstmordrate unter den nordkoreanischen Flüchtlingen ist extremst hoch. Okay. Ja, weil sie das schlicht und ergreifend nicht ertragen können, obwohl die vom Staat relativ viel supported werden und so weiter, aber auch natürlich ihre Ausbildung ist nichts wert. Die gucken sich ihr Leben an und fragen sich, was habe ich all die Jahre lang gemacht? Wurde mein Leben lang verarscht, ja. Genau, und zwar nicht nur so ein bisschen, bei euch, sorry, wenn ich so sage, wusste man es ja irgendwo besser. Mhm. Die wissen es nicht besser. Also in Pyongyang mag so, und natürlich die Bonzen, klar. Aber der einfache Landarbeiter, der glaubt, dass Kim Jong-un den Hamburger erfunden hat. Der hat keinen Westfernsehen, der glaubt es. Und für den ist das, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da können wir gerne mal eine eigene Sendung drüber machen. Das ist wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da haben wir wirklich beide gesagt so, ja, Freiheit bitte für Nordkorea, aber echt langsam. In langsamen, homöopathischen Dosen, weil das wird dieses Volk nicht überleben, wenn da der Kapitalismus über sie hereinbricht. Und dann das ist eigentlich furchtbar, das ist wirklich furchtbar. Also diese Konsumgesellschaft, die wir haben, und die chinesische, ist nochmal drei Stufen über unserer Konsumgesellschaft. Mhm. Also zumindest in dieser einen Mall, die ich da wahrgenommen habe. Ich kann nur diese Mall da sehen. Und die war einfach so extrem, dass es sogar mir als durchgehenden Konsumfreund, das ist eine Perversion. Wir waren halt als erstes in Peking, und danach in Guangzhou. Und im Anschluss in Shanghai und dann Kanton. Ja. Das waren die Städte, in denen wir waren. Guangzhou war die kleinste Stadt, das war so quasi ein chinesisches Dorf, hatte nur 4 Millionen Einwohner. War auch tatsächlich relativ gemütlich. Alles andere, Peking, ne, hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 14 Millionen, Shanghai 18 und das sind denn Dimensionen, dann kann es ja gar nicht vorstellen. Seitdem, ne, ich habe ja vorher immer gedacht, ich kam aus dem
aus deutschem Dorf hier ins Ruhrgebiet und dachte immer, boah, das Ruhrgebiet ist so krass voll. Dann war ich in China und ich sage dir, ne, nicht nur, dass mich das geerdet hat und demütig gemacht hat, dem, was wir in unserem Land gegenüber haben und entspannter gemacht hat, auch allem, was in unserem Land schief geht. Auch wenn ich unsere Politik beobachte und denke, boah, heilige Scheiße, das ist mir egal, ob es CDU oder SPD ist, ich mag sie beide nicht. Wenn ich mir das alles angucke, aber es hat mich wirklich demütig gemacht und und diese Riesenstädte haben mir erstmal gezeigt, boah, das Ruhrgebiet ist so schön gemütlich, ist das angenehm. Und vor es allem, ist so ruhig hier, hier sind so allem, wenig Menschen, man hat so viel Raum, sich zu bewegen. Wenn du über China fliegst und aus dem Flugzeug kommst, hast du trotzdem noch 2 Stunden lang nur Wüste, über die du guckst. Ja. Da kommt ja noch dazu, du fliegst über dieses beschissene Land und guckst erstmal 4 Stunden lang nur die Wüste runter, bevor dann irgendwann mitten in der Wüste so eine Riesenstadt auf einmal ist. Dafür, dass dann 2 Stunden lang wieder nur Wüste kommt, dann kommen mal riesige Felder und dann... Was hatte ich noch? Also gemütlich, demütig. Und Shanghai war noch mal sehr, sehr speziell. Weil Shanghai tatsächlich zu dem Zeitpunkt damals schon, das ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, das war wirklich, das war so ein bisschen Blade Runner futuristisch. Echt? Okay. Zu der Zeit schon. Natürlich noch in einem kleineren Rahmen, aber das war eine Stadt, die war auch nachts vollkommen hell, weil es war überall war LED-Werbung und jeder einzelne Baum im Park war farbig angestrahlt und es war alles hell und leuchtete und lebte und bewegte sich und war total spooky. Das war sowas, wo ich dachte, das kenne ich eigentlich nur aus Blade Runner und natürlich in Blade Runner abgeranzt und hier ist es jetzt zumindest in der Region, in der wir waren, ein bisschen edler. Wir haben dann im Bus haben wir dann die Ecken gesehen von Shanghai, die auch ein bisschen sind. Das war echt spooky und die gruseligste Geschichte, die ich persönlich in China erlebt habe, die ist uns auch in Shanghai passiert. Wir sind einkaufen gegangen. Und plötzlich kam ein Chinese auf uns zu und sprach uns in perfektem Englisch an. Okay. Absolut. Ich dachte, er kommt mit perfektem Deutsch an. Er sprach uns in perfektem Englisch an. Also wirklich. Und hey, how are you? Und tralala, bla bla bla. Und I've seen you this. And are you from there? And, ah, from Germany. Sondern hat uns einfach Fragen gestellt und wirklich perfekt. Und dann, mein Gott, hat er echt gut gelernt. Dann ging der aber nicht mehr weg. Und der verfolgte uns und der rief mit uns. Und irgendwann, und das war wirklich spooky, irgendwann haben wir kapiert, der versteht kein Wort, was wir dem sagen. Der spricht kein Wort Englisch. Das ist indoktriniert, auswendig gelernt und der soll uns irgendwo hinbringen. Weil du hast einfach gemerkt, egal was, wir haben, selbst wenn wir anfangen, den zu beleidigen oder dem irgendwie go away oder irgendwas, der versteht kein Wort. Er hat es nicht kapiert. Das war so gruselig. Das war wie so eine Menschmaschine. Das war wirklich, oh, also wenn ich jetzt schon dran denke, kriege ich wieder Gänsehaut. Das war wirklich sowas, wo wir waren zu dritt unterwegs. Es war wirklich, wir müssen irgendwie sehen, dass wir müssen den loswerden, weil wer weiß, was da noch für Leute kommen. Das war richtig, richtig spooky. Das hast du in Nordkorea auch. Die Nordkoreaner haben einen großen Schatz. Sie haben irgendwann mal zu Zeiten des Kalten Krieges haben sie mal ein amerikanisches Spionageschiff vor ihrer Küste hops genommen. So, die sind da ein bisschen zu nah an die Küste rangefahren und dann haben sie die erwischt. So, und dieses Schiff wird als Nationalheiligtum in Pyongyang ausgestellt. Wir haben die Amerikaner besiegt. Ohne Scheiß. Ja. Schön. Und die Tante, die da die Führungen macht, zumindest der Uniform nach einem Armeeangehörige, keine Ahnung, ob sie wirklich eine ist, zumindest hat sie eine Uniform an, die macht die Führung auf Englisch und die kann auch kein Englisch. Die hat das einfach phonetisch auswendig gelernt und die plappert das runter und das haben wir auch gemerkt, als wir da mal eine Nachfrage hatten. Sie hat so 2-3 Nachfragen hat sie drauf, die halt so standardmäßig sind, aber sobald du dann auf diese Nachfrage nochmal eine hast, guckt sie dich lieb an. Now we got to the next event. So, und dann geht's aber. Und dann habe ich gesagt, das ist zu Markus, so, die kann kein Englisch. Und das ist richtig gruselig. Ja. Die hat das auswendig gelernt und die quatscht einfach nur nach. Die weiß wahrscheinlich gar nicht, was sie da sagt. Richtig spooky. Ja. Aber für mich war damals auch, beziehungsweise das habe ich bis heute, weil man hat ja jetzt diese große Diskussion, Amerika, China, neue Weltmacht, bla bla bla.
Ich bete zu Gott, dass so schlimm und schlecht, wie ich teilweise auch das amerikanische System finde, so viel, wie ich finde, wieder schief geht. Mhm. Aber Halleluja, bitte nicht das chinesische System. Bitte lass nicht China, das System aufbauen. Ich kann dir das, ich habe es ja jetzt wieder im Umfeld und so, die ganzen... Aber die Amis sind ja auch schlimm und was die Amis alle machen und dann kommt... Ja, natürlich, aber es kann doch einfach alle Scheiße sein, ist doch okay. A, das und B, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, also ich bin großer Transatlantiker, Punkt. Sicherlich auch durch meine Prägung, ja, weil wir hatten, also wie gesagt, in Mannheim, wo ich herkomme, waren 70.000 Amerikaner stationiert, amerikanische Soldaten, amerikanische GIs, amerikanische Autos, gehört für mich zu meiner Kindheit dazu. Das war einfach wirklich normal. Das kriegst du auch aus mir raus, nicht mehr raus und das werde ich auch immer verteidigen. Aber ich sag dir halt an der Stelle halt auch eins, und das werde ich auch, sage ich auch jedem. Ja, die Amis machen auch viel Scheiße und was sie in Südamerika gemacht haben, mit irgendwelchen Diktatoren eingesetzt, Hauptsache bloß kein Kommunist und so weiter, können wir über alles reden. Aber am Ende des Tages will ein Amerikaner Business machen. Mhm. Und Business machst du nur mit Stabilität und Freiheit, sonst machst du nämlich kein Business. Mhm. Ja? Und deswegen ist mir ein amerikanisches System am Ende des Tages lieber, weil es auf Business rausläuft und das funktioniert halt nur mit Stabilität und mit Freiheit, wie ich gerade eben gesagt habe. Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Sonst kannst du ein Land auspressen, okay, aber da machst du halt kein Business mit. Ja. Und deswegen verstehe ich auch China überhaupt nicht. Mhm. Ein Land, das doch megamäßig von dieser Art, Geschäfte zu machen, doch profitiert. Zumindest. Ich bin kein China-Experte, ja, aber zumindest in meinem Augenschein. Klar, bei wie vielen Milliarden Menschen haben sie? 1,8 Milliarden? Irgendwie sowas in der Dreh. Ja. Sicherlich gibt es auch eine horrend verarmte Landbevölkerung. Mhm. Ja. Aber es gibt ja auch nicht den Chinesen. Es gibt auch nicht den Chinesen. China ist so ein Riesenland. Genau. Das war mir auch vorher nicht klar. Aber die Chinesen in Peking verstehen die Chinesen irgendwie im anderen Teil. So. Das ist völlig unterschiedliches Chinesisches, was die sprechen. Und natürlich muss ich dann das halt natürlich, dieser Wohlstand, der da erzeugt wird, und den kann man ja nicht absprechen. Es gibt ja stinkenreiche Chinesen. Der muss sich ja erstmal durchfressen im positiven Sinne, bis der halt am Ende ankommt. Das ist ja, mein Gott, in den USA gibt es auch bettelarme Landstriche, ja, klar. Ja, aber halt natürlich auf einem anderen Level als in der Sahelzone. Okay, ja, aber das de facto gibt es in den USA. USA ist ein Scheißland zu wohnen, wenn du kein Geld hast. Ja, aber ein richtiges Scheißland. Ich wollte in den USA nicht wohnen, wenn ich kein Geld habe. Ich habe gestern just wieder hier mit den beiden Kollegen über etwas gesprochen, was ich vor einem halben Jahr oder so in einer Doku gesehen habe, über eine vierköpfige Familie, wo beide Eltern Teile einen festen Job haben und ein Einkommen haben und sie können sich keine Wohnung leisten und leben in zwei Autos in den USA. Ja. Das ist furchtbar, das kann nicht sein. Das geht nicht. Aber wenn ich mir, wir sind gestern drauf gekommen durch Mietentwicklung, weil irgendwie von dem einen eine Bekannte hat jetzt ein Angebot, in einer WG in Düsseldorf mitzuwohnen, 18 Quadratmeter, Mietpreis 700 Euro. Wo du sagst, bitte was? Ich zahle für meine komplette Wohnung keine 700 Euro. Ja, zum Glück. Ja. Halleluja. Aber das, ne, und da nähern wir uns amerikanischen Standards an, wo man auch bald sagt, man kann sich trotz Job keine Wohnung mehr leisten. Das ist ja irgendwie. Und das sind auch Dinge, da darf man auch gegen sein, da darf man auch gegen protestieren, da kann man sich auch, da kann man auch seine Stimme erheben. Die Frage ist halt immer, wie und in welchem Rahmen. Aber das ist halt, und da glaube ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen dran, dass am Ende Penunze über Ideologie siegen wird. Ja. Hoffe ich zumindest mal. Auf der anderen Seite hätte ich vor einem Jahr über Putin noch genau das Gleiche gesagt. Wie dumm kann man sein? Ja. Ja. Der wird doch nicht, der verdient sich doch dumm und dusselig. Wie kann man denn nur? Aber obviously you can. Ja. 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 Auch in der Sage immer. Ja, es gibt bestimmt auch Kulturen, wo einfach eine Gesichtsverlustgeschichte ein Punkt ist. Und dann sagst du halt immer, ja. Ich habe auch eine Kollegin aus dem Iran, da bin ich mir auch immer nie so sicher, was sie eigentlich versteht und was sie nicht versteht. Ich glaube, bei vielen Dingen sagt sie einfach, ja, habe ich verstanden, um das Gesicht nicht zu... Ich weiß es nicht, keine Ahnung, manchmal ist es so. Ja. Worum geht's hier, Schauerberger? Wir machen einen wilden Ritt und aktuell sind wir schon bei der großen Weltpolitik angekommen. Drunter machen wir es nicht. Ja, wir haben jetzt aber just gerade unfassbar viele Follows. Schön. Ja, ich habe eher einen anderen Verdacht. Aber gucken wir mal, weil das ist da ein bisschen seltsam im Sekundentakt. Follows. Okay. Follows sind doch gut, das ist richtig, ja. Aber man weiß ja nie.
Weil sie kommen alle so auf den Schlag. Wir sind keine Bots, das hoffe ich. Das hoffe ich. hat dich jemand geraidet und ich habe es nicht mitgebracht? Oder? Nein. Okay. Nein, aber man weiß ja nie. Deswegen Verdacht erst einmal geäußert und diese unfassbar vielen Follows jetzt auf einen Schlag machen mich etwas merkwürdig. Ich nehme mal, aber einfach damit wir hier vernünftig weiterreden können, wenn ich es finde, das Alert-Zeichen. Also das ist das... Alertbox habe ich doch eigentlich aus. So, jetzt. Okay. Ja. Okay. Gut, wir waren eigentlich bei der großen Weltpolitik und unserem kleinen Nerd-Talk angekommen. Ja. Vielleicht scalen wir es mal wieder ein bisschen runter. Was hätten wir denn noch so? Da hast du noch irgendwie ein kleines Anekdötchen, dass du, was wir, komm, wir machen mal den Aufreger der Woche. Ja. Aufreger der Woche. Ja. Oder von mir aus auch des Monats. Ein Monat ist rum, ja. 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 Aufreger der Woche. Über Gender werden wir uns heute nicht, über Gender werden wir uns heute nicht äußern, weil das Thema würde einfach hier richtig nicht ergreifend den Rahmen sprengen. Und da haben wir noch Menschen dazu, die wir dazu gerne dazu holen würden, um das volle Spektrum abzubilden. Korrekt. Gendern ist einfach ein Thema. Dafür bin ich nicht genügend drin, um mich dort wirklich gut genug äußern zu können. Ich kann nur für mich sagen, ich mache es nicht, aber Punkt. Ja. Also Aufreger der Woche, komm, sag mal, hatte ich diese Woche aufgeregt. Auch im positiven Sinne, was hat dich diese Woche gefreut? Diese Woche, mich hat tatsächlich, mein Highlight und dementsprechend auch Aufreger, ist die ganze Harry Potter Debatte. Ja. Und unser Stream, den wir am Mittwoch hatten. Ja. Weil ich wahnsinnig glücklich war, wie wir hier als Stream damit umgegangen sind. Und zwar sowohl von dem, was wir inhaltlich geboten haben, als auch von dem, wie unsere Community damit umgegangen ist. Mit diesen wirklich, wirklich schweren Themen. Okay. Ja. Und das fand ich super. Cool. Ja. Jetzt hast du so schnell geantwortet, dass ich... Jetzt noch was überlegen muss. Ja, also es ist vielleicht auf einem kleinen, ich mache es mal ein bisschen nerdiger. Und zwar habe ich ich habe mir nach über 10 Jahren doch tatsächlich nochmal zum Anlass genommen, mir die Mass Effect Teile durchzuzocken. Oh, schön. 1-3, die gab es jetzt gerade im Dezember auf der PlayStation als PSMG, also als kostenloses Ding in der Legendary Edition, also praktisch alle drei mit Makeover und ein paar Verbesserungen etc. pp. Und dann habe ich jetzt wirklich seit mehr oder weniger 24. Dezember die drei Teile nochmal in einem Monat, Stefan, greift mal ein bisschen durch. Ja. Einfach nur so. Genau. In einem Rutsch das Ding durchgespielt und was muss ich sagen, hast du die gespielt? Nein. Ich habe ein paar Mal in Let's Plays reingeguckt, ich weiß durch Sebastian, der ist Riesenfan, so ein bisschen was, aber selber nie gespielt. Okay. Obwohl es eigentlich vom Spielstil her genau meins wäre, ich habe nie die Zeit dafür gefunden. Okay, also ich kann dir jetzt ungefähr sagen, wenn du es relativ straight durchspielst, dann... Ey, Orkenspalter TV kommt. Orkenspalter. Sensationell. Vielen, 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 vielen lieben Dank für den Raid, liebe Orkenspalter, liebe Mairi, lieber Nico. Dicke, fette Liebeskartoffel und herzlich willkommen an alle Raider. Nicht wundern, im Chat geht es gerade ein bisschen rund, aber die Mods greifen schon durch. Wir sind gerade bei Mass Effect. Ich habe jetzt also nochmal, also du brauchst, um deinen Zeitaufwand mal einzuschätzen, wenn du es relativ straight durchspielst, also wenn du keiner von diesen, ich brauche überall 100% Leuten bist, dann hast du beim ersten Teil ungefähr so 27 Stunden, im zweiten ungefähr 35, 37 und im dritten ungefähr 45 Stunden. Ja. Sowas um den Dreh, wobei ich dir beim dritten empfehlen würde, relativ viel zu machen, weil brauchst, das geht dann so um so eine Flottenstärke, wie stark deine Flotte ist. Es gibt ein Minimum, dann könntest du zur Endmission springen, hast aber dann nicht die volle Auswahl an Enden, ja, und dann macht es einfach keinen Sinn, das zu machen. Und das Spiel war ja relativ umstritten, ob des Endes, dass ich dir dann jetzt hier nicht spoilern werde. Ich kann aber an der Stelle sagen, wenn du weißt, was kommt, wie ich, und es dann nochmal spielst, kannst du irgendwie dieses Ende mehr appreciaten, ja, also dann findest du es eigentlich ganz gut. Also, wenn du es noch nicht gespielt hast und die Legendary Edition dir noch besorgen kannst, ganz ehrlich, die kostet 24 € und du kriegst dafür einfach über 100 Stunden Story-Spielspaß fast ohne Grinden. Ja. Kann ich einfach nur empfehlen. Ja, Mass Effect.
do it. Das war so, ich wollte es unbedingt noch fertig kriegen, damit ich Hogwarts Legacy dann eigentlich jetzt am Wochenende spielen kann. Aber es hat sich, und das war dann so mein Fail der Woche, hat sich wirklich, mein Versandstatus hat sich also in Minuten, im Stundentakt geändert. Ja. Also meine schön per Deals erstandene Deluxe Edition wurde ohne Nachricht storniert. Ich gucke so in mein Amazon-Konto rein, um zu gucken, wann kommt es denn eigentlich heute? Weil das sollte ja früher kommen. Und dann wurde es einfach storniert, ohne Wenn und Aber oder ohne Nachricht. Und zack. Und dann kommt es jetzt am Montag angeblich. Ja. Ja. Naja. So, was haben wir da schon wieder? Ei, Karamba, ey. Ja. Ja, das ist keine Ahnung, was da schon wieder los war. Was hast du gewählt am Ende in Mass Effect 3? Ich habe das vorgesehene Ende gewählt, also Zerstörung. Ja. Du hörst jetzt mal weg. Zerstörung gewählt. Ich glaube, ich werde das nicht spielen. Also es gibt halt dann kann ich dir sagen. Also es gibt einen Punkt, der mich im Mass Effect auch immer noch stört. Ist, also wenn du das Ende kennst, also das Ende hat, du hast halt 100, über 100 Stunden darin investiert und das Ende ist irgendwie so, hä? Das heißt, wenn du es zum ersten Mal spielst, denkst du wirklich so, echt jetzt? Das jetzt? Mhm. Okay, das ist komisch. So. Wenn du weißt, dass es kommt, bereitest du dich ja schon ein bisschen drauf vor und weißt, dass es ja jetzt nicht das klassische Showdown-Ende ist, sondern dass es irgendwie anders wird. Und dann fand ich es beim zweiten Mal gar nicht so schlimm. Was aber ein Problem ist, dass du natürlich vorher dir vorgegaukelt wird, alles hat eine Auswirkung. Mhm. Was auch so ist. Also es gibt wirklich Auswirkungen in Teil 1, die du in Teil 3 dann spürst. Ja. Jetzt nicht so megamäßig, aber wenn da irgendeiner stirbt, dann fehlt er halt in Teil 3. Wenn er dir in Teil 1 nicht stirbt, hast du ihn dann noch und so weiter und so weiter und so weiter. Der Punkt ist, es gibt halt dann an der Stelle einfach den Punkt, wo es wurscht ist. Mhm. Das heißt, die drei Enden hast du auf jeden Fall. Mhm. Egal, wie du vorher gespielt hast. Mhm. Du kommst an einen Punkt, wo du dich entscheiden kannst, Tor 1, Tor 2, Tor 3 oder Zonk. Mhm. Und das ist halt, finde ich halt doof, weil du hast dir ja irgendwie Gedanken gemacht. Spiele ich den jetzt böse? Spiele ich den jetzt gut? Ja? Ja. Mache ich die Beziehung da? Kill ich den? Lasse ich den sterben? Und so weiter und so weiter. Und das hat doch irgendwie Auswirkungen. Aber aufs Ende hat es am Ende keine Auswirkung, weil du literally in der letzten Sekunde, egal wie du vorher gespielt hast, das Böse, das Neutrale und das Schlechte Ende wählen kannst. Mhm. Immer. Und das ist, das ist halt schade. Das nimmt so den Value von dem Wert, den du dir vorher gemacht hast. Dann ist so, ach so, brauche also nur einen Spielstand hier und kann es dann nochmal machen. Deswegen habe ich das auch in 10 Jahren nicht wieder angefasst, weil ich ja wusste, es ist scheißegal, wie ich spiele. Mhm. Ich habe am Ende sowieso noch die Wahl. Mhm. Das ist bei Knights of the Old Republic, beim allerersten ist das genauso auch. Da kannst du böser Jedi sein, grauer Jedi sein, guter Jedi, ist scheißegal. Mhm. Du hast am Ende, gibt's einen Punkt, killst du die Person, ja oder nein? Und wenn du es tust, bist du böse und wenn du es nicht tust, bist du gut. Mhm. Punkt. Mhm. That's it. Und das ist halt so, und dann denke ich mir, sei mal konsequent. Weil dann habe ich auch einen Wiederspielwert. Weil wenn ich sage, okay, ich habe das jetzt so gespielt, dann habe ich nur dieses Ende. Und wenn ich das andere sehen will, muss ich aber halt ganz schön ein Stück weit zurück. Ja. Ja, zumindest an und er hat dann nochmal ein anderes Spielerlebnis und das hast du halt dann de facto nicht. Und ich glaube, das ist vielen ein bisschen, da fühlte man sich ein bisschen veräppelt. Mhm. Ja? Ja. Aber ansonsten kann ich das, ihr kriegt für 24,99 tatsächlich, ich will jetzt keine Werbung für BioWare machen, aber ich kriege hier mehr Spielspaß, kriegst für die Kohle nicht. Mhm. Ja? Und wenn euer Budget gerade ein bisschen tight ist, holt euch das statt Hogwarts. Nicht, dass das schlecht wäre, aber da habt ihr definitiv mehr von im Moment. Ganz kurz, Mairi, für dich, auf deine Frage, ihr habt vor, Hogwarts Legacy zu spielen oder zu streamen. Ich definitiv nicht. Ich werde es auch nicht spielen, weil mich das Ding einfach nicht interessiert. Und was diese ganze Hogwarts Legacy J.K. Rowling-Debatte betrifft, da hatten wir hier am Mittwoch wirklich einen sehr, sehr coolen Stream, wo wir sehr, sehr intensiv über dieses Thema gesprochen haben. Deswegen würde ich das jetzt ungern wieder aufgreifen und irgendwie ausbreiten, weil wir kann man den nicht noch angucken im Replay, der ist seit heute auf YouTube auf dem Kanal der Comic-Con. Da haben wir wirklich sehr, sehr intensiv darüber gesprochen. Deswegen jetzt ne, einfach nur, nein, das wird hier nicht gestreamt und ich persönlich spiele das auch nicht. Aber das liegt bei mir eher daran, dass mich dieses Spiel nicht interessiert.
Alles andere, wir können gerne mal zu dem Thema, weil ich glaube, das ist wirklich auch etwas da. Ich war bei euch bei Tommy dabei, als ihr am Dienstag da wart, habt ihr am Ende auch ein bisschen drüber gequatscht. Können wir gerne auch mal gemeinsam drüber quatschen. Interessiert mich nämlich tatsächlich mal ein bisschen tiefgreifender darüber zu reden, über diese ganzen Debatten, ja. die da abgehen. Genau. Also dann kurz, ich werde spielen, einfach weil ich der Meinung bin, man kann Werk und Autor trennen. Sicherlich gibt es Fälle, wo das nicht möglich ist, aber da trenne ich die Welt von Harry Potter eindeutig von der Welt von J.K. Rowling und gerade bei dem Spiel. Ja, und wie gesagt, die monetäre Sache an meinem Euro wird sie weder reich werden noch arm werden. Kann man jetzt sehen, wie man will. Das ist meine Haltung dazu und Punkt. Aber ich werde es jetzt auch in keinem Twitch-Stream aus, weil wir machen eh keine Let's Plays. Ja. Aber es wäre vielleicht was, der Michael bei uns im Podcast spielt es ja auch. Und ich bin mal gespannt, was das für ein Spielerlebnis ist, ob das Spaß macht und so weiter. Es gibt ja auch Open Worlds, die ja einfach keinen Spaß machen. Also ich meine, Open World muss man halt auch mögen, ja. Und eine Open World, die zu open ist. Also zum Beispiel, ich habe Red Dead Redemption. Hast du das gespielt? Nein. Okay. Was spielst du überhaupt? Ich liebe... Ich hatte Tetris auf dem Gameboy. Ja, ich liebe tatsächlich, spiele ich bis heute noch Tetris auf dem Gameboy. Ich habe immer noch einen, hast du zwei da und ein Linkkabel? Der funktioniert leider nicht mehr. Ach, jetzt aber zwei und ein Linkkabel, das wäre sensationell gewesen. Ja. Also der funktioniert leider nicht mehr, aber ich habe noch einen funktionierenden zu Hause, mit dem ich öfters mal Tetris spiele, ja. Nein, aber ich liebe Open-World-Rollenspiele und spiele da auch immer mal wieder rein, aber habe dafür mittlerweile zu wenig Zeit. Ansonsten habe ich tatsächlich durch Return to Monkey Island meine Leidenschaft für Adventures wieder entdeckt. Oh, schön. Ich habe es noch nicht fertig. Ich bin so geil. Zwei Drittel habe ich ungefähr. Ach, es ist einfach schön. Ja, auf jeden Fall. Sehr schönes Spiel. Ja. Dann bin ich gespannt, was du zum Ende sagen wirst, wie es dir damit gehen wird. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Da bin ich mal. Also, Open World ist so ein. Also, zum Beispiel hier, also Red Dead Redemption ist ja so ein Western-Spiel. Den ersten Teil, den habe ich verschlungen. Sensationell. Zweiten Teil habe ich jetzt, glaube ich, dreimal angefangen. Ich komme da nicht über das erste Drittel raus. Ist einfach so, oh. Weil irgendwann gibt es so einen Punkt, wo so der Realismus so ein bisschen für mich dann auch zu auf die Spitze getrieben wird. Ey, ich will nicht alle Nase lang mein Pferd striegeln und gucken, dass es schlafen muss und füttern und bla und peng und ne, irgendwann will ich einfach eine Schnellreisefunktion haben. Mhm. So, und Red Dead Redemption, ja, ich habe auch ewig mit GTA 5 gefremdet. Mhm. Ewig, ja. Völlig zu Unrecht, was großartiges Story-wise das Spiel ist, aber ich habe ewig damit gefremdet, weil ich mir dachte so, boah, ich will mich nicht in diesen Grind-Missionen so verlieren. Mhm. Und mich hat zum Beispiel auch gespielt. Obwohl mich auch zig Leute immer wieder, also jetzt schon Jahre her, aber zig Leute immer wieder zu WoW bringen wollten, damals, back old day. Aber jeder halt gesagt hat, ja, wir müssen jetzt erstmal in den Wald und 5 Stunden lang Mobs killen, ja, damit du überhaupt mal irgendwie ein Level haust. Dann soll ich noch Geld jeden Monat für bezahlen? Nee, dreimal nee. Ja. Ich habe da meine Sachen ein bisschen straightforward und da müsste dir eigentlich Mass Effect gefallen, weil das ist auch. Ich gehe davon aus. Das sind kleine kurze Missionen. Also du kannst wirklich einfach sagen, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, dann mache ich den Planeten. Dann ist der Planet auch dann durch. Okay. Dann kommst du wieder auf die Citadel. Das ist schon mal gut zu wissen, weil ich bin jemand, der schlecht aufhören kann. Genau. Und dann kommst du, natürlich kannst du auch mal 2 oder 3 Planeten machen, wenn du Zeit hast. Ja, ja. Aber du kannst nur mal einen machen. Ja. Ja? Der dauert manchmal sogar nur 10 Minuten. Und dann gibt es einen DLC, der dauert vielleicht 3 Stunden. Und dann ist der DLC aber dann durch. Dann kannst du auf die Citadel gehen oder so ein Zentralab. Oder du lungerst dann auch manchmal auch einfach nur 2 Stunden in deinem Schiff rum und läufst einfach die Leute ab, quatscht mit denen und dann hast du das auch gemacht. Also das ist für... Ich guck mal alle paar Tage mal rein und muss es jetzt nicht durchsuchen. Also kannst du es auch durchsuchen natürlich, aber das kann man sich auch in Häppchen so aufteilen. Dafür eignet sich das eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Definitiv. Ja. 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 Was haben wir denn hier noch? Ich habe noch einen Game Boy Color und einen Nintendo DS, spiele beide ab und zu mal. Also ich hol. Nee, ganz ehrlich, gibt mir nicht mehr viel. Also ich habe ja auf der Switch, habe ich ja. Da kannst du ja diese alten Retro-Spiele machen.
Das mache ich mal so aus, ach guck mal, so war das damals. Natürlich, klar. Aber der Aspekt hat das auch. Ja, klar. Also ich würde mich mal so eine halbe Stunde genau, einfach ein bisschen, richtig, ein bisschen genau. Ich würde mich da nie hinsetzen und jetzt nochmal anfangen, irgendwie F-Zero von vorne bis hinten durchzuspielen oder so. Das will ich nicht machen. Wie gesagt, eine Runde Tetris daddel ich hin und wieder mal noch gerne. Ansonsten, ich hab auch noch ein Wrestling-Spiel für ein Gameboy und ein Eishockey-Spiel. Das Eishockey, das macht den Daumen kaputt, das kenne ich, das Spiel. Ja, aber die sind auch wirklich einfach schlecht. Ich frage mich ja bei diesen Spielen immer, warum habe ich mich früher so doof dabei angestellt? Heute gehe ich da rein, spiele und das ist so einfach. Es ist so einfach, ja. Es ist vielleicht sollte ich das nochmal machen. Es ist so simpel. Ne, ich habe, wie heißt es? Mortal Kombat. Ja. Das war ja wirklich schwer. Teil 1 und Teil 2 war ja nochmal viel, viel schwerer. Und ich habe Teil 2 habe ich noch. Und das war noch viel, viel schwerer. Und dann habe ich das wiedergefunden, die Kassette, irgendwie beim Aufräumen. Und ach, cool, spiel mal, probierst du mal wieder. Nach einer halben Stunde war ich durch. Hab ich den Oberbösewicht, dessen Namen ich vergessen habe, besiegt, war durch und dachte, hä? Warum war ich denn? War ich früher so doof? Oder bin ich jetzt einfach mit meinen Daumen so fit mittlerweile? Ich weiß es nicht. Oder ist das Body Memory? Ich habe keine Ahnung. Klar, das ist sehr, sehr absurd. Okay. Das müsste ich wirklich nochmal ausprobieren. Also ich hatte ein Spiel auf dem. Tippst du im Handy mit dem Daumen? Okay, das ist natürlich eine interessante Theorie. Ja, mache ich. Ja, tatsächlich, ja. Ja, mache ich auch. Ja. Ja, mache ich auch. Interessant. So, ich würde mal sagen, wir haben es kurz vor 11, wir machen noch maximal bis 11, dann machen wir Feierabend. Ja, genau, dann machen wir Feierabend heute. Ich habe, aber das ist vielleicht auch nochmal so ein. Das hast du mir wirklich auf so eine Idee gebracht, nochmal so ein olles Game mal rauszuholen. Also ich meine, es gibt ja früher Spiele von früher, die sind bockschwer, so die Star Wars-Spiele auf dem NES zum Beispiel. Ja. Fast an der Grenze, oder Goals and Goblins, ja, fast an der Grenze zum Unspielbar. Ja. Aber so, ich hatte auf dem Gameboy die Balloon Kid, das war so wie so ein Flappy Bird im Grunde genommen. Du hattest dieses, so ein Mädel, das schwebte an drei Ballons und du musstest dann im Grunde genommen immer so drücken, damit die so nach oben schwebt und hast sie wieder nicht gedrückt, dann ist sie wieder so runter und musstest dann durch diese ganzen Labyrinthe durch. Ja. Das fand ich bockschwer, aber vielleicht ist das ja gar nicht so schwer. Sag mal, darf ich mal fragen, warum du eigentlich diese Binde da immer drumherum machst? Ist das wegen, weil du hier keine Werbung im Stream hast? Ja, tatsächlich angewohnt. Really? Ja, angewohnt, aber ja, es ist natürlich im Hinblick auf heute, wo wir so viel reingehalten haben, natürlich albern. Aber siehst du, wir müssen noch etwas machen für die letzten 5 Minuten. Ja. Jetzt habe ich es besorgt und habe es vergessen. Mein Ding der Woche. Ja. Ich habe es gesehen gestern beim Einkaufen und dachte, das klingt so widerlich. Das muss ich probieren. Oder meine Josie, probier es doch im Stream. Da habe ich gesagt, das ist ja großartig. Das muss dann der Chris auch gleich probieren. Achso, da kann ich es nicht sehen. Brauseflips. Das sind so Erdnussflips. Erdnussflips mit Ahoi-Brause. Süß-saurer Knabberspaß. Brauseflips. Boy. Ja, ne? Das ist doch ein guter Streamabschluss. Sie riechen schon echt scheiße. Ne? Ich nehme mal einen grünen, ja, einen gelben, so eine andere Farbe. Ne, okay, gut, ich nehme von jedem 2. Ich bin mutig. Ja. Vielleicht ist es ja mal ein Snack, bei dem man dann auch mal aufhören kann. Ja? Mal gucken. Okay. Ist ein bisschen wie Puffreis. Ja. Okay. Also da hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen mehr Bitzeli erwartet. Ne? Ja, ja. Also da bitzelt ja gar nichts. Nö. Ich lege jetzt mal auf die Zunge. Ne. Ganz leicht. Was Mona schreibt, die schmecken nur nach Pappe, ja. Ja. Ist tatsächlich gar nicht so. Naja. Also ich werde sie auch nicht aufessen, weil sie sind auch nicht wirklich lecker. Okay. Ne? Also sie sind schon scheiße. Pass auf, jetzt outen wir uns mal als alte Säcke, ne? Ja. Who the fuck is Younes Saru? Ich habe keine Ahnung. Lieber Chat, klärt uns auf. Wer ist das? Younes Saru. Er muss ja irgendwie ein Ding sein, weil der ist ja auf Verpackung drauf. Aber wer ist das? Irgendein Influencer, Instagrammer, TikToker? Kenn ich nicht.
Gönn ihn nicht, wer ist das? Ich weiß es auch nicht. Ist mir aber auch tatsächlich ziemlich egal. Fehlt hier irgendwas dazu? So farbenfroh wie Younes sind die Ahoy Brause-Flips der perfekte Snack für zwischendurch. Schnapp dir den brausigen Knusperspaß und lass dir die prickelnden Flips auf der Zunge zergehen. Aber die prickeln doch gar nicht. Nee. Oder ist meine Zunge tot? Ich hatte ja gerade Corona, also ich möchte das jetzt nicht ausschließen. Also, unsere Zungen tot gequatscht heute, 3 Stunden durchgesabbelt. Ja. Ja. Okay. Also es ist jetzt nicht lecker, aber es ist ja. Ja, sagen wir es mal so. Es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt so, oh mein Gott, aber ich würde es nicht, ich würde es jetzt nie nochmal kaufen. Danke, dass du das Geld dafür ausgegeben hast. Ich schmeiß es, aber ich heb's mal noch auf bis Montag, da kann Nessie auch mal probieren. Ja. Aber ansonsten werden wir es dann, glaube ich, einfach wegschmeißen. Wie heißen die nochmal? Brauseflips von Ahoy. Ahoy Brauseflips. Ja, Ahoy Brause, Brauseflips. Genau. Süß-sauer Knusperspaß. Na gut, okay. Haben wir das auch probiert. Ja. Ja. Mensch, lieber Chris namens Vetter. Von Chris zu Chris. Von Chris zu Chris. Ich fand das sehr lustig. Ich auch. Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, wie ihr das da draußen fandet. Sollen wir das nochmal machen? Sollen wir das öfter machen? Was wären so Themen, die euch interessieren würden? Wir haben ja heute sehr random gesprochen. Sollen wir das so random lassen, dass wir von Höfchen auf Stöckchen kommen und am Ende bei den großen Fragen der Weltpolitik ankommen? Da wurden wir unsanft von diesem blöden, komischen Spam-Raid da ein bisschen unterbrochen. Ja. Aber das aber passiert. Das ist das erste Mal, dass das passiert. Das live, liebe Zuschauer. Ja. Das Fernsehen, das live. Ja. Danke Mona und Stefan für das Regeln. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Ja. Und okay, also schreibt das einfach mal so ein bisschen rein, wenn ihr, wir veröffentlichen das Ganze auch bei uns dann, bei Nerdizismus als Podcast, also irgendwann die Tage ungeschnitten, einfach so wie es ist, zack, hauen wir das raus. Dann könnt ihr das, wenn ihr nämlich die 3 Stunden nochmal anhören wollt, ja, oder für alle, die später eingeschaltet haben oder wenn ihr früher rausgegangen seid, dann könnt ihr das natürlich da nochmal rein. Die Reiseberichte waren spannend. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann wirklich von dem Nordkorea-Trip keine locker 3 Stunden erzählen. Mhm. Und so wie du von China erzählt hast, würde ich da auch mal ganz gerne von wissen. Und ich kann auch noch über Kolumbien und Venezuela erzählen. Also da war ich ja dann, auch. Dann wäre doch vielleicht das nächste Mal einfach mal, weil ich habe ein paar Bilder mitbringen. Neuseeland und Israel habe ich noch ein paar USA-Reisen. Dann lass uns doch beim nächsten Mal einfach mal Reiseanekdoten austauschen. Können wir machen, ja. Perfekt. Ich habe da halt wirklich nur so Theater- und Orchesterreisen, weil ich privat nie gereist bin. Ist aber ist doch ja egal. Ja, ja. Du hast ja Eindrücke gewonnen und das ist ja das, was man würde euch das interessieren, ja, dass wir mal so Reisegeschichten machen, dann machen wir das mal. Und ein bisschen rumnerden tun wir dann ja auch immer. Und ich sag mal, ihr habt euren Nerdstream und wir haben unseren Nerd-Podcast. Also von daher, dann machen wir das heute hier mal so. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Reiseberichte sehr gerne. Dann ist das unser nächstes Thema. Wann müssen wir mal gucken? Wir gucken, dass wir das so einmal im Monat machen. Ja. Ja, regelmäßig, unregelmäßig. Wir werden es dann natürlich ankündigen auf den sozialen Medien. Am besten folgen und die Glocke aktivieren. Kennt ihr ja. Und ja, würde ich mal sagen, Zeit für den Abspann ist mehr drin. Ja, ich muss erst noch gucken, wen wir raiden. Ach so. Wo wir hingehen. Ja, das sind diese Twitch-Geflogenheiten, die sind mir natürlich an der Stelle noch nicht so bekannt. Also, ja. Wo du gerade hier raussuchst, du machst jetzt erstmal noch das. Ich freue mich noch an diesem Star Trek Omnipedia, dass ich irgendwie... So, ich schicke euch heute zum Rompe. Der ist gerade online und der hat nur 5 Leute da. Deswegen schicke ich euch zum Rompe. Oder... Oh, da spielst du ja schon so ein bisschen Follower-Gott, ne? Das macht dir jetzt so Spaß. Oh, wem gönne ich? Nein. Ich könnte auch zu Area schicken oder so. Aber heute nicht. Ich weiß, es sind ja gerade, vielleicht sind sie noch da, ein paar Leute von Orkenspalter da. Und ich weiß, dass da, glaube ich, also ich schicke euch nicht zu einem Hogwarts Legacy-Stream. Nee, das wäre unfair. Ich weiß, dass sie da Schwierigkeiten mit haben. Das wäre gemein. Deswegen schicke ich euch woanders hin. Für alle, die da noch mit dabei sind. Ich schicke euch einfach zu Erkan und Stefan. Ja. Die sind nämlich online. Stefan streamt heute und zwar God of War Ragnarök. Auch spannend. Schicke ich euch zu Erkan und Stefan. Und Stefan ist ja immer sehr, sehr gut dabei, die Leute zu begrüßen. Von daher... Perfekt. An der Stelle noch ganz kurz. Bei uns geht es im Podcast weiter mit The Last of Us. Da gibt es jetzt die neuen Folgen. Kommt am Montag wahrscheinlich raus. Sonntag, wenn wir sie aufnehmen. Von daher freut euch darauf. Und natürlich geht es auch mit Star Trek Picard weiter. Herr Vater, dann auch, wie das aus uns gefallen hat bei uns im Podcast. Du raidest jetzt mal irgendjemand, walte mal deines Amtes, hast ja nur ein paar Absinth drin und so einen kleinen Schnaps, ist ja eigentlich gar nichts. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich gar nichts. Für einen Typen meiner Größe ist das ja noch geradeaus. Ja, ja, das ist ja.
Also eigentlich haben wir das Ziel dieses Streams heute noch gar nicht erreicht. Richtig, das Ziel war nämlich sturzbetrunken zu sein. Das erreichen wir vielleicht nicht. Eigentlich irgendwie mit so einer Twitch-Policy Alkohol trinken? Alkohol, aber in Maßen, ja. In Maßen? Ja, so. Wir machen das dann in Massen. Nein, ich werde mich niemals so, es war noch nie meine Art, mich so komplett abzuschießen, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und das nächste Mal ich bin ein Kontrollfreak. Okay, das nächste Mal schauen wir, wie wir den Stock aus dem Arsch vom Chris kriegen. Also in diesem Sinne, macht Idiot, bis dann. Tschüss. Ciao.